Cybercrime. Wir übertragen live die Eröffnung des neuen Cybercrime Competence Center C4 mit Innenminister Nehammer. Arbeitskräftemangel. Die Vorsitzende der NEOS, Meindl Reisinger, fordert eine ehrliche Arbeitsmarktpolitik. Werte- und Orientierungskurse. Wir übertragen den Medientermin von Integrationsministerin Raab zum Ausbau der Werte- und Orientierungskurse. Lohnverhandlungen. Nach Abschluss bei den Metallern wird in anderen Bereichen weiterverhandelt. Ökonom Benjamin Bitschi zu den Erwartungen. Guten Morgen und herzlich willkommen bei ORF3 aktuell. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich, Sie wieder an dieser Stelle zu begrüßen, durch den Vormittag zu führen und Sie gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen mit den aktuellen Nachrichten des Tages zu versorgen. Die Corona-Lage im Land bleibt weiter angespannt. Seit gestern gilt deshalb ja eine flächendeckende 2G-Pflicht. Und die will die Polizei jetzt auch in Schwerpunktaktionen kontrollieren. Personen, die gegen die Regelungen verstoßen, müssen mit einer Geldstrafe rechnen. Ohne 2G heißt es seit gestern auch in diesem Fitnessstudio, bitte draußen bleiben. Die Polizei will strikt und öfter als bisher kontrollieren. Wir werden es deutlich steigern. So wie die Zahlen der Infektion steigen, müssen wir jetzt auch den Kontrolldruck erhöhen. Kontrolliert wird der 2G-Nachweis in allen Bereichen, von der Gastronomie bis hin zum Friseur. Es wird breit kontrolliert, aber es wird Schwerpunktkontrollen geben. Dort, wo wir einen starken Verdacht haben, dass Übertretungen stattfinden, dort wird er zuerst kontrolliert werden. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ist jetzt 2G Pflicht. Und auch die Universität Klagenfurt führt das jetzt ein. Studierenden, die das ablehnen, legt der Rektor nahe, darüber nachzudenken, ob eine Uni das Richtige für sie ist. Impfungen gehören zu den größten Erfolgen der Wissenschaftsgeschichte. Es ist wahrscheinlich die Maßnahme, die mehr Menschenleben gerettet hat als jede andere. Die Impfung kategorisch abzulehnen, ist tatsächlich mit einem wissenschaftlichen Weltbild und damit auch mit einem Universitätsstudium schwer vereinbar. Auch andere Universitäten würden daher über die Einführung von 2G nachdenken, sagt Wittuch. Auch unser nächstes Thema hat mit Corona zu tun. In Salzburg war das Unternehmen, das die Gurgeltests produziert und auswertet, einem massiven Hackerangriff ausgesetzt. Der Server wurde gezielt überlastet und dann ist nichts mehr gegangen. Tausende Menschen, die auch beruflich auf einen PCR-Test angewiesen sind, konnten sich nicht einloggen. Betroffen waren auch andere Bundesländer, in denen das Salzburger Unternehmen die PCR-Gurgeltests abwickelt. Die Firma Novogenia in Eugendorf vor den Toren der Stadt Salzburg. Hier werden täglich zehntausende PCR-Tests ausgewertet, bis ein Hackerangriff in der Nacht alles lahmlegte. Der bereits dritte innerhalb weniger Tage. Bei der Anmeldung zum Gurgeltest via Internet ging nichts mehr. Mit einer Vielzahl an Anfragen wurde das System gezielt zum Absturz gebracht. Daten wurden nach Auskunft von Novogenia aber nicht gestohlen. Es ist kein Eindringen in die Datenbank, sondern es ist einfach ein Beschießen der Webseite mit ganz vielen Anfragen. Und das führt am Ende zu einem Zusammenbruch der Webseite. Novogenia ist aktuell Österreichs größter Anbieter an Corona-Tests. Neben Salzburg lassen auch die Bundesländer Niederösterreich und demnächst Oberösterreich beim Salzburger Unternehmen gurgeln. Bei Novogenia ging man davon aus, den Hackerangriff bald in den Griff zu bekommen. Ich hoffe in Stunden bis wenigen Tagen, bis dass es wirklich stabil läuft und auch nicht mehr angegriffen werden kann. Probleme gibt es aber nicht nur mit Hackerangriffen. Zuletzt hatte es auch Beschwerden darüber gegeben, dass die Auswertung der PCR-Tests zum Teil deutlich länger als die zugesicherten 24 Stunden gedauert hätte. Und die 700.000 ausgelieferten Testkits waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen, auch weil zahlreiche Menschen die Tests horten. Wir haben Beispiele von Haushalten, die 6 Probensets zu Hause liegen haben. Das sind 60 Röhrchen für Testungen, aber die selber gar nicht testen. Und dieses Horten hat dazu geführt, dass egal wie viel wir in die Sparmärkte geliefert haben, dass es nie genug war. Und wir implementieren jetzt ein System, wo die Abgabe kontrolliert wird. Also dass nur eine bestimmte Menge an einem bestimmten Zeitraum abgeholt werden kann. Die Verteilung der PCR-Gurgeltests erfolgt in Salzburg über Gemeindeämter und vor allem über die Filialen der Handelskette Spar.
Dort spürt man den Ärger von Kunden, die keine Testeinheiten mehr bekommen haben. Aber heute habe ich aber soeben gehört, ist eine riesige Lieferung in unserem Großhandelslager angekommen, sodass also in den nächsten Tagen die Versorgung sichergestellt sein dürfte. Währenddessen wurden die Apotheken im Land von PCR-Testwilligen gestürmt. Wir mussten schon in der Früh ablehnen, wer noch zusätzlich getestet werden wollte. Wir haben also eine Plattform, an der man sich anmelden kann. Und die haben wir eh schon überbucht gehabt. Und dann mussten wir die weiteren Testwünsche ablehnen. Insgesamt sind die Testkapazitäten der Labore im Bundesland Salzburg derzeit voll ausgelastet. An der polnisch-belarussischen Grenze spitzt sich die Lage zu. Tausende Flüchtlinge haben zuletzt versucht, die Grenze zu durchbrechen. Der belarussische Diktator Lukaschenko soll die Menschen aus Krisenregionen gezielt an die Grenze schleusen, um die EU unter Druck zu setzen. Die EU fordert jetzt neue Sanktionen gegen Belarus. Laut polnischer Behörden befinden sich mittlerweile an die 4000 Migranten im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus. Es sind hauptsächlich junge, kräftige Männer, die immer aggressiver werden, so der Leiter des Sicherheitsbüros. Sie alle wollen nach Deutschland und das haben seit August bereits 9000 Migranten geschafft. Deutschland hat die EU um Hilfe gebeten, die zusehends unter Druck gerät. Die EU-Kommission will nun zusätzliche Sanktionen gegen Belarus verhängen. Für den Migrationsexperten das richtige Signal. Aber ich fürchte, dass es auch andere Motivationen gibt, mit diesen Menschen, die ins Land gelockt werden, Druck auf die EU auszuüben, die EU zu schwächen, sie als heuchlerisch darzustellen, weil sie selbst Menschenrechte bricht. Also es wird nicht genügen mit Sanktionen, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Migrationspakt mit der Ukraine, Moldau oder Georgien, wo Flüchtlinge Asylverfahren bekämen, nach Vorbild des EU-Türkei-Deals, wäre eine Möglichkeit, die Situation zu entschärfen, so der Experte. Die katholische Kirche in Frankreich muss sich im großen Stil von ihren Immobilien trennen. Damit sollen die milliardenschweren Entschädigungszahlungen an Opfer von sexuellem Missbrauch geleistet werden. Die Überlegung, Gläubige um Spenden zu bitten, hat massive Kritik hervorgerufen. Auf Knien bitten Frankreichs Bischöfe die Opfer um Vergebung. Pardonne-nous. Es ist eine starke Geste. Doch reine Symbolik reicht nach dem Bekanntwerden des größten Missbrauchsskandals mit 330.000 Opfern nicht. Als ersten Schritt gesteht die Bischofskonferenz die Schuld der Kirche ein. Wir müssen für diese Taten die institutionelle Verantwortung der Kirche einräumen und wir müssen mit Reparationszahlungen die Opfer entschädigen. Doch Frankreichs katholische Kirche hat kein Geld, die Kirchensteuer gibt es nicht. Daher muss sich die Bischofskonferenz vom Familiensilber trennen und einen Kredit aufnehmen. Der Entschädigungsfonds wird mit dem Erlös aus dem Verkauf von Immobilien der Bischofskonferenz und der Diözesen gefüllt. Außerdem soll gemeinsam mit Laien analysiert werden, warum sexuelle Gewalt ausgerechnet in der katholischen Kirche so stark verbreitet ist. Und wir gehen jetzt in die USA. Nach der Massenpanik mit 8 Toten bei einem US-Musikfestival in Houston wurden erste Klagen gegen die Rapper Travis Scott und Drake eingereicht. Anstiftung zum Chaos lautet der Vorwurf. Die Ermittler gehen der Frage nach, warum das Konzert weitergegangen ist, obwohl Konzertbesucher auf die Massenpanik längst aufmerksam gemacht hatten. Vor dem Konzertgelände in Houston gedenken sie der Toten. Das jüngste Opfer war erst 14 Jahre alt. Bei einem Festivalauftritt von Rapper Scott am Samstag bricht eine Massenpanik aus. 8 Menschen kommen ums Leben, Hunderte werden verletzt. Das Konzert geht einfach weiter, obwohl Besucher versuchen, Sicherheitskräfte zu alarmieren. Zu den Ursachen der Panik laufen derzeit die Ermittlungen in alle Richtungen. Der Polizeichef von Houston soll schon vor dem Konzert auf Sicherheitsbedenken hingewiesen haben. Seine Warnungen wurden offenbar ignoriert. Travis Scott, der das Festival seit 2018 organisiert, äußert sich über die sozialen Medien erschüttert über die Vorfälle. Doch schon bei früheren Konzerten soll er seine Fans aufgestachelt haben, etwa die Bühne zu stürmen. Die Polizei warf ihm damals schon vor, die Gesundheit seiner Konzertbesucher zu gefährden.
Die 3G-Pflicht bei uns trifft auch arbeitslose Personen. Wer sich nicht daran hält, dem wird das Arbeitslosengeld gestrichen. Mehr dazu und weitere wichtige Meldungen des Tages sehen Sie in unserem ORF 3 aktuell Nachrichtenüberblick. Auch für Arbeitssuchende, die beim AMS gemeldet sind, gilt die 3G-Regel. Das hat Arbeitsminister Martin Kocher gestern in einem Erlass festgelegt. Wer sich weigert, wegen 3G einen neuen Job zu suchen, hat künftig keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld. Bei Schulungen gilt ebenfalls die 3G-Pflicht. Wer für Schulungstermine keinen 3G-Nachweis erbringt, erhält für diesen Tag kein Arbeitslosengeld. Bei generellen VerweigerInnen kann das Arbeitslosengeld sogar für 6 Wochen gestrichen werden. Ein Hackerangriff auf ein Testlabor sorgt gestern in Salzburg und Niederösterreich für Probleme bei der Auswertung von PCR-Tests. Die Anmelde- und Abwicklungsseite für die kostenlosen PCR-Tests ist vorübergehend mehrere Stunden nicht erreichbar. Zahlreiche Personen müssen einige Tage auf ihr Ergebnis warten. Es soll sich bereits um den 3. Angriff seit Freitag handeln. Der österreichische Buchpreis 2021 geht an die Wienerin Raffaella Edelbauer. Die 31-Jährige erhält den mit 20.000 Euro dotierten Preis für ihren Science-Fiction-Roman Dave, in dem es um die künstliche Intelligenz geht. Die Verleihung findet heuer zum 6. Mal statt und wird jährlich vom Kulturministerium und dem österreichischen Buchhandel vergeben. Mit dichten Wolken starten wir in die neue Woche. Zum Teil regnet es, am meisten im Süden. Schnee fällt oberhalb etwa von 1000 Metern. Mit lebhaftem Wind lockert es aber auf. Ganz im Süden kann es am Nachmittag noch etwas regnen, aber sonst kommt die Sonne durch, am längsten im östlichen Flachland. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. Noch nie seit Pandemiebeginn wurden an einem Montag so viele Neuinfektionen registriert. Fast 8.200 waren es gestern. Das sind dreimal so viele wie vor 2 Wochen. Auch der 7-Tage-Schnitt liegt jetzt über 8.000. Und zum ersten Mal seit April müssen wieder mehr als 2.000 Corona-Fälle im Spital behandelt werden. Seit gestern darf man im ganzen Land nur mehr geimpft oder genesen in ein Lokal, zum Friseur oder in ein Fitnesscenter. Und das soll auch deutlich schärfer kontrolliert werden als bisher, sagt die Polizei. In diesem Wiener Fitnessstudio werden am Vormittag die letzten Vorbereitungen für 2G beim Workout gemacht. Ganz analog, damit es auch jeder versteht. Also mich persönlich überrascht es nicht mehr. Es war schon absehbar, dass da in die Richtung was kommt, vor allem, weil wir in Wien schon etwas weiter voraus waren als in den Bundesländern. Das heißt, dass wir hier jetzt auf gleiches Niveau, auf gleiche Maßnahmen kommen, das ist schon in Ordnung. 90% sind in diesem Fitnessstudio schon bisher geimpft gewesen und auch die heute neu gewonnene Kundin ist ganz einverstanden mit 2G. Es geht nicht anders. Es wäre natürlich besser, wenn es nicht gebraucht werden würde, aber es geht nicht anders. Also für mich ist es in Ordnung. Nicht überall geht die Einhaltung der 2G-Regeln so klaglos über die Bühne. Drum will der Innenminister die Kontrollen verschärfen mit 800 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten. 500 Euro Strafe für den Gast, bis zu 30.000 Euro für den Gastwirt bei Nichtkontrolle. Es geht jetzt leider nicht anders. Wir müssen durch den Kontrolldruck das Bewusstsein schärfen, dass diese Maßnahme von den Gesundheitsbehörden eine sehr ernstzunehmende ist, mit dem wirklich auch solidarischen Ziel innerhalb der Gesellschaft, die Intensivbettenkapazitäten der Spitäler nicht zu überfordern. Dort, wo die prozentuell meisten Intensivbetten mit Corona-Kranken belegt sind, in Oberösterreich, ist das Bild bei einer Straßenumfrage in Linz differenzierter. Ich bin höchst erfreut, dass das jetzt endlich einmal so weit ist, dass das jetzt passiert, das 2G. Ich kann es Ihnen jetzt schon sagen, dass es die nächsten paar Monate nur mehr Arbeitslose gibt, wie es eh schon vorgegeben hat. Weil halt momentan viele Leute wollen sich nicht impfen lassen, weil sie sich mit den Themen nicht wirklich befasst haben. Ich bin zusammen geimpft. Ich glaube, die letzten Regeln sind knapp vor Mitternacht rausgekommen und haben am nächsten Tag gleich schon Gültigkeit gehabt. Das waren nicht einmal 3 Stunden. Das finde ich halt schon erstens mal lächerlich und zweitens bin ich der Meinung, dass wir im 21. Jahrhundert da bessere Kampagne aufstellen konnte, damit man das besser vermitteln kann. Und ich bin eigentlich sehr, sehr sauer. Ich habe einen persönlichen Grund, einen gesundheitlichen Grund. Ich habe 2 Thrombosen gehabt und ein Blutgerinnsel und ich werde mir die Impfung sicher nicht geben lassen. Es ist noch einiges zu tun, bis diese Pandemie wirklich vorbei ist.
Nur wenige Länder in Europa haben derzeit so viele Neuinfektionen wie Österreich. Aber die Zahlen steigen praktisch überall. Auch in Dänemark, das ja eine der höchsten Impfquoten in ganz Europa hat. Weil die Impfkampagne schnell so erfolgreich war, hat die dänische Regierung vor 2 Monaten sämtliche Corona-Maßnahmen aufgehoben. Für die Dänen war es dann ein Herbst wie vor der Pandemie. Aber jetzt macht die Regierung eine Vollbremsung und führt die Corona-Regeln wieder ein, wie Paul Huemer berichtet. Zehntausende Menschen dicht gedrängt und ohne Corona-Nachweis bei einem Konzert. Seit 10. September ist es in Dänemark, als wäre die Pandemie vorbei. Dass sie es nicht ist, zeigen allerdings die Infektionszahlen, die seit Mitte Oktober in die Höhe geschnellt sind. Das hat sich nun auch die Regierung eingestanden und versucht gegenzusteuern. Die Regierung hat beschlossen, Corona wieder als gesellschaftsgefährdende Krankheit einzustufen und den grünen Pass wieder einzuführen. Restaurantbesuche ohne Kontrollen am Eingang wird es vorerst wohl nicht mehr geben. Mehr als 2400 neue Corona-Infektionen wurden in den letzten 24 Stunden vermeldet. Überraschend sind die Maßnahmen für den Experten jedenfalls nicht. Als geöffnet wurde im Sommer, hat die Regierung angekündigt, dass die Zahlen im Herbst wieder steigen werden. Und wenn sie steigen, wären sie auch bereit, neue Maßnahmen einzuführen. Es war vorhersehbar. Die Öffnung wäre kein Fehler gewesen, denn die hohe Impfrate von 75% würde Schlimmeres verhindern. Bei einer Einwohnerzahl von knapp 6 Millionen Menschen werden rund 300 Personen mit Corona in Spitälern behandelt. Gerade einmal 36 davon auf Intensivstationen. Nicht nur in Dänemark versucht man nun, der neuen Corona-Welle Herr zu werden. Rekordhöchststände bei den Neuinfektionen gibt es auch bei unseren Nachbarn. In Deutschland hat die 7-Tage-Inzidenz erstmals die Schwelle von 200 übertroffen. Im Bundesland Sachsen gilt seit heute eine 2G-Regel für die Gastronomie und Veranstaltungen. Rufe nach einer bundesweiten Ausweitung der Maßnahmen werden immer lauter. Auch in der Slowakei müssen in der Hälfte der Regionalbezirke Hotels, Restaurants und Bars schließen. Schuld daran ist laut Regierung unter anderem die niedrige Impfquote. Sie liegt hier nur bei rund 40%. Bei uns in Österreich gilt die 2G-Regel erst seit gestern, aber recht hartnäckig breitet sich schon die Debatte über noch strengere Verschärfungen aus. Nämlich über die Frage, ob womöglich doch noch Lockdowns nötig sein werden. Vizekanzler Kogler wollte diese Ultima Ratio zuletzt nicht ausschließen, zumindest in Regionen mit sehr hohen Fallzahlen. Für die Wirtschaft wäre das ein harter Schlag. Die Fachleute im WIFO sprechen sich für Anreize aus, etwa eine Impflotterie. Die Sorge vor einem Lockdown geht wieder um. In manchen Regionen sei er womöglich nötig, um den Wintertourismus zu retten, sagen Experten. Ausschließen kann man wahrscheinlich gar nichts mehr. Deutschland hat eine 7-Tages-Inzidenz von 170, Salzburg von über 700. Da ist wahrscheinlich ist es wenig attraktiv, auf Skiurlaub nach Salzburg zu fahren. Ein neuerlicher Lockdown, auch nur für Ungeimpfte, würde die Wirtschaft schnell Milliarden Euro kosten, sagt das Wirtschaftsforschungsinstitut. Sein neuer Leiter plädiert für Impfanreize wie eine Lotterie. Wenn man mit Preisen von ein paar 20, 30 Millionen Euro eine Erhöhung der Impfquote von 5, 6, 7, 8 Prozentpunkten hinkriegt, dann rechnet sich das wirtschaftlich. Dann muss ein Lockdown, wenn er kommt, nicht so stark sein, betrifft weniger Menschen, produziert einen viel geringeren Schaden. Bei neuerlichen Ausgangsbeschränkungen würden auch wieder mehr staatliche Hilfen notwendig werden. Hilfen fordern schon jetzt Betriebe, etwa in der Gastronomie. Ihnen würden derzeit Einnahmen entgehen, weil sie nur Personen mit 2G bewirten dürfen. Der Finanzminister sieht momentan aber keinen Handlungsbedarf. Wir werden die Auswirkungen von jeder einzelnen Regel sehr intensiv beobachten und dann, wenn sich etwas verändert, auch die entsprechenden Schlüsse ziehen. Derzeit haben wir ein sehr gutes Wachstum und eine sehr gute Auslastung. Doch auch das Wachstum steht auf dem Spiel, wenn die Wirtschaft wieder zusperren muss. Innenminister Karl Nehammer eröffnet heute ein neues Cybercrime-Kompetenzcenter. Gemeinsam mit dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf und dem Direktor des Bundeskriminalamts Andreas Holzer. Und wir schalten dazu jetzt in den 2. Wiener Gemeindebezirk. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Thema Internetkriminalität, Cybercrime, Cyberterrorismus, Cyberspionage beschäftigt uns in immer größeren Ausmaß, nämlich in unterschiedlichen Disziplinen, sei es im nachrichtendienstlichen Bereich, sei es im Bereich des Bundeskriminalamtes. Es braucht auch hier eine enge Zusammenarbeit und weil
die Kriminalität sich vermehrt ins Internet verlagert, muss auch die Polizei in seiner Organisation und in ihrer Aufstellung dem Rechnung tragen. Das heißt, wir haben das sogenannte C4, das immer bisher jetzt schon eigentlich dafür zuständig war, im Bundeskriminalamt hier Vorreiter zu sein, wenn es darum geht, Internetkriminalität, das nämlich jetzt als großen Überbegriff, zu bekämpfen in all ihren Facetten. Dann ist es jetzt notwendig geworden, aufgrund der ständig steigenden Bedrohung auch mehr in dieses Thema zu investieren, C4 aufzuwerten, das Cybercrime Competence Center auch ressourcentechnisch besser auszustatten. Das haben wir uns im Regierungsprogramm vorgenommen und setzen jetzt damit um. Wir werden die Zahl der Mitarbeiter verdoppeln, werden in einem mehreren Jahresprogramm an die 128 Mitarbeiter in Summe erreichen. Dann sind in der Lage, auch jetzt durch ein neues Quartier wie hier in der LaSalle-Straße auf 3600 Quadratmeter auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die nötigen Rahmenbedingungen zu geben, um effizient gegen Cybercrime in all ihren Ausprägungen, Cyberkriminalität, Internetkriminalität auch vorgehen zu können. Nur damit Sie eine Vorstellung haben, wir haben schon alleine 2020 knapp 36.000 Delikte gehabt, die im Bereich Internetkriminalität sich abspielen. Das heißt, wir müssen hier feingliedrig denken. Wir werden nicht nur das Bundeskriminalamt stärken mit seinem C4-Center, sondern darüber hinaus auch in der Kriminaldienstreform dem immer mehr auftretenden Internetbetrug Rechnung tragen. Jeder von Ihnen wird eine Bekannte, einen Bekannten, Freund, Freundin, ein Familienmitglied haben oder sogar selbst schon mal betroffen sein, dass der Internetbetrug einfach unglaublich zugenommen hat, auch aufgrund der Pandemie. Und darüber hinaus eben alle Deliktsformen sich zunehmend auch in das Internet verlagern. Alleine wenn wir daran denken, dass der Drogenhandel auch dramatisch zugenommen hat über das Internet. Das heißt, es braucht hier ein enges Zusammenwirken, es braucht hier eine enge Kooperation. Und das Teuflische an Internetdelikten ist, dass sie immer, fast, ja, man kann sagen, meistens transnational erfolgen. Das heißt, man braucht eine internationale Kooperation. Ich freue mich sehr, dass unsere Gäste hier aus Deutschland und aus der Schweiz hier sind. Die werden heute noch am Nachmittag ein Kooperationsagreement unterzeichnen, das eben diese Zusammenarbeit stärken soll, dass hier auch der Wissensaustausch gut funktionieren kann. Und dass man eben diesem systemischen Zusammenwirken Rechnung trägt, dass es braucht, um organisierte Kriminalität, professionellen Internetbetrug auch tatsächlich Herr zu werden. Heute am Nachmittag geht es dann bei mir weiter in diesem Bereich. Wir werden nach Israel aufbrechen. Wir werden in Israel die Gelegenheit haben, auch hier mit Spezialisten, Expertinnen und Experten zusammenzutreffen, die einerseits im Cyberterrorismus eine große Expertise haben, aber auch in der Internetkriminalität, um auch hier das systemische Wissen zu vernetzen und auch am Ende des Tages wieder neue Möglichkeiten auch für das Bundeskriminalamt zu schaffen. Herr Bundeskriminalamtsdirektor, ich wünsche viel Erfolg im neuen C4, vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist wichtig, dass wir diesen Kampf ernst nehmen. Es geht um die Bürgerinnen und Bürger, die sich auch hier in ihrem Sicherheitsgefühl abgeholt werden müssen. Und ich wünsche allen, die hier arbeiten, viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank, Herr Innenminister. Ich darf dem Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, das Wort übergeben. Geschätzter Herr Bundesminister, geschätzte Gäste aus Deutschland und der Schweiz, sehr geehrte Damen und Herren, erst einmal herzlichen Dank für die Glückwünsche. Ich werde das weitergeben, meine Leute, ich sehe Sie hinten im Hintergrund, wie Sie auch sonst agieren, dass Sie sich freuen auf die Aufgabe. Ganz kurz zum Anfang des C4. Vor 10 Jahren haben wir im Bundeskriminalamt erkannt, dass es einer Neuaufstellung bedarf, dass es die zukunftsweisenden Themen zu bearbeiten gilt und dazu gehört auch Cybercrime. Deswegen haben wir vor 10 Jahren auch ein Büro eingerichtet mit dem Namen Cybercrime Competence Center und das in der Abteilung 5 Assistenzdienste, um hier entsprechend die Ermittlungen zu assistieren. Derzeit haben wir je nach SOKO-Lage zwischen 60 und 80 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, stellen die Schnittstelle zu Interpol und Europol dar und auch zu unseren internationalen Partnern. Wie erfolgreich wir in den letzten 10 Jahren waren, zeigen einige Operationen, und zwar gegen Hackerangriffe, wo wir auch beteiligt waren, wo wir unsere Expertise auch einbringen konnten, oder auch die Sonderkommission Clavis, die sich mit Ransomware beschäftigt. Ich war vorige Woche in den USA, habe einige
meiner Gegenüber in Übersee getroffen, unter anderem den Acting Head von FBI, vom DHS, Homeland Security und auch von der Drogenbehörde. Auch die haben uns großen Respekt ausgesprochen für unsere Arbeit. Das kleine Österreich ist ja bekanntlich das Tor zum Balkan. Hier sind wir auch für unsere Partner in Übersee sehr, sehr wichtig. Es wurde eine eigene Meldestelle eingerichtet, Against Cybercrime. Wir haben im Jahr 2020 rund 15.000 Anfragen hier gehabt, also Anfragen und Einmeldungen, die von uns bearbeitet werden mussten. C4 ist auch für Ausbildung und Wissenstransfer zuständig. Seit 2012, und der Herr Bundesminister hat es bereits angesprochen, bilden wir Bezirks-IT-Ermittler aus. Wir haben bereits 300 solcher Beamtinnen und Beamten ausgebildet und wir werden das noch in der Kriminaldienstreform weiter fortführen und verstärkt ausbilden bzw. auch verstärkt technisch ausrüsten. Warum wir das machen in der Kriminaldienstreform? Weil wir gesehen haben, dass auf PI-Ebene, das heißt auf Polizeiinspektionen, die Beamtinnen und Beamten im niederschwelligen Bereich Unterstützung brauchen. Und das muss von Bezirksebene auf Landesebene und dann in die Speerspitze der Cybercrime-Bekämpfung in das Bundeskriminalamt münden. Ganz kurz noch zum Cybercrime-Bereich selbst. Anzeigen haben sich in den letzten 5 Jahren fast verdreifacht. Das heißt, wir haben 2016 noch 13.100 Anzeigen gehabt und 2020 fast 36.000. Wir pendeln uns hier auf ein Niveau ein, das ungefähr die Drogendelikte einnehmen. Und da sind wir bei 8-9% der Gesamtkriminalität in ganz Österreich. Was ist nun so wichtig? Wir haben gesehen, und der Herr Bundesminister hat es in Auftrag gegeben, dass wir in diesem Bereich mehr Ressourcen investieren müssen. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen Raum und wir brauchen vor allem auch Kooperationen. Diese umfassenden Neuerungen und Veränderungen sind nunmehr umgesetzt worden. Ja. Dass Cybercrime effizient bekämpft werden kann, braucht es auch entsprechende Ressourcenausstattung. Sie sind jetzt alle hier. Wir haben ein State-of-the-Art-Gebäude. Wir haben 2 Stockwerke mit rund 3.600 Quadratmetern. Wir haben Platz für mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das werden wir auch in den nächsten 3 Jahren aufstocken auf diese Zahl. Herr Bundesminister hat es angesprochen, auf 128 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind in der Lage, hier entsprechend nicht nur zu ermitteln, sondern auch Assistenz zu leisten für unsere Bedarfsträger, die Ermittlerinnen und Ermittler, indem wir neue und hochmoderne Werkstätten für IT-Forensikerinnen und Forensiker hier etabliert haben. Wir wollen die C4-Abteilung aber auch inhaltlich breiter aufstellen. Ein Schwerpunkt ist digitales Beweismittelmanagement. Denken Sie zurück an den Anschlag vom 2. November. Es wurden sehr, sehr viele, auch mobile Devices, sichergestellt und die Auswertung hat auch hier im C4 stattgefunden. Aber nicht nur dort, auch bei großen Amtshandlungen im Wirtschaftsbereich oder in der organisierten Kriminalität werden immer mehr Datenträger sichergestellt. Es muss ausgewertet werden, das muss auch entsprechend dann analysiert werden. Und da sind unsere Spezialisten Gewehr bei Fuß, um das auch in Zukunft noch professioneller durchzuführen. Wir haben einen großen Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit Social Media und Online-Providern. Wir haben hier eine zentrale Abfragestelle für Beamtinnen und Beamten aus ganz Österreich. Gemeinsam mit der Justiz haben wir diese entwickelt und das ist auch schon erfolgreich, weil wir hier fähig sind, entsprechend zentral das zu diesen Service-Providern zu steuern. Wir haben spezialisierte Ermittlungsteams, die sich mit dem Bereich Darknet beschäftigen und auch bei Ermittlungen im Bereich der Kryptowährungen. Sie sollen so rasch einschreiten, dass Massenphänomene hier zentral bearbeitet werden können und auch effizient und effektiv dann schlussendlich abgehandelt werden. Sie sollen vor allem aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort unterstützen, die Kriminalpolizei in ganz Österreich. Ein verstärkter Bereich, und den Bereich forcieren wir sehr, ist IT- und Mobile-Forensik. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Auswertung von Mobiltelefonen, aber nicht nur. Das Internet of Things ist ein Schlagwort und auch das steht bei uns im Fokus. Ein Auto ist ja heutzutage fast ein Computer
Und wir sind auch hier im C4 in der Lage, entsprechend diese neuen Fahrzeuge, die schon mit entsprechenden Daten ausgestattet sind, auch entsprechend zu bearbeiten. Aber nicht nur die Ermittlung steht im Fokus, sondern auch die Prävention. Wir haben die Cybercrime-Delikte im Fokus und wollen diese Kooperationen mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft, mit unseren Partnern ausbauen und das vor allem unter dem Dach von Gemeinsam sicher. Die internationale Zusammenarbeit, ich habe es zuerst angesprochen, ist für das C4 immer das oberste Credo. Nationale und internationale Strafverfolgungsbehörden sind unsere Partner. Wir haben zwei unserer Partner hier, der Dachverband Deutschland und die Schweiz. Wir werden heute Nachmittag noch in einem Symposium entsprechende Fachvorträge hören und entsprechend vielleicht auch eine gemeinsame Kooperation beschließen. Es freut mich nun, dass wir die neuen Räumlichkeiten gemeinsam mit unserem Herrn Bundesminister eröffnen können und in eine neue Ära der Cybercrime-Bekämpfung schreiten können. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Direktor. Und an dieser Stelle steigen wir aus und ich begrüße im ORF3 Aktuell Studio jetzt ORF-Politikexperten Peter Fritz. Schönen Vormittag. Dankeschön. Ja, also jetzt sind die neuen Räumlichkeiten des Cybercrime-Kompetenzzenters des Bundeskriminalamts eröffnet worden. Was kann denn dieses Kompetenzzentrum wirklich bieten? Es wird aufgestockt, wir haben es gehört. Es werden im Endausbau ungefähr 130 Beamte dort tätig sein. Und es ist sicher notwendig, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Denn es hat bisher natürlich auch schon Stellen gegeben, die sich schwerpunktmäßig mit Computerkriminalität befasst haben. Aber gerade in diesem Bereich ist es doch so, dass die Kriminellen dann immer einen Schritt voraus sind, dass denen halt immer irgendwas Neues einfällt, wo die Ermittelnden ja notgedrungen immer ein bisschen hinterherhecheln und sich dann sehr schnell austauschen müssen, auch international darüber, was denn momentan gerade in Mode ist und was momentan gerade an, ja, sagen wir, erfolgversprechend für die Täter an Methoden da ist, die man ausnutzen könnte. Denn ich glaube, jeder, der E-Mails empfängt und jeder, der mit Computern zu tun hat beruflich, hat schon Bekanntschaft gemacht mit verschiedensten Versuchen, einem da Geld aus der Tasche zu ziehen oder Vertrauen zu erschwindeln. Das wird nicht weniger werden, das wird nicht aufhören. Einen ganz aktuellen Fall von Cybercrime, über den haben wir gerade berichtet, in Salzburg war das. Da hat es einen Hackerangriff gegeben auf ein Unternehmen, das diese Gurgeltests, Corona-Gurgeltests produziert. Hätte da jetzt dieses Kompetenzzentrum im Vollausbau da auch etwas ausrichten können? Ich nehme an, dass auch die bisher schon damit befassten Behörden sich das angeschaut haben. Es ist ja noch nicht hundertprozentig klar bei dieser sogenannten Denial-of-Service-Attacke, ob das jetzt tatsächlich ein Angriff war oder ob da einfach nur irgendwelche Geräte verrückt gespielt haben oder ob da vielleicht tatsächlich der Andrang so groß war, dass die Systeme überwältigt waren. Auch das muss man auseinanderhalten können von kompetenter Seite. Auch da muss man sagen können, ja, vielleicht ist nicht alles, was nach einem Angriff aussieht, tatsächlich ein Angriff. Vielleicht steckt auch ein technisches Versagen dahinter. Wir wissen es nicht. Es war jedenfalls die harmlosere Variante, wenn man so sagen kann, eines Angriffs. Denn nach allem, was man bisher weiß, wurde nichts erbeutet, wurden also keine Personaldaten, was ja besonders heikel ist im Fall Corona, hier erbeutet, sondern es war einfach nur der Zugang nicht möglich. Und es dürfte auch kein Erpressungsversuch stattgefunden haben. Auch das ist ja sehr modern in letzter Zeit, Daten zu verschlüsseln und dann gegen Lösegeld erst zuerst wieder heraus zurück. Apropos Corona, wie sehr hat denn Cyberkriminalität in der Corona-Zeit, in der Pandemie zugenommen? Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Computerkommunikation einen ungeahnten Aufschwung weiterhin genommen hat. Es sind Videokonferenzen zu einem ganz normalen Bestandteil des Alltags geworden für viele, auch für Schülerinnen und Schüler zum Beispiel. Das hatte man sich ja vorher auch nicht in diesem Ausmaß vorstellen können. Und natürlich, wenn die halbe Welt jetzt notgedrungen an irgendwelchen technischen Apparaturen hängt, dann wächst auch die Verlockung, diese Apparaturen auszunutzen, um an die Menschen heranzukommen.
kommen. Man kommt vielleicht physisch an der Pandemie nicht mehr so leicht an die Menschen heran, um ihnen das Geld jetzt physisch aus der Tasche zu ziehen. Aber Möglichkeiten, das Geld von, sagen wir, Bankkonten oder elektronischen Zahlungssystemen oder so abzuziehen, die gibt es natürlich zuhauf. Und die Frage, wie man die Systeme wappnen kann gegen solche Angriffe, die ist wichtiger denn je. Wahrscheinlich hat wirklich jeder von uns schon einmal die Erfahrung mit Cyberkriminalität gemacht, entweder am Computer oder auch am Handy. Da gibt es ja wirklich viele, viele Möglichkeiten, betrogen zu werden. Kann man dagegen denn wirklich wirksam vorgehen? Ich glaube, Selbstschutz ist schon einmal das Wichtigste. Also wenn irgendwelche Mails aus Nigeria kommen, wo Ihnen ein Mensch, den Sie vorher nicht gekannt haben, irgendein Prinz oder wie mir auch einmal passiert ist, die angebliche Tochter von Gaddafi aus Libyen anbietet, ja, es ist von ihrem Erbe so viel Geld übrig geblieben und das möchte sie jetzt wohltätig für mich einsetzen, dann sollten schon einmal einige Alarmglocken klingen und man sich überlegen, ja, wie kommen die ausgerechnet auf mich? Ja, warum kommen sie auf mich? Weil sie an 5 Milliarden Menschen diese Botschaft verschickt haben. Und es genügt ja für einen Erfolg dieser Operation, wenn von diesen Milliarden Menschen vielleicht nur 2 oder 3 tatsächlich darauf anspringen, dann kann man schon zur Ausbeutung ansetzen. Aber kann man wirklich unterbinden, dass so etwas in Umlauf gebracht wird? Ich glaube, man könnte vielleicht sich eine Welt vorstellen, in der es ähnlich wie beim Briefporto in Zukunft E-Mails etwas kosten, wenn man sie verschickt. Dann wäre natürlich die Erfolgsquote oder sagen wir der Gewinn, den jemand hätte, indem er da riesige Massenmails verschickt, wesentlich geringer, wenn es etwas kosten würde, wenn man Botschaften in die Welt hinaussetzt. Aber das macht ja gerade den Charme des Internets auch aus, dass alle mit allen jederzeit und praktisch gratis kommunizieren können. Also diese Welt werden wir so schnell nicht erleben. Wir werden wahrscheinlich damit leben müssen, dass manche immer versuchen, einen Schritt weiter, einen Schritt raffinierter zu sein als so manche andere. Vielen Dank, Peter Fritz, für diese erste Analyse. Du bleibst bei uns heute. Es wird noch einiges zu analysieren geben. Wir erwarten noch einige Pressekonferenzen. Vielen Dank vorerst. Sehr gerne. Wir gehen jetzt nach Niederösterreich. Der Fachkräftemangel macht der Industrie zu schaffen und er verschärft sich weiter. Das belegen Zahlen einer Umfrage unter Industriebetrieben. Aktuell sind 2600 Lehrlinge in 200 Betrieben in Ausbildung. Der Bedarf wird noch weiter steigen. Mit einer Imagekampagne wird jetzt für die Industrie geworben und es sollen verstärkt Frauen angesprochen werden. Industrie macht Sinn. Mit diesem Slogan will man für mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werben. Mit witzigen Wortspielen soll Interesse vor allem bei den Jüngeren geweckt werden. 3/4 aller Unternehmen planen nämlich, in den nächsten Jahren neue Arbeitskräfte aufzunehmen. Doch jedes dritte Industrieunternehmen beklagt das Fehlen von fachlich geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern. Der Anteil an Frauen liegt bei nur 17%. Eine davon ist Sarah Fischer. Sie macht eine Doppellehre. Man hat natürlich auch nach der Lehre sehr große Aufstiegschancen. Man kann zum Beispiel die Matura machen, HTL-Abendschule. Man kann danach studieren gehen und das wird natürlich sehr von der Firma Geberit oder auch von anderen Firmen gefördert, weil die Firmen hoffen eben, dass man zur Firma zurückkommt und somit mehr Erfahrungen und Wissen mit reinbringt. Die Unternehmen fordern auch ein besseres Betreuungsangebot für Kinder sowie mehr Ganztagsschulen, denn dadurch, dass und da kann man jetzt natürlich auch das Thema Kinderbetreuung eingehen. Dadurch, dass das in Niederösterreich noch nicht so toll ist, wie wir es gerne hätten, gehen sehr viele Frauen der Industrie und der Wirtschaft insgesamt als Mitarbeiterinnen verloren. Und das ist ein wesentliches Potenzial für zukünftige Fachkräfte. Einen Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern, wie in anderen Bereichen üblich, gäbe es in der Industrie übrigens nicht, heißt es. Für den gleichen Job würde unabhängig vom Geschlecht das Gleiche bezahlt. NEOS-Vorsitzende Beate Meindl-Reisinger präsentiert heute im Zuge einer Pressekonferenz die Vorschläge von NEOS zur Arbeitsmarktpolitik unter dem Titel »Die Regierung verschläft Arbeitskräftemangel weiter«. Und wir schalten dazu jetzt in den Parlamentsclub. Danke, Julian. Einen wunderschönen guten Morgen in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Sie sehen mich da heute auch mit großem Ärger und Unverständnis vor Ihnen stehen. Insbesondere als eine Vertreterin von vielen, die das Gefühl haben, also seit Monaten halten wir uns an alle Maßnahmen, seit Monaten tun wir alles, was uns geraten wird, kümmern uns um ersten Impftermin, zweiten Impftermin,
müssen diskutieren, warum wir uns überhaupt impfen lassen, kümmern uns jetzt am dritten Impftermin, haben hier als Arbeitgeber 3G am Arbeitsplatz schon längst eingeführt, Testmöglichkeiten durchgehend zur Verfügung gestellt, alles sehr, sehr ernst genommen. Und jetzt stehen wir wirklich wieder vor der Situation, wie übrigens auch Betriebe, die ja dann auch das ganze Hü und Hot hin und her immer mitgemacht haben, dass wir hier stehen und Sorge haben, dass es tatsächlich wieder zu einem Lockdown kommt. Etwas, lassen Sie mich das gleich einmal sagen, was für uns völlig ausgeschlossen ist. Also sicherlich nicht mit uns. Und das alles, weil wir eine Bundesregierung haben, die vielleicht vorgibt, mit was anderem beschäftigt zu sein, aber tatsächlich eigentlich eine Kernaufgabe zu bewältigen hatte in den vergangenen Monaten, nämlich genügend Menschen zur Impfung zu bewegen. Das ist eigentlich eine recht simple Aufgabe, der sich auch andere Länder wesentlich besser gestellt haben. So wie schon davor, vor allem in puncto Vertrauen, vertrauen wir der Bundesregierung bei den Maßnahmen, hat auch die Bundesregierung hier die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger komplett im Stich und im Regen stehen gelassen und im Krisenmanagement versagt. Sie erinnern sich vielleicht vor ein paar, das ist alles schon wieder Monate her, vor der Oberösterreich-Wahl, als absehbar war, dass wir in eine Infektionsdynamik kommen. Man braucht ja keine Kristallkugel, man braucht ja einfach nur auf Expertinnen und Experten zu hören. Es ist ja alles mittlerweile keine Rocket Science mehr. Haben wir das genannt zögerlich und zaudernd. Also dieses Zögern und Zaudern hat man gespürt. Vielleicht auch die Angst von ÖVP und Grünen vor der Oberösterreich-Wahl. Aber das ist kein Weg, eine Pandemie zu managen. Das ist kein Leadership. Und Leadership habe ich überhaupt vermisst in den vergangenen Monaten bei der Frage des Pandemie-Managements. Übrigens nicht nur bei der Bundesregierung, sondern auch beim Großteil der Landeshauptleute. Denn es gibt genügend Expertinnen und Experten, die vor der vierten Welle gewarnt haben. Und an dieser Stelle möchte ich eine ganz sehr ernst gemeinte Frage stellen, die vielleicht jetzt etwas komisch und ironisch rüberkommt. Aber was macht eigentlich der Gesundheitsminister? Was hat der Herr Mückstein die vergangenen Monate gemacht? Ich glaube, diese Frage muss er vor allem sich selber stellen, weil wir Bürgerinnen und Bürger haben seine Arbeit nicht mitbekommen. So, nun sind wir in der Situation, dass Kanzler Schallenberg und Vizekanzler Kogler am Wochenende wortreich herumschwurbeln, dass man ja keine Glaskugel habe. Und vor allem, das sind so Sätze, die mich dann besonders ärgern, sie werden alles tun, um einen erneuten Lockdown zu verhindern. Bedeutet das eigentlich nur, dass wir Menschen und insbesondere auch die Betriebe darstellen und sagen, oh, Lockdown, Sie haben das L-Wort gesagt. Ich meine, wenn ein Regierungsmitglied sagt, wir werden alles tun, um einen Lockdown zu verhindern, so finde ich das überhaupt bemerkenswert, weil Sie haben es ja selber in der Hand. Nicht nur das zu verhindern, sondern auch die Entscheidung zu treffen. Und für mich ist völlig klar, es kann keine Entscheidung für einen neuerlichen Lockdown geben. Für uns ist völlig klar, das geht sich vor allem für Geimpfte absolut nicht aus. Die Betriebe müssen offen bleiben und insbesondere auch die Schulen müssen offen bleiben. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen, weil mir das so wichtig ist. Jetzt werden die Daumenschrauben angesetzt, nicht? 3G am Arbeitsplatz, 2G, ein sehr, sehr starker Druck, der auf die Ungeimpften in einer teilweise heftigen Polarisierung ausgeübt wird, dass man sich impfen lässt. Ich glaube, ich war sehr klar und deutlich, wie ich dazu stehe, wenn insbesondere politische Parteien agitieren gegen die Impfung, insbesondere mit Fake News und Falschmeldungen, wie ich das nenne. Ich habe aber niemals den Weg beschritten und aktiv ungeimpfte Personen kritisiert oder beschimpft oder ähnliches. Weil ich immer überzeugt davon bin, dass vielleicht da im Hintergrund eine Angst steht und Angst bedeutet immer, dass man Überzeugungsarbeit leisten muss, dass es um Information geht. Seit Monaten, und Sie können das nachschauen, seit Monaten, seit Juni, Juli, August, September, sprechen wir NEOS davon, dass es wichtig ist, positive Anreize zu setzen, damit die Menschen sich impfen lassen. Was haben wir für Vorschläge gemacht? Da ist einmal der Vorschlag der Impflotterie. Es ist eigentlich egal, was man da ausspielt an Preisen. Im Burgenland, Doskozil hat gezeigt, dass es funktioniert. Eine Impflotterie haben wir, ich glaube, nachzulesen, Anfang Juli das erste Mal gefordert, dass das ein Weg wäre, die Menschen zu motivieren, impfen zu gehen. Das Zweite, das wir immer wieder gesagt haben, ist, dass wir Testimonials brauchen, Testimonial-Kampagnen brauchen. Übrigens nicht nur beim Impfen, sondern ich habe das
genau vor einem Jahr auch gesagt, beim Anstieg der Infektionen vor einem Jahr, dass man in Communities hinein Testimonials braucht in der Frage, welche Sicherheitsmaßnahmen muss ich einhalten? Was kann ich tun, um Infektionen zu verhindern? Wir brauchen eine bessere Kommunikation auf Augenhöhe in bestimmte Communities hinein. Das ist auch keine Rocket Science und die Regierung tut nichts und wirklich absolut nichts dahingehend, auch nicht beim Thema Impfen. Ich habe nachgeschaut. Anfang September habe ich vorgeschlagen, dass wir in Österreich jedem Menschen, der noch nicht geimpft ist, einen Brief schicken mit einem fixen Impftermin. Und man sagt, bitte komm vorbei, wir laden dich herzlich ein, du hast noch keine Impfung bekommen, hier bei dir ums Eck, am so und so viel, um so und so viel Uhr. Und bitte, wenn du nicht kommst, ruf an, hier gibt es eine Hotline, da kriegst du übrigens auch Informationen zur Impfung. Das ist in der Verhaltensökonomie auch übrigens keine Rocket Science, dass diese sogenannten Default Settings, also es ist Default gesetzt, dass man einen Impftermin bekommt und nicht man muss sich selber bemühen, tatsächlich funktionieren, weil die Hürden für alle die, die nicht täglich am Smartphone sind, ganz enorm sind, sich einen Impftermin auszumachen. Ich habe jetzt gelesen, dass man jetzt, dass die Bundesregierung jetzt im November 2021 überlegt und prüft, wie denn das machbar wäre. Ein Staat, eine Bürokratie, die es schaffen, seit Jahrzehnten jedem 18-jährigen jungen Mann einen Stellungstermin per Post zuzuschicken mit einem fixen Termin, wann er zu erscheinen hat, bekommt es nicht auf die Reihe, jedem Ungeimpften einen fixen Impftermin zuzuschicken. Ein weiterer Thema des Anreizes wäre natürlich auch gewesen, einen Kostenbeitrag zu verlangen bei zum Beispiel Antigentests, so wie wir das verlangt haben. Wir waren immer skeptisch oder schon lange skeptisch den Antigentests gegenüber. Ich habe auch eine Tour gemacht, wo ich geworben habe in den Bundesländern dafür, dass die PCR-Testkapazitäten ausgebaut werden. Aber klar ist auch, dass das auch ein Anreiz gewesen wäre. So, was macht die Bundesregierung? Die macht das so wie bisher, mit Angst, von oben herab, mit Strafen, mit Sanktionen. Da werden die Menschen, da werden die Bürgerinnen und Bürger nicht auf Augenhöhe, wird ihnen begegnet, sondern sie werden wie Untertanen behandelt, denen man drohen muss, denen man Angst machen muss, wo man Daumenschrauben ansetzen muss. Und das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema und wer schaut da einmal mehr durch die Finger und zwar doppelt? Und das ist der Mittelstand in Österreich. Wir haben uns im Sommer angeschaut in einer sehr breiten Umfrage unter österreichischen Klein- und Mittelbetrieben, also sogenannten KMUs, wie ist denn jetzt auch vor allem in dieser Pandemiesituation die Stimmungslage unter den KMUs in Österreich, im österreichischen Mittelstand. Und der Mittelstand, das ist wirklich der Träger des Wohlstands und der Jobs und auch der Innovationskraft in unserem Land. Und die Stimmung war so halbwegs. Die größte Sorge, die die KMUs in Österreich gehabt haben und formuliert haben im Sommer, waren die eines völlig verfehlten Pandemie-Managements und die Sorge, dass man wieder in einen Lockdown gehen muss. Nun, man muss jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, dass natürlich für viele Betriebe die Situation des 2Gs tatsächlich eine große Herausforderung ist. Aber das Gerede um neuerliche Lockdowns und ob man sie verhindert oder nicht, hilft natürlich absolut nicht, weil was die brauchen, und das zeigte diese Aussage, ist vor allem Planbarkeit und Vertrauen. Vertrauen, dass sie das, was sie tun, tagtäglich, nämlich wirtschaften, Dienstleistungen anbieten, was auch immer, auch weiter tun können. Also da hat die Regierung schon einmal versagt. Da sind jetzt schon Gerüchte, Gerede und Gedanken, Lockdowns da. Und das ist einfach Gift für die Stimmungslage bei den österreichischen Klein- und Mittelbetrieben. Und jetzt hat die Bundesregierung gerade das Zeug dazu, das zweitwichtigste Thema komplett zu verschlafen. Was ist das zweitwichtigste Thema für österreichische Betriebe? Und zwar war das schon im Sommer spürbar, aber ich werde Ihnen dann einige Beispiele nennen, wie dramatisch das wird. Das ist das Thema Arbeitskräftemangel. Und das ist nicht einmal das Thema Fachkräftemangel, ja? Weil bis jetzt hat es ja immer geheißen in Österreich, wir haben ein Fachkräftemangel-Thema. Mittlerweile ist es ein Arbeitskräftemangel-Thema. Das heißt, wir reden davon, dass Betriebe, egal ob im produzierenden Bereich oder im Dienstleistungsbereich, von der Putzfrau bis hin zur Buchhaltung, bis hin zum hochspezialisierten, weiß ich nicht, IT- oder Werkstofftechniker, keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Ich bin viel unterwegs, bei vielen Betrieben. Ich habe jetzt gerade da auch einen Schwerpunkt gesetzt, einen Mittelstandsschwerpunkt im Herbst. Und bei jedem einzelnen Betrieb war das ein Hauptthema. Egal, ob das die Reinigungsfirma in Oberösterreich ist, die mittlerweile eine Kundenliste
Kundenwarteliste anlegen muss, weil sie es nicht schafft, aufgrund des Arbeitskräftemangels nachzukommen mit den Kunden, oder aber auch ein Elektriker, gerade auch übrigens im Bereich Sustainable Energy, Green Energy, ein wachsender Markt, die kommen einfach nicht nach mit Aufträgen, weil sie zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Ein Hotelier, der mir schon im Sommer gesagt hat, ich glaube es war 4 Sterne oder sogar 5 Sterne, muss ich nochmal nachschauen, Hotel, dass er selber Zimmer geputzt hat im Sommer. Auch um mit gutem Beispiel voranzugehen bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil dort jeder mit anpacken muss. Der Gastronom, der mir sagt, er wird im Winter oder im Herbst 2 Tage pro Woche jedenfalls schließen müssen, weil es mit den Dienstradeln nicht mehr geht, dass er offen halten kann. Ja, und letztlich auch 3 namhafte Friseurketten, die bei mir waren, die sagen, es ist ganz massiv verschärft worden, das Thema des Arbeitskräftemangels, gerade auch durch den Lockdown und davor. Und da muss man auch so ehrlich sein, da gibt es eine weitere Problematik im Dienstleistungsbereich, die gerade bei körpernahen Dienstleistungen dazugekommen ist. Das ist das Thema Schwarzarbeit. So, jetzt stehen wir also da in einer Situation, dass die Betriebe sagen, der Aufschwung wäre ja da, wenn kein Lockdown jetzt käme, aber uns fehlen die Menschen. Und da frage ich mich auch, was macht eigentlich die Wirtschaftsministerin die ganze Zeit? Ich meine, es ist doch wirklich bemerkenswert, haben Sie von der Frau Wirtschaftsministerin in den vergangenen Monaten zu diesem Thema, das den Betrieben in Österreich so unter den Nägeln brennt, irgendetwas gehört? Was ist eigentlich Ihr Job? Ich meine das auch das ohne Ironie, ohne Sarkasmus. Wie soll denn da ein Vertrauen in eine handlungsfähige Regierung passieren, wenn man das Gefühl hat, ja, die Wirtschaftsministerin, die gibt es halt auch. Wir Neos sind ganz offensichtlich mittlerweile die einzigen Vertreter des Mittelstands, und deshalb ist es mir wichtig, dieses Thema heute anzusprechen, weil es den Betrieben die Luft zum Atmen nimmt und vor allem auch die Zukunft raubt, in einer Situation, die ohnehin schon so fragil ist. Der Aufschwung ist da, das ist gut, und wir müssen alles daran tun. Wir sind jetzt, wir alle in der Politik, also wir sind bereit dazu als Neos, dass dieser Wohlstand und dieser Aufschwung nachhaltig ist, dass es nicht wieder zu Einbrüchen kommt. Und ja, ich weiß, da wird gerade eine Diskussion geführt zur Reform des Arbeitslosengeldes vom Arbeitsminister Kocher. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, das kann maximal ein Teilaspekt sein in dem Ganzen. Warum? Denn selbst wenn da eine degressive Variante kommt, ja, und dass man sagt, also wenn das Arbeitslosengeld weniger wird, und wir sagen das schon lange, das muss am Anfang höher sein und soll dann sozusagen degressiv sein, dann kann das schon ein Anreiz sein, in eine Arbeit zu gehen. Aber in einer Situation, wo ich ja sehe, dass die Arbeitslosenzahlen sehr gering sind und trotzdem der Arbeitskräftemangel da ist, wird mir das jetzt so schnell nicht helfen. Bedauerlicherweise haben wir eine steigende Anzahl an Menschen am Arbeitsmarkt, die Langzeitarbeitslose sind, die wir nicht so einfach mit einem Anreiz eines degressiven Arbeitslosengeldmodells in einen Job bekommen, sondern da braucht es ganz andere Modelle, wie zum Beispiel auch die Lohnnebenkostenübernahmen, die wir ja vorgeschlagen haben, oder wirklich lebenslanges Lernen. Also es muss ein Mix sein an Maßnahmen, und ich habe ganz große Sorge, dass halt dieses Arbeitslosengeld, das wird halt wieder die Überschrift, und dann wird man halt wieder sagen, na, das haben wir jetzt gemacht und jetzt ist alles erledigt. Und das wäre das typisch österreichische Prinzip der vergangenen Jahre und Jahrzehnte: drehen an kleinen Schräubchen, anstatt einen großen Wurf zu machen und damit wirklich die Probleme zu lösen. Was muss man tun? Also, auch an den Arbeitsminister die Frage: Was ist eigentlich mit der Kurzarbeit? Es sind immer noch zigtausende Menschen in Kurzarbeit. Ist das Klügste in so einer Situation, wo ich gleichzeitig so einen Arbeitskräftemangel habe? Wir glauben nicht. Wie schaut es eigentlich aus mit einer Senkung der Lohnnebenkosten? Eine Steuerreform ist geplant, eine Köstsenkung wird sozusagen in den Raum gestellt, aber das, was den Betrieben am meisten helfen würde, und übrigens auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, weil natürlich müsste eine Lohnnebenkostensenkung auch bei den Menschen, bei den Arbeitnehmern ankommen, wäre eine Lohnnebenkostensenkung. Das würde Betriebe entlasten und, wenn man es klug macht, auch den Druck erhöhen, dass das Geld auch wirklich beim Arbeitnehmer und bei der Arbeitnehmerin ankommt. Ganz, ganz wesentliches Thema. Lebenslanges Lernen. Ich habe es gesagt, unsere Vorschläge liegen am Tisch. Einerseits im Bereich des Arbeitsmarktservice mit Stiftungsmodellen, andererseits im Bereich des lebenslangen Lernens, auch aus dem Job heraus mit dem Bildungskonto für jeden, für jede.
dass wir vorsehen wollen, dass man dotieren kann, wo der Arbeitgeber hineinzahlen kann, wo auch der Staat hineinzahlen kann. Da gibt es den Vorschlag des NEOS-Bildungsrundes auch am Tisch. Lehrlingsausbildung. Wir haben boomende Branchen, wo man ganz dringend darüber nachdenken muss, dass man hier auch in eine Liberalisierung gehen kann oder eine Modularisierung der Lehrlingsausbildung, dass ich gewisse Teile schneller vorziehe, ein Training on the Job und dann schon aber Dinge tun kann, sodass ich mich vielleicht später noch weiter qualifiziere. Hier braucht es wesentlich mehr Flexibilität, als das jetzt der Fall ist. Eine echte Einwanderungsstrategie. Schauen Sie auf den Pflegebereich. Glaubt denn irgendjemand in Österreich, dass wir das Thema Pflege stemmen werden ohne qualifizierte Einwanderung in diesem Bereich? Niemand. Das heißt, wir brauchen ein echtes Einwanderungsgesetz und damit auch eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte, wie wir tatsächlich die besten Köpfe nach Österreich holen. Und jetzt möchte ich noch ein weiteres Thema ansprechen, das man dringend angehen muss, was vielleicht schmerzhaft ist für eine konservative Regierung. Und vielleicht schmerzhaft ist für diese ÖVP, weil es galt ja vor ein paar Jahren, das offensichtlich zu verhindern. Aber das ist die Frage der Mobilisierung von Frauen an den Arbeitsmarkt, raus aus der Teilzeitfalle und die Möglichkeit, wirklich Job und Familie zu vereinbaren durch einen massiven Ausbau von Kinderbetreuung. Wir wissen aus den Akten der Korruptionsermittler, 1,2 Milliarden Euro für den flächendeckenden Ausbau für Kinderbetreuung in ganz Österreich mit einem Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist nicht nur gut für die Kinder, das ist nicht nur gut für die Bildung, das ist auch verdammt gut für den Arbeitsmarkt, gerade in Regionen, wo es dieses Kinderbetreuungsangebot nicht gibt und Frauen daher 2, 3, 4, 5, 6 Jahre fernbleiben dem Arbeitsmarkt oder nur Teilzeit arbeiten können, weil es simpel einfach nicht geht. Das ist wirtschaftspolitisch klug, das ist familienpolitisch klug, das ist bildungspolitisch klug und es ist, gelinde gesagt, eine Sauerei, dass man aus parteipolitischem Kalkül die ÖVP, der Ex-Kanzler, das seinerzeit verhindert hat. Hier werden wir übrigens einen erneuten Vorstoß machen und auch im nächsten Plenum wieder einen Antrag auf einen Rechtsanspruch eines qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungsangebots flächendeckend ab dem ersten Lebensjahr machen. Das ist ein Kernanliegen von NEOS. Da geht es um Bildung, da geht es aber auch um Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt. Das Drehen an kleinen Schräubchen hat vielleicht bis jetzt gereicht. Es hat nicht gereicht beim Pandemie-Management, so wie die da herumgeschlittert sind, zögerlich, zaudernd, haben sie jeglichen Credit, jegliches Vertrauen verspielt, die Bundesregierung beim Pandemie-Management. Und es liegt jetzt an der Regierung, ob sie auch in anderen so wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel des Arbeitskräftemangels, der so drängend ist, zögernd, zaudernd und die Zukunft verspielen. Für mich ist klar, es muss jetzt was passieren. Und sie müssen liefern. Vorschläge von uns kommen, werden laufend eingebracht, da reichen wir die Hand. Ich sage Ihnen aber auch, sollte das nicht passieren, wird der Weg an Neuwahlen wohl nicht vorbeiführen. Danke sehr. Dankeschön. Ja, mit der Innenpolitik eine Frage. Sie haben am Anfang angesprochen bezüglich der Regierung, dass Sie es nicht geschafft haben. Sie schaffen es zwar, die Grundverdiener sozusagen per Brief einzuladen, aber es scheitert eben noch an den Jüngeren. Haben Sie vielleicht konkretere Vorschläge für wirklich junge Menschen, also 18 bis 25 in dem Bereich, die, wie Sie selbst sagen, die ganze Zeit am Smartphone sitzen, wo Sie sagen, da könnte man sie konkret abholen, also wirklich mit einem konkreten Beispiel oder auch mehreren? Naja, also viele, viele Beispiele haben wir gebracht. Also erstens einmal, ja, ich finde so ein Brief, oder ich fange mal anders an. Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, warum eigentlich in Österreich das Impfmanagement nicht über die Sozialversicherungsträger, über die ÖGK gelaufen ist? Spannende Frage. Wir haben eigentlich eine zusammengelegte Krankenkasse mit Zweigstellen in ganz Österreich. Es wurde aber völlig an der ÖGK vorbei eine neue Struktur aufgebaut. Ein Schelm, wer denkt, dass das vielleicht daran liegt, dass auch dort Arbeitnehmervertreter drinnen sind. Und das, glaube ich, ist schon der Schlüssel ein bisschen. Pandemie-Management war für Türkis-Grün immer auch Machtpolitik, Parteipolitik. Aber natürlich hat die ÖGK die Daten sämtlicher Versicherten und hat natürlich auch die Daten, ob die Menschen geimpft sind oder nicht. Und es wäre ein leichtes, über die ÖGK, über die Versicherungsträger diese Briefe auszuschicken. Und das reicht auch die 18- bis 25-Jährigen. Zweiter Punkt, wir haben vorgeschlagen, schon im Sommer den Bereich Nachtgastronomie tatsächlich mit 2G zu machen. Das war der Bereich, wo wir gesagt haben, das ist zumutbar
Und wir haben gesehen, dass wir da im Bereich der Jungen Anreize setzen müssen. Also das wäre ein Weg gewesen. Dritter Bereich, sehr niederschwelliges Impfangebot. Also tatsächlich Impfboxen vor der Grillenforelle, vor dem Flex, vor jedem Festival. Ich habe es sehr bedauert, dass Festivals abgesagt wurden. Also das überlege ich gerade, eins ist abgesagt worden, eins hat stattgefunden. Ich hätte das stattfinden lassen im Sommer, wo das Infektionsgeschehen niedrig war. Ich glaube es aber, die Betreiber wollten ich glaube es war so Druck dort von der Gemeinde, dass man es nicht macht. Und ich hätte dort flächendeckend Impfboxen zur Verfügung gestellt. Da habe ich mir gedacht, super, zwei Fliegen mit einer Klappe. Die jungen Leute haben super Konzerte über zwei Tage hinweg und können sich niederschwellig dort impfen lassen. Anreize bieten. Ich meine, wir haben es ja gesehen, tatsächlich. Es gibt genügend Beispiele aus Gemeinden, wo man gesagt hat, wir nutzen ein Feuerwehrfest oder sonst irgendwas, wo man sagt, und du kriegst dann auch noch einen halben Liter Bier und ein Grillhändl oder ein paar Würstel, wenn es dich impfen lässt. Das sind tatsächlich Kleinigkeiten, die total funktioniert haben. Es braucht halt diese Kraftanstrengung. Und last but not least, im Bereich der jungen Leute, Testimonials. Ich habe das nicht verstanden. Das ist doch... Also, vor einem Jahr haben wir schon gesehen, dass das ein Thema war. Damals war es übrigens auch in ländlichen Settings, wo mehr Generationen zusammenleben, sind viele Infektionen stattgefunden. Dann bei den Jungen, weil ja vielleicht über zu lange Zeit es geheißen hat, wir müssen die Alten schützen, aber den Jungen macht das ja nichts. Also das ist ja dann so eingesickert. Und drittens in migrantischen Communities. Wissen wir ja, haben wir gesehen an den Zahlen, auch wenn die Politik sich manchmal nicht getraut hat, die Regierungen sind nicht getraut, darüber zu reden. Naja, aber da fahre ich doch hinein mit entsprechenden Testimonials, wo ich weiß, damit erreiche ich die Leute auf TikTok, auf Instagram, wo auch immer. Also jedenfalls nicht mit einer, sind Sie vom ORF, aber mit einer Werbelinie halt im ORF, damit werde ich die 18- bis 25-Jährigen vielleicht nicht mehr erreichen. Außer der ORF ist jetzt auf TikTok, wie ich gehört habe, dann wird er vielleicht dort schon etwas wieder tun können. Aber Sie verstehen, was ich meine. Ich meine, da gibt es ja Leute, die sich damit beschäftigen, wie man Botschaften an Leute bekommt. Und da ist einfach nichts passiert. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Und bei uns im ORF3-Studio, Aktuell-Studio, begrüße ich jetzt wieder Peter Fritz. Schön, dass du nach wie vor bei uns bist. Ja, wir haben jetzt jede Menge Kritik gehört, naturgemäß, und die Regierung verschläft den Arbeitskräftemangel weiter. Das war ja sozusagen die Headline dieser Pressekonferenz. Ist das so? Nein, es waren zwei Achsen, zwei Stoßrichtungen, auf denen die NEOS-Chefin ihre Argumentation aufgebaut hat. Das eine war, dass die Regierung zu wenig täte in ihren Augen, um Menschen tatsächlich zum Impfen zu mobilisieren. Und sie hat da alle möglichen Vorschläge gemacht, wie man das ankurbeln könnte, unter anderem auch mit sogenannten Testimonials. Das Wort hat sie öfter verwendet. Also Testimonials klingt so irgendwie nach was Besonderem, aber im Prinzip sind das einfach nur Vorbildfiguren, also Menschen, die auf Plakaten oder im Fernsehen oder im Social Media dann sagen, zum Beispiel, ich habe mich impfen lassen, tu es auch. Und ihr Vorschlag war, man möge das auch in migrantischen Communities machen, also dass eben junge türkischstämmige Österreicher zum Beispiel auftreten und vielleicht sogar auf Türkisch sagen, ich habe mich impfen lassen. Nicht? Das ist das eine. Und natürlich schwingt das andere damit die Sorge um den Arbeitsmarkt, die Sorge darum, dass man momentan vielleicht sogar gar nicht genug Menschen bekommt, für die in den Arbeitsmarkt einsteigen. Und auch das hat ja auch ein bisschen mit den Anforderungen im Arbeitsprozess zu tun, mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz, an manchen Arbeitsplätzen auch 2,5 oder sogar 2G in bestimmten sensiblen Bereichen. Und auch dafür bräuchte man ja Leute, die einerseits eben motiviert sind, auch eine Arbeit anzunehmen und andererseits auch motiviert sind, die Impfmaßnahmen mitzutragen. Also große Vorwürfe der NEOS an die Regierung in diesem Zusammenhang und einige Vorschläge, wie man dem vielleicht abhelfen könnte. Was aber prinzipiell doch überrascht ist, dass es einen Arbeitskräftemangel gibt und das, obwohl die wirtschaftliche Lage im Moment ja relativ gut ist. Warum ist das so? Ja, das ist schon ein bisschen paradox, denn man hat ja die letzten 30 Jahre hindurch eigentlich immer gewarnt davor, dass die Roboter den Menschen die Arbeit wegnehmen, dass es also eine Entwicklung gibt, in der immer mehr Arbeit an Maschinen ausgelagert wird, in der auch immer mehr teure Arbeit, die in, sagen wir, Mitteleuropa geleistet wird,
woanders hin ausgelagert wird. Das große Thema der letzten Jahre war die Globalisierung, dass Arbeit anderswo eben so viel billiger ist und dass man dort produzieren lassen kann und das dann wieder alles importiert. Es hat sich allerdings in manchen Bereichen diese Schraube wieder zurückgedreht. Und man sieht es ja auch anhand dieser vielen Lieferschwierigkeiten, die momentan im Welthandel dominieren. Die Globalisierung, die Auslagerung, das war nicht alles. Das hat nicht alle Probleme gelöst. Das hat zum Teil auch neue Probleme geschaffen. Und manche Firmen haben jetzt tatsächlich auch wieder Produktionen zurückverlagert nach Europa und brauchen gerade hier Leute, die wieder anpacken und die auch entsprechend qualifiziert sind. Und das ist eine Entwicklung, die man vielleicht in dem Ausmaß nicht vorausgesehen hat. Welche Rolle spielt da die Pandemie? Die Pandemie hat einerseits hier natürlich gewisse Spezialisierungen verstärkt, nämlich dass vermehrt Menschen gesucht werden, die Kenntnisse der Computerkommunikation, der Elektronik haben, dass auch vor allem auch Menschen gesucht werden, die auf dem Pflegesektor aktiv sind, die sich bereit sind, sich in Gesundheitsberufen zu engagieren, die bereit sind, gerade jetzt unter diesen schwierigen, erschwerten Umständen auch in der Pflege mit anzupacken. Also hier wurde in der Pandemie sehr großer Bedarf geschaffen, Bedarf, von dem noch gar nicht ganz klar ist, wie er bezahlt werden kann, aber vorläufig überziehen die Staaten natürlich auch ihre Konten im Dienst der aktuellen Hilfsmaßnahmen. Und da ist derzeit auf jeden Fall Personal nötig und wird es wohl auf längere Zeit so sein. Eine Auswirkung übrigens auch möglicherweise von Corona. Wir haben es gehört von einem, ich glaube, es war der Ärztekammerpräsident, der gesagt hat, von denen, die eine Corona-Erkrankung, eine ernsthafte überstanden haben, sind 12% in der Folge arbeitsunfähig. Also auch das könnte sich in Zukunft auf den Arbeitsmarkt stark auswirken. Kommen wir vielleicht noch einmal ganz kurz zurück auf die Vorschläge, die Beate Meindl-Reisinger jetzt gemacht hat, um das eben zu ändern. Wie sind die denn einzuschätzen? Ja, etwas, von dem Beate Meindl-Reisinger gesprochen hat, macht jetzt die Bundesregierung auch, aber sie hat bemängelt, dass das eben wahnsinnig spät ins Spiel gekommen ist, nämlich dieser Brief an alle in Österreich, ein Brief, in dem die, die noch nicht geimpft sind, aufgefordert werden, sich impfen zu lassen. Ihr Vorschlag ist dann noch einen Schritt weiter gegangen, nämlich man möge jeden Menschen in Österreich, der keine Impfung hat, schreiben: Ich habe einen Termin für dich, bitte komm dann und dann dort und dorthin. Vielleicht sogar mit einem Anreiz, da gibt es dann ein Grillhändel, hat sie gesagt, ja, oder ein Bier oder ja, was auch immer. Und dann müsste man also aktiv zum Hörer greifen und absagen und sagen, ich will das nicht. Also solche Möglichkeiten werden derzeit erwogen. Andererseits, ja, es ist nach wie vor Sache jedes Einzelnen, über seinen eigenen Körper zu verfügen. Ich kann an sich niemanden befehlen, sich etwas spritzen zu lassen, was er oder sie nicht will. Vielen Dank für deine Analyse hier bei uns im ORF3 Aktuellstudio. Du bleibst noch bei mir, denn es gibt in Kürze auch wieder etwas zu analysieren. Danke, Peter Fritz. Bitte. Die 3G-Pflicht trifft auch arbeitslose Personen. Wer sich nicht daran hält, dem wird das Arbeitslosengeld gestrichen. Mehr dazu und weitere wichtige Meldungen des Tages sehen Sie jetzt in unserem ORF3 Aktuell Nachrichtenüberblick. Auch für Arbeitssuchende, die beim AMS gemeldet sind, gilt die 3G-Regel. Das hat Arbeitsminister Martin Kocher gestern in einem Erlass festgelegt. Wer sich weigert, wegen 3G einen neuen Job zu suchen, hat künftig keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld. Bei Schulungen gilt ebenfalls die 3G-Pflicht. Wer für Schulungstermine keinen 3G-Nachweis erbringt, erhält für diesen Tag kein Arbeitslosengeld. Bei generellen VerweigerInnen kann das Arbeitslosengeld sogar für 6 Wochen gestrichen werden. Ein Hackerangriff auf ein Testlabor sorgt gestern in Salzburg und Niederösterreich für Probleme bei der Auswertung von PCR-Tests. Die Anmelde- und Abwicklungsseite für die kostenlosen PCR-Tests ist vorübergehend mehrere Stunden nicht erreichbar. Zahlreiche Personen müssen einige Tage auf ihr Ergebnis warten. Es soll sich bereits um den 3. Angriff seit Freitag handeln. Der österreichische Buchpreis 2021 geht an die Wienerin Raffaella Edelbauer. Die 31-Jährige erhält den mit 20.000 Euro dotierten Preis für ihren Science-Fiction-Roman Dave, in dem es um die künstliche Intelligenz geht. Die Verleihung findet heuer zum 6. Mal statt und wird jährlich vom Kulturministerium und dem österreichischen Buchhandel vergeben.
Gut 3 Millionen Menschen sind in Österreich aktuell ungeimpft. In der besonders gefährdeten Altersgruppe 65 plus sind es 218.000 Menschen ohne Impfschutz. Gleichzeitig sind aber die Älteren jene, die sich vermehrt schon den dritten Stich geholt haben. 40% etwa jener Menschen über 85 Jahre. Und durch die straffe 2G-Regel steigt das Impftempo weiter. Zuletzt waren es 10.000 Impfungen pro Tag. Als Gedankenspiel kann man ausrechnen, dass es bis Anfang März dauern würde, bis wir eine Impfquote von 80% haben. Vorerst schaut aber alles auf die neue 2G-Regel und ihre Kontrolle. Das Dorfwirtshaus in Siegendorf im Burgenland ist nur eines von vielen Beispielen. Hier gilt ab heute, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss leider draußen bleiben. Die Verschärfungen nehme man hier lieber in Kauf als einen Lockdown. Jetzt haben wir wieder gute Verkaufszahlen gehabt, das ist wieder raufgegangen. Die letzten 14 Tage ist wieder ein bisschen runtergegangen aufgrund der Covid-Zahlen, die was raufgegangen sind. Aber auch diese Regelung mit den 2G ist besser für uns, wie wenn es noch mal zusperren. Dass zugesperrt wird, will auch hier niemand. In Innsbruck hat man für die strengen 2G-Regeln durchaus Verständnis. Ich habe nicht wirklich Lust, dass nochmal ein Lockdown kommt, dass es nochmal so eskaliert, wie es schon mal war. Und deshalb finde ich das sehr nachvollziehbar. Grundsätzlich muss man alles tun, damit endlich mal diese Pandemie vorbeigeht. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich finde es ganz gut, dass jetzt einmal klare Regeln draußen sind für die Wintersaison. Klare Regeln, die nun auch streng kontrolliert werden. Das Innenministerium kündigt heute Schwerpunktaktionen an. In jenen Bereichen, zu denen nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt haben, wird die Polizei die Impf- und Genesungszertifikate kontrollieren. Wir werden den Kontrolldruck in den nächsten Tagen deutlich erhöhen. Grob umrissen heißt das, wir haben neben den insgesamt 4.000 Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst 800 Polizistinnen und Polizisten, die speziell gemeinsam mit der Bereitschaftseinheit hier in die Kontrolltätigkeit der 2G-Regelumsetzung einsteigen werden. Personen, die gegen die Regelungen verstoßen, müssen mit einer Geldstrafe bis 500 Euro rechnen. Strafrechtliche Konsequenzen drohen jenen, die Impfnachweise oder den grünen Pass fälschen. Seit März wurden laut Innenministerium etwa 500 gefälschte Zertifikate sichergestellt. Plus, mit Maske oder ohne, wenn man geimpft ist. Was gilt eigentlich wo und für wen? Bei den vielen unterschiedlichen Verordnungen ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Fest steht, für Ungeimpfte über 15 Jahre ist das gesellschaftliche Leben seit gestern sehr eingeschränkt. Es gibt aber auch einige Ausnahmen, die alles noch ein wenig unübersichtlicher machen. Die Kolleginnen und Kollegen des Landesstudio Oberösterreich haben nachgefragt, kennen Sie sich noch aus? Fast, aber es gibt natürlich immer wieder Grenzbereiche, wo man überlegen muss, brauche ich jetzt im Handel FFP2-Masken oder nicht? Es ist alles ein bisschen durcheinander gegangen die letzten Tage und Wochen. Ganz ehrlich, es ist sehr schwer, sich auszukennen bei den ganzen Verordnungen. Also ich habe mich letzte Woche Freitagnachmittag impfen lassen und brauche jetzt nach wie vor die PCR-Tests. Die habe ich mir jetzt gerade von der Pippa geholt, diese zum Gurgeln. Es ist schon schwierig. Ich kenne mich ehrlicherweise überhaupt nicht mehr aus, muss ich gestehen. Ich schaue, dass ich einigermaßen up-to-date bleibe. Ich muss aber auch da wirklich mal der Regierung den kleinen Vorwurf machen. Man konnte die Regeln ein wenig schneller aufstellen und auch vor allem effektiver. Also ich finde es nicht schwierig. Nein, es ist eigentlich klar. Ich meine, es kommt natürlich immer wieder eine andere Verordnung. Das ist, aber wenn man zuhört, ist es eigentlich schon klar. Eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich meine, man muss jeden Tag nachlesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin eine, die nicht geimpft ist. Und ich bin eigentlich sehr, sehr sauer. Ich habe einen persönlichen Grund, einen gesundheitlichen Grund. Also direkt auskennen tue ich mich jetzt im Prinzip nicht mehr. Ich arbeite seit 4 Jahren in der Gastronomie und mir ist die letzten fast 2 Jahre, was jetzt sind, ist halt momentan schwierig. Dabei geht es noch, aber es war gut, wenn es einmal einheitlich gemacht wird, beziehungsweise die Meinungen gehen da verschieden auseinander und es wird halt die Bevölkerung schon sehr gespalten bei dem Ganzen. Also ich muss noch sagen, ich bin freiwilliger Mitarbeiter beim Roten Kreuz bei der PCR-Testung, komme gerade davon und merke, wie die Bevölkerung, also die, die wir anrufen, eher nicht sich auskennt und durch die Erkundigung,
die ich brauche, um meinen Job da zu machen, kenne ich mir ein bisschen besser aus als die anderen. Aber dass da Verwirrung herrscht, ist mir klar. Soweit einige Stimmen aus Oberösterreich. In Wien sind am Samstag und am Sonntag mehr als 11.000 Menschen jeweils impfen gegangen. Der Großteil davon waren Drittstiche. Aber auch die Erstimpfungen haben zugenommen. Die sprunghaft gestiegene Impfbereitschaft hat deshalb zu längeren Wartezeiten bei den Impfzentren geführt. 14 Uhr vor der Impfstelle der TU. Viele warten bis zu einer Stunde. Wie an insgesamt 35 Standorten ist auch hier Impfen ohne Anmeldung möglich mit BioNTech/Pfizer. 10-15% sind Erststiche. Für am öffentlichen Leben teilhaben will, bleibt mir nichts anderes über. Die meisten holen sich mit dem dritten Stich die Auffrischung. Weil ja auch hier die Frist von 9-12 Monate auf 6-9 Monate verkürzt wurde. Ich habe sehr früh AstraZeneca bekommen. Die ersten zwei habe ich schon und jetzt möchte ich so rasch wie möglich die dritte. Begonnen hat die sprunghaft gestiegene Impfbereitschaft bereits am Wochenende. Da hat es 22.381 Impfungen gegeben. Am Wochenende davor waren es mit 11.678 nur die Hälfte. Die Zahl der Erstimpfungen war an den beiden Wochenenden ähnlich. 5.421 waren es am vergangenen Wochenende, 4.869 am Wochenende davor. Einen klaren Aufwärtstrend gibt es bei den Drittstichen. Vergangenes Wochenende waren es 14.274 Drittstiche, am letzten Oktoberwochenende nur 3.629. Alle Organisationen haben bereits Personal aufgestockt. So hat das Austria Center die größte Impfstraße des Landes, um 60 Personen in allen Bereichen mehr. Und wo es möglich ist, versuchen wir zusätzliche Impfstraßen aufzubauen, damit wir all jene, die impfwillig sind, auch tatsächlich bedienen können. Rund 26.000 Impfungen sollen künftig täglich möglich sein. Heute ist Tag 2, an dem die 2G-Regel gilt und es hat sich eben sofort auf die Impfstraßen ausgewirkt. Der Andrang war extrem groß. Ab sofort dürfen ja nur mehr Geimpfte oder Genesene ins Gasthaus, zum Friseur oder zu Veranstaltungen. Wir schauen jetzt in die Bundesländer, wie es dort angelaufen ist und wie kontrolliert wird und beginnen in der Steiermark. In diesem Grazer Innenstadtlokal schreibt die Wirtin die wichtigsten Regeln für ihre Mitarbeiter zusammen. Wir haben sie nochmal geschult, damit sie richtig kontrollieren, die 2G. Von den Gästen her, die sind es eigentlich gewohnt gewesen, dass wir es kontrollieren. Weniger Gäste sind zu Mittag nicht da, es werden aber bereits wieder Weihnachtsfeiern storniert. Tag 1 der 2G-Regel wirkt sich besonders beim Testen und Impfen aus. Die enorme Nachfrage nach der Impfung ist derzeit schon deutlich ablesbar. Man merkt auch bei den Anmeldeplattformen des Landes, dass allein über das Wochenende 6.000 sich gemeldet haben und eine Impfung haben wollen. Es ist eine sehr große Zahl, weil der Vergleich Donnerstag auf Freitag waren es einige Hunderte. Und jetzt dann plötzlich der große Ansturm doch von neuen Interessierten, die sich impfen lassen wollen. Einen Riesenansturm all jener, die nun schnell geimpft werden wollen, erwarten sich die Verantwortlichen beim Impftag ohne Anmeldung bei den steirischen Impfstraßen. Wir werden darauf reagieren, indem wir einen zusätzlichen Tag in dieser Woche für das freie Impfen zur Verfügung stellen. Das wird der Donnerstag sein. Und bei den Teststraßen schaut es ähnlich aus. Hier ist natürlich 3G am Arbeitsplatz ganz entscheidend. Da ist die Nachfrage auch explodiert. Um den Andrang bei den freien Impftagen besser bewältigen zu können, wurden kurzfristig auch die Zeiten erweitert. Morgen und Freitag wird ohne Anmeldung von 10-20 Uhr und am Donnerstag von 8-18 Uhr geimpft. Cappuccino und Melange werden nur noch Geimpften und Genesenen serviert. Einige Plätze in der Kaffeekonditorei bleiben deshalb leer. Im Normalfall haben wir ein volles Kaffeehaus hier. Jetzt ist es zu vielleicht 50% besetzt. Also wenn ich ehrlich sein soll, dann wären mir Gäste lieber, die mit einem aktuellen negativen Test kommen, als Gäste, die seit Juni geimpft sind und nie wieder einen Test gemacht haben. Das finde ich eigentlich fast etwas unmenschlich. Die Gäste, die in die Innenstadt kommen, können sich durchaus mit der 2G-Regel anfreunden. Ich befürworte das schon sehr, diese 2G-Regel, weil solange die Zahlen so explosionsartig steigen, finde ich es sinnvoll. Ja, richtig, ich bin schon auch geimpft. Sehr unverantwortlich von der Bevölkerung, dass sie sich nicht impfen lassen. Ich finde das total lässig. Wenn man geimpft ist, geht man einfach hin, wie früher auch. Das sind aber nicht alle so. Auf das Mittagessen in der Innenstadt haben auch einige verzichtet.
Also zum Mitnehmen war wesentlich mehr, aber Mitnehmen ist schon immer ein gutes Geschäft bei uns gewesen. Aber im Lokal selber haben wir sicher 40% weniger Gäste gehabt. Auch einen neuen Haarschnitt gibt es nur noch für Geimpfte und Genesene. Deswegen haben einige abgesagt oder ihren Termin vorgezogen. Letztes Wochenende war ein Spontanandrang von Leuten, die noch Haare geschnitten und gefärbt werden wollten. Ich glaube schon, dass wir Umsatzeinbußen haben. Trotzdem ist mir alles lieber als ein totaler Lockdown. Erster Tag 2G. Einige Kundinnen und Kunden sind ausgeblieben. Die gekommen sind, waren aber alle sehr diszipliniert und hatten die entsprechenden Nachweise dabei, heißt das quer durch alle Branchen. Zuerst die Kontrolle, dann das Schnitzel im Wirtshaus ums Eck werden die neuen Regeln ernst genommen, auch wenn vielleicht ein paar Stammgäste ausbleiben. Weil ich mir sicher bin, dass wir dieses Spiel schon hätten früher beenden können, wenn wir da ein bisschen mehr Konsequenz gezeigt hätten. Die Gäste, die heute kommen, sehen das ähnlich. Sie hätte schon vor 3 Wochen gemacht gehört. Mehrheitliche Zustimmung für die Verschärfungen, auch im Kaffeehaus. 2G zum Frühstück, sichtlich kein Problem. An und für sich eine gute Sache, weil die Leute dadurch einfach motiviert werden zu impfen. Weil der Druck einfach höher wird und die Situation in den Krankenhäusern nicht gut ist. Dass auch hier geschätzte 10-20% Kundinnen und Kunden nicht kommen dürfen oder können, ist eine andere Geschichte. Viele Wirte sehen ihre Ganzelsaison auch heuer überhaupt gelaufen. Die Hoteliers betrachten das differenzierter. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass man als Destination, als Tourismusland auch einmal eine Entscheidung trifft und sagt, das ist jetzt so. Sicherheit ist eine sehr wichtige Buchungsentscheidung geworden mittlerweile. Auch für die Fitnessstudios wendet sich das Blatt zum wiederholten Mal, was viele verwirrt. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, die Kürze innerhalb dieser Neuregelungen. Wir haben doch von 3G auf 2,5G in Wien reduziert und dann haben wir die Anzahl der Teststunden reduzieren müssen. Dann auf rein PCR wieder verkürzte Testzeit. In der Branche fürchten viele, dass jetzt hunderte Kunden ihre Verträge stilllegen oder kündigen. Die Rede ist von Umsatzverlusten von 30-40%, so wie bei den Friseurinnen. Ich höre von den Mitgliedern, dass regelmäßig die Kunden absagen und sie teilweise in leeren Salons stehen. Ohne rasche Hilfe drohe vielen die Pleite, ob Unterstützungszahlung oder Mehrwertsteuersenkung. Hausbesuche zum Haareschneiden schließen diesmal viele aus, denn nicht nur bei den Friseuren stehen strenge Kontrollen im Raum. Und wir werden unsere Kontrollen verschärfen. Wir arbeiten da wie immer ganz eng mit der Wiener Polizei zusammen und beginnen heute mit den Kontrollen und werden sehr, sehr viele Kontrollen durchführen. Ich habe auch meine Teams aufgestockt, um möglichst viel abzudecken. Wer gegen die neuen Regelungen verstößt, muss mit einer Strafe von bis zu 500 Euro rechnen. Betriebe und Gastronomen bis 30.000 Euro. Aber vielleicht siegt doch die Vernunft, so wie es die Kinobetreiber hoffen. Bevor es zu einem vollständigen Lockdown kommt, ist es sicher noch die bessere Möglichkeit. Ich persönlich würde mir halt wünschen, dass sich erst möglichst viele Menschen möglichst rasch impfen lassen, auch mit der dritten Impfung. Ein spontaner Besuch im Gasthaus, möglich aber seit heute nur mehr für Geimpfte oder Genesene. Das G für getestet fällt weg. Für die meisten Besucher in der Eisenstädter Fußgängerzone ist diese neue Regelung kein Problem. Es geht nicht anders. Und wenn sich die Leute nicht selber entschließen können, muss man es halt zwingen ein bisschen. Aber es löst man vielleicht nicht mit Ausschließen. Und ich würde mehr Wert aufs Impfen, aufs Testen legen, auch bei den Geimpften. Ich denke schon, ja, dass das ein Anstoß für diese Leute ist. Großteils herrscht also Verständnis für die verschärften Maßnahmen. Unterschiedliche Meinungen hört man von Wirten und Gastronomen. Es ist immer noch besser als der Lockdown, keine Frage. Aber wirklich gut ist es nicht und wir werden sicher wieder Hilfen brauchen. Das ist sicher die bessere Alternative für uns. Also ich glaube, die Leute, der was kommen will, der wird geimpft oder genesen sein. Sonst muss er jetzt ausbleiben. Wir werden sicher streng kontrollieren. Die Befürchtung vieler Gastronomen und auch Hoteliers, deutlich weniger Gäste und Umsatzeinbußen von rund 40%. Ja, 30-40% wird sein, sicher, weil halt
es nicht anzunehmen ist, dass die Gruppe von mehreren Personen sagt, okay, dann lassen wir halt den einen daheim, der nicht ist, oder die zwei, sondern dann gehen es halt irgendwie alle nicht oder treffen sich dann doch privat, nicht? Das kennen wir schon. Es ist eine bessere Alternative zum Lockdown. Es gibt auch Stimmen, die sagen, wenn wir weiter getestet hätten und alle getestet hätten, wäre das auch eine Möglichkeit. Vor allem an den Details müsse noch gearbeitet werden. Hier herrscht oft Unklarheit. Stündlich kommen Anfragen, wie ist es mit diesem Thema, wie ist es mit diesem Thema. Und das muss natürlich auch geklärt werden. Es soll den Betrieben ja Rechtssicherheit gegeben werden. Geimpft oder genesen, auch der Besuch beim Friseur ist seit heute nur mehr mit diesen 2Gs möglich. Für Burgenlands Friseursprecher Dieter Mauser nicht nachvollziehbar. Er sagt, die Friseurbranche hat sich ohnehin noch nicht erholt. Durch die Verschärfungen erwarten wir bis zu 40% Einbußen und auch eine Verschiebung in die Schwarzarbeit. Viele Kunden haben ihre gebuchten Termine bereits abgesagt. Auch Mauser fordert weiterhin staatliche Hilfen wie Umsatzersatz oder einen Fixkostenzuschuss und auch eine Reduzierung der Mehrwertsteuer. Ausgenommen von der 2G-Regel sind Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und auch Pflichtschüler zwischen 13 und 15 Jahren müssen nicht geimpft oder genesen sein. Im Handel sowie in der Bücherei oder in Museen muss ab sofort wieder eine FFP2-Maske getragen werden. Der erste Tag mit 2G bringt in Oberösterreich vor allem eines: Chaos. So hieß es vor einigen Teststationen wie hier in Leonding: bitte warten. Ich habe mir gestern online einen Termin ausgemacht um 11.15 Uhr. Bin vorzeitig hierher gekommen. Die Schlange war ja bis heraußen. Und ja, jetzt habe ich gewartet bis kurz vorm Ziel. Und jetzt heißt es auf einmal um 12.30 Uhr Mittag. Und jetzt heißt es, eine halbe Stunde länger warten. Auf Frechheit, weil dort gibt es ein Schild von Montag bis Sonntag, von 8 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet. Und jetzt heißt es, ja, eine halbe Stunde Pause. Ich mein, ja. Seitens der Gemeinde heißt es, man stelle nur den Standort zur Verfügung. Die Abwicklung erfolge durch eine Firma in Abstimmung mit dem Land Oberösterreich. Hätte man das natürlich vorher gewusst, dass natürlich diese Verordnung kommt, die 2G-Regel kommt, dann hätten wir mit der Gemeinde gesprochen, hätten wir sicher uns ein bisschen was Größeres wieder angeschaut, dass wir zur Verfügung stellen. Das ist das Einzige, was wir momentan zur Verfügung stellen können. Mehr zur Verfügung stellen würde man gerne auch in Forchdorf. Wer hier einen PCR-Gurgeltest möchte, steht vor leeren Regalen. Hier in Forchdorf war der Ansturm auf die PCR-Gurgeltests so groß, dass sie mittlerweile aus sind. Die Mitarbeiter berichten auch von unzähligen Anrufen von Menschen, die einen PCR-Test für die Arbeit benötigen. Die nächste Lieferung wird aber voraussichtlich erst für Mittwoch erwartet. Rund 17.000 Tests wurden nachbestellt. Eine Herausforderung für die Mitarbeiter. Alleine der Ansturm der letzten Tage sei kaum zu bewältigen gewesen, heißt es. Ganz anders bei den körpernahen Dienstleistern. Der Lokalaugenschein bei einem Friseur zeigt, bereits am ersten Tag der 2G-Regel bleiben die Kunden großteils aus. Etwas besser ist da die Situation in einem Forchdorfer Gasthaus. Von Stornierungen oder Fernbleiben der Gäste merke man hier vorerst noch nichts. So im à la carte Bereich hat es jetzt, denke ich nicht, dass wir im großen Veränderungen haben. Was wir schon bemerkt haben, sind die Weihnachtsfeiern, aber das ist eher schon letzte Woche oder vor 14 Tagen schon passiert, wo die großen Weihnachtsfeiern dann doch schon eher abgesagt worden sind bzw. reduziert worden sind. Unsicherheit herrscht auch bei den bisherigen Antigen-Teststraßen. Vom Land gibt es derzeit noch keine Richtlinien, ob diese auf PCR-Tests umgestellt werden oder nicht. Rund 100.000 PCR-Tests werden derzeit pro Woche in Oberösterreich durchgeführt, heißt es vom Krisenstab des Landes. Details zum weiteren Ausbau des Testangebots sollen morgen folgen. 3,55%, um so viel werden die Löhne in der Metallindustrie steigen. Darauf haben sich die Verhandler vergangenes Wochenende geeinigt. Die Gewerkschaften hatten 4,5% gefordert, auf Arbeitgeberseite war man zu Beginn zu 2,3% bereit. Die jetzige Erhöhung liegt über der aktuellen Inflationsrate und das könnte eine wichtige Signalwirkung für die Herbstlohnrunde in anderen Branchen haben, wie Philipp Maywald berichtet. Wir sind sehr zufrieden und wir freuen uns für unsere Kolleginnen und Kollegen, das erreicht zu haben, was wir uns vorgenommen haben. Ein Abschluss deutlich über der derzeit stark steigenden Inflationsrate. Dazu konnte man sich bei den Lohnverhandlungen in der Metallindustrie in der Nacht auf Sonntag einigen. Mit Warnstreiks hatte die Gewerkschaft die Verhandler zuletzt unter Druck gesetzt.
Wir sehen es halt auch als Anerkennung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben sehr, sehr gute und ganz tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und insofern, ja, es ist am oberen Ende, aber ich glaube fair und hoffentlich noch gerade machbar für unsere Unternehmen. Was in der Metallindustrie gerade noch machbar ist, könnte nun als Richtwert für weitere Branchen in der Herbstlohnrunde dienen. Derzeit wird nämlich auch im Handel über höhere Gehälter gestritten. Bisher ohne konkrete Zugeständnisse. Die Gewerkschaft fordert etwa Zuschläge bei Mehr- und Nachtarbeiten sowie bessere Bedingungen für weibliche Beschäftigte. Nachdem sich die Konjunkturaussichten jetzt deutlich verbessert haben, die Erholung im Handel auch deutlich spürbar ist und leider auch die Fraueneinkommen deutlich zurückliegen, braucht es jetzt eine kräftige Gehaltserhöhung. Auf Arbeitgeberseite verweist man auf die wegen der Corona-Pandemie wirtschaftlich nach wie vor ungewisse Lage. Wir können nicht, weil es manchen vielleicht wahrscheinlich ein bisschen besser geht. Man muss auch hier hohe Kosten sehen, die da sind und hier einfach sagen, na gut, die anderen, die jetzt unter Wasser sind, ja, die nehmen wir einfach mit. Kommenden Donnerstag geht es im Handel in die dritte Verhandlungsrunde und dabei um die Löhne von 415.000 Angestellten und 15.000 Lehrlingen. Wichtiges Verhandlungsargument wird auch hier die derzeit hohe Inflationsrate sein. Seit 10 Jahren sind die Preise nicht mehr so stark gestiegen wie im vergangenen Monat. Und im ORF 3 Aktuellstudio begrüße ich jetzt via Skype den Arbeitsmarktexperten Dr. Benjamin Bitschi vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Schönen guten Tag. Guten Tag, grüß Sie. Die Metalle haben sich am Wochenende jetzt also doch geeinigt. Die Arbeitnehmer haben ja 4,5% Lohnerhöhung gefordert. Die Arbeitgeber 2,75% angeboten. Getroffen hat man sich dann bei 3,55%, also doch deutlich mehr als das ursprüngliche Angebot der Arbeitgeber. Was ist denn daraus zu schließen? Ja, daraus ist zu schließen, dass die Arbeitnehmer sich in diesen Verhandlungen, glaube ich, doch ein Stück weit durchsetzen konnten und zumindest jetzt die metalltechnische Industrie für ihre Beschäftigten damit rechnen kann, dass sich doch deutliche Real- und Zuwächse ergeben. Es hat immerhin 5 Runden lang gedauert, Warnstreiks inklusive. Und Fachobmann Christian Knilli hat den Gewerkschaften vorgeworfen, die Verhandlungen heuer sehr populistisch und unsachlich geführt zu haben. Waren die Verhandlungen das? Das kann ich schwer beurteilen von außen. Es waren sicher harte Verhandlungen. Ob man das jetzt populistisch als populistisch bezeichnen möchte, ist eine andere Sache. Aber es war zu erwarten, dass die Verhandlungen deutlich härter sind wie im letzten Jahr, wo man sich krisenbedingt sehr schnell geeinigt hat. Es hat sich aber dann eben gezeigt, dass die Beschäftigten dadurch eben einen doch deutlichen Reallohnverlust eingefahren haben mit diesem Abschluss. Und das war der Hintergrund, vor dem sozusagen relativ harte Verhandlungen geführt worden sind. Das kann man sicher sagen. Traditionell haben ja die Metaller-KV-Verhandlungen Signalwirkung für andere Branchen, zum Beispiel gerade eben den Handel. Da findet die dritte Runde am kommenden Donnerstag statt und es geht dabei um die Gehälter von deutlich mehr Menschen, nämlich um etwa 500.000 Menschen. Was ist denn da jetzt zu erwarten in diesen Verhandlungen? Also prinzipiell stimmt es, zumindest mit älteren Daten lässt sich zeigen, dass dieser Metaller-Abschluss eine gewisse Leitwirkung hat. Und es ist auch generell das Differential zwischen diesen beiden Abschlüssen, wenn man das jetzt über einen 10-Jahres-Zeitraum betrachtet, gar nicht so hoch. Aber man muss schon sagen, dass das in einzelnen Jahren doch zu deutlichen Unterschieden kommt. Und aufgrund der Corona-Situation und der doch sehr heterogenen Situation im Handel wäre es auch nicht verwunderlich, wenn es in diesem Jahr doch auch einen deutlichen Abstand zum Abschluss der Metaller gäbe oder wenn, wie im letzten Jahr, vielleicht vermehrt Elemente im Abschluss im Handel zu finden sind, die auf die betriebliche Situation der einzelnen Betriebe Rücksicht nehmen. Wie lange werden Ihrer Ansicht nach diese Verhandlungen voraussichtlich dauern? Das ist auch sehr schwer zu prognostizieren. Ich glaube, was leichter zu sagen ist, dass es auch dort eben aufgrund der hohen Inflation, wie es im Beitrag angesprochen worden ist, sicher längere und härtere Verhandlungen wie bei der letzten Runde sind. Rechnen Sie auch mit Warnstreiks, wie wir das jetzt bei den Metallern gesehen haben? Das ist auch sehr schwer zu prognostizieren, wird man sehen, wie die Verhandlungen laufen. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Dr. Bitschi. Dankeschön.
Danke für das Interview. Um den, wie es heißt, Ausbau der Werte- und Orientierungskurse geht es jetzt in Statements von Integrationsministerin Raab und Integrationsfondsdirektor Wolf. Und dazu schalten wir jetzt ins Integrationszentrum Wien im 3. Bezirk. So, schönen Vormittag. Vielen Dank fürs Kommen und fürs Interesse. Wir haben seit 2017 das sogenannte Integrationsgesetz. Das heißt, wir unterstützen in Österreich Integration. Wir fördern Integration, aber wir fordern Integration auch ein. Es gibt sogenannte Integrationspflichten. Das heißt, man muss Deutschkurse absolvieren, man muss Integrationsberatungen machen und man muss sogenannte Werte- und Orientierungskurse besuchen. Und diese Integrationspflichten, die werden nun ausgebaut. Wir verdreifachen die Anzahl an Stunden der Werte- und Orientierungskurse. Wir gehen von einem Tag auf nunmehr 3 verpflichtende Tage der Werte- und Orientierungskurse. Wir werden in diesen Kursen auch weitere Schwerpunkte setzen. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass es wichtig ist, die Basis ist Deutsch lernen. Das ist ganz klar. Zum Zweiten natürlich die Arbeitsmarktintegration ganz zentral. Und ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass man sich in die Gesellschaft integriert, unsere Werte kennenlernt und dass man eben Kontakt hat mit Österreicherinnen und Österreicher. Und das funktioniert am besten beim sogenannten Ehrenamt in der freiwilligen Arbeit. Und daher setzen wir auch den Schwerpunkt der Werte- und Orientierungskurse in diesem neuen, längeren, verpflichtenden Format auch im Bereich des Ehrenamts. Wir sprechen mit den Flüchtlingen über die Möglichkeit der freiwilligen Arbeit und es soll dann auch die Möglichkeit geben, Praxistage bei den ehrenamtlichen Organisationen zu absolvieren. Beim Roten Kreuz, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in den Bergregionen, beispielsweise auch bei der Bergrettung. Das ist sozusagen der zentrale Schwerpunkt auch der Ausweitung. Aber eines hat auch die Erfahrung gezeigt. Es ist ganz wichtig, dass wir uns dem Thema der Gleichberechtigung von Mann und Frau widmen. Es ist ganz wichtig, dass wir in all unseren Formaten kommunizieren, dass Frauen in Österreich die gleichen Rechte haben, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen in Österreich arbeiten gehen. Das ist etwas, was in anderen Regionen der Welt nicht selbstverständlich ist. Ich durfte gerade mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch darüber sprechen. Und umso wichtiger ist es, dass wir im Rahmen der Integration auch für die Gleichberechtigung und gegen patriarchale Erkulturen, die über die Migration nach Österreich kommen, ankämpfen und diese thematisieren. Ich möchte gerne auch den ehrenamtlichen Organisationen danken, die mit uns hier kooperieren, von der Freiwilligen Feuerwehr über die Bergrettung, weil es auch wichtig ist, dass hier die Möglichkeit geschaffen wird. Ich möchte allen Organisationen danken, die mit uns auch das Curriculum für diese 3 Tage entwickelt haben, eben vom Roten Kreuz besonders bis hin zur israelitischen Kultusgemeinde. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam hier ein sehr gutes Format geschaffen haben, dass wir gemeinsam hier die Integrationsverpflichtungen, die wir eben mit dem heutigen Tag ausbauen, sinnvoll erweitern. Danke. Danke für Ihre Ausführungen, Herr Direktor Franz Wolf. Sehr geehrte Medienvertreterinnen, sehr geehrte Journalisten, es freut uns, dass wir im nächsten Jahr nun beginnen können, die Wertekurse von 8 auf 24 Stunden zu erhöhen. Die Wertekurse wurden 2015 etabliert, haben seitdem über 75.000 Teilnehmer haben an diesen Kursen teilgenommen. Wir haben dann auch vertiefende Module entwickelt. Seit 2017 haben über 47.000 Teilnehmer an diesen Kursen teilgenommen, also eine beträchtliche Zahl, weit über 100.000 Menschen. Diese Kurse wurden auch immer wieder evaluiert, auch extern evaluiert, unter anderem von Kenan Günger. Wir holen auch das Feedback der Teilnehmerinnen ein, wie es ihnen in diesen Kursen geht. Und natürlich war ein Schluss, dass ein Tag kurz ist für die vielen Inhalte sozusagen, um sich in Österreich zurechtzufinden. Das ist nun anders. Ab Anfang 2022 werden die Kurse eben von einem auf 3 Tage von 8 auf 24 Stunden erhöht mit 3 Schwerpunkttagen. Der erste Tag widmet sich dem Deutschlernen, dem Bildung und dem Arbeitsmarkt. Der zweite Tag wird sich dem kulturellen Zusammenleben und insbesondere auch dem gesellschaftlichen Engagement, dem Ehrenamt widmen. Und der dritte Tag der Verfassung, der Demokratie, dem Rechtsstaat und insbesondere auch der Gleichberechtigung. Ich glaube, dass wir damit ein sehr gutes Angebot schaffen, das die Menschen auch verpflichtend nach Erhalt von Asyl wahrzunehmen haben. Die Kurse finden bekanntermaßen
auf Deutsch statt, werden aber konsekutiv in die Herkunftssprache Arabisch oder Farsi-Dari in den häufigsten Fällen übersetzt. Und ich bin mir sicher, dass wir gut gerüstet sind, um auch die Integration mit den Wert- und Orientierungskursen im nächsten Jahr auf diese Weise gut bewältigen zu können. Danke. Danke für die Ausführungen. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Bitte den Namen des Mediums und dann, wenn Sie die Frage richten. Hallo, mein Name ist Lars. Ich arbeite für den Kurier. Zum einen würde mich interessieren, Sie beide, was sind denn österreichische Werte? Das ist für mich ein Begriff, der subjektiv ist. Und meine zweite Frage wäre, wir haben so einen Kurs gesehen, wie das so abläuft. Die Kursleiterin, das ist natürlich jetzt eine Mutmaßung von mir, liegt aber sehr autotrophen, sehr weit weg von den Lebensrealitäten von den Kursteilnehmern. Wie viele Menschen, wie viele Kursteilnehmer in diesem Programm werden oder haben tatsächlich auch Flucht- oder Migrationshintergrund? Also zum einen, wir haben in einem großen Prozess definiert, was wir den Menschen, die in unsere Wertekurse kommen sollen und müssen, auch beibringen wollen. Und natürlich fußt, was sind unsere Werte, auf unseren Prinzipien innerhalb der Bundesverfassung. Also das ist nicht irgendwas, was an den Haaren herbeigezogen ist, sondern geht es um Werte, die in unserem Rechtssystem, in unserer Verfassung auch festgeschrieben sind. Insbesondere beispielsweise das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, dass wir uns alle an die Gesetze halten, was es bedeutet, in Österreich mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Auch das merke ich immer wieder in Wertekursen, dass das nicht selbstverständlich ist, weil in anderen Ländern der Welt einfach die Polizei nicht jenes Organ ist, das einem immer hilft. Daher ist es wichtig, hier Vertrauen in unsere staatlichen Institutionen zu schaffen. Dann ganz zentral natürlich, was bedeutet Gleichberechtigung? Ja, auch das ist etwas, was man mit Leben erfüllen muss. Und natürlich wichtig ist, dass wir über die Werte sprechen, in Verfassung sind, aber wir machen es natürlich greifbar. Wenn wir sprechen nicht abstrakt über Gleichberechtigung, sondern wir gehen natürlich ganz konkret mit den Flüchtlingen in die Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Arbeitsmarkt, dass Mädchen bei uns genauso in die Schule gehen, den Schwimmunterricht in den Schulen besuchen, dass Frauen arbeiten gehen, dass Frauen auch in Führungsfunktionen sind. All das besprechen wir mit den Flüchtlingen. Das Curriculum ist natürlich und die Inhalte sind immer auch gern auch für Sie vielleicht von Interesse, ist gemeinsam mit dem Expertenrat für Integration damals auch ausgearbeitet worden. Und zu Ihrer zweiten Frage. Ich bin davon überzeugt, dass das Format, wie wir das machen, sehr gut ist. Wir haben Trainerinnen und Trainer und selbstverständlich, das ist auch gut so, sind das jene Menschen, die in Österreich leben. Das sind jene Österreicherinnen und Österreicher, die eben auch diese Werte transportieren, die eben wissen, was in Österreich wichtig ist. Aber wir haben auch eben Dolmetscherinnen und Dolmetscher dabei, die natürlich auch kultursensibel arbeiten und so ist das immer ein gutes Team. Und ich glaube, das Feedback gibt uns auch recht. Es ist etwas, was wir auch auf Augenhöhe machen, aber eines ist mir schon wichtig. Es ist ganz klar, dass man diese Kurse auch machen muss bei sonstiger Kürzung von Sozialleistungen. Das sind Integrationspflichten. Wir fördern die Integration, wir stellen als Staat das gesamte Angebot zur Verfügung, aber man muss das auch wahrnehmen. Ansonsten, wie gesagt, kommt es zur Kürzung von Sozialleistungen. Und der Direktor Wolf kann sicherlich auch etwas zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im österreichischen Integrationsfonds sagen. Hier freut es mich immer besonders, wenn mir erzählt wird, dass wir einen sehr hohen Frauenanteil haben, auch in Führungsfunktionen und natürlich auch einen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die hier sind. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass ein Unternehmen, egal welche Art, welche Rechtsform, einfach auch hier divers aufgestellt ist in alle Richtungen. Das ist auch immer ein Garant für die Produktivität des Unternehmens. Und an dieser Stelle steigen wir aus der Pressekonferenz aus. Peter Fritz, Politikexperte des ORF, nach wie vor bei uns im ORF3 Aktuellstudio. Schön, dass du heute bei uns bist. Immer gerne. Ja, wir haben jetzt einiges über Werte- und Orientierungskurse gehört. An wen richten sich diese Kurse denn genau?
Das Angebot ist verpflichtend für alle, die in Österreich einen Asylstatus bekommen und, ich habe gerade nachgeschaut, auch für Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie eine asylrechtliche Anerkennung bekommen, stehen diese Kurse zur Verfügung. Sie sind aber Pflicht für alle, die Asylstatus zuerkannt bekommen, mit der Absicht, dass man eben Menschen, die dieses Asyl hier bekommen, dann auch an die österreichische Gesellschaft heranführt und dass man ihnen zeigt, wie es hier so zugeht. Man hat ja früher an den Schulen Staatsbürgerkunde unterrichtet, nennt das jetzt politische Bildung. Ein bisschen was von dem steckt auch in diesen Kursen hier drin, dass man eben parallel zur Sprachausbildung auch etwas über die Gesellschaft lernt und etwas darüber lernt, wie es in Österreich zugeht. Ein bisschen ja, patriarchalisch, matriarchalisch hat mir die Ministerin da geklungen, indem sie so ein bisschen so getan hat, als wüsste jemand, der hierher kommt, gar nichts von dem, wie es hier so läuft und würde wirklich nur das von zu Hause Mitgebrachte im Kopf haben. Ganz so wird es nicht sein, aber es wird sicher manche geben, die mit ganz anderen Gesellschaftsbildern hierher kommen und die wird dann der Wertekurs vielleicht auch nicht zur Gänze abbauen können. Nun soll dieses Angebot deutlich ausgebaut werden. Wir haben gehört, eine Verdreifachung ist geplant. Was kann denn das bringen? Die Hoffnung ist natürlich dabei, dass man Menschen verstärkt und schneller in die österreichische Gesellschaft integriert. Jetzt momentan bei der Lage auf dem Arbeitsmarkt ist es ja auch ein Thema, dass man Menschen möglichst schnell in die Lage versetzt, auch hier in Österreich mit anzupacken und dann auch nicht mehr das Sozialsystem zu belasten. Und natürlich auch ein Punkt, der immer mitschwingt, ist die gewisse Sorge, dass es viel radikalere, extremere Tendenzen geben könnte, dass man diesen Tendenzen dann vielleicht doch ein bisschen früher auf die Spur kommt und dass man Menschen, die möglicherweise da tatsächlich eine Gefahr darstellen könnten, dass man die vielleicht dann auch etwas näher unter Beobachtung nehmen kann. Das hat jetzt niemand der Beteiligten so gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch das dahinter steckt, dass man sich manche Leute dann vielleicht noch ein bisschen genauer anschaut. Und es geht eben auch um die Vermittlung von Werten. Und wir haben gehört, Gleichberechtigung soll in diesen Kursen eine ganz besondere Rolle spielen. Warum denn? Es geht vor allem darum, dass man Menschen diese Werte näher bringt, die aus anderen Gesellschaften kommen, in denen es eben ganz anders aussieht. Was hier man ja sehr oft sieht, ist bei Migration, beim Thema Migration und Flüchtlinge, dass zuerst junge Männer vorausgeschickt werden und dass man sagt, junge Männer, versucht euch dort irgendwie zu etablieren, versucht dort etwas zu machen und versucht dann vielleicht die Familien nachzuholen und versucht die Schwestern, die Frauen und so weiter nachzuholen. Und ein bisschen steckt da dieses Bild drinnen von dem, dass eben der Mann die Verantwortung trägt, auch für die Zukunft der Familie und dass die Frauen dem dann zu folgen haben in irgendeiner Hinsicht. Und ja, der Wertekurs soll eben dazu dienen, auch jetzt dieses Bild ein bisschen aufzubrechen, auch in der Hinsicht, dass man auch die Frauen dann stärker auch in Richtung Berufstätigkeit motiviert. Dass man sagt, also auch wenn der Mann jetzt vorausgegangen ist, auch wenn der Mann jetzt vielleicht sich glücklich integriert hat und einen Beruf hat, wäre es vielleicht für die Frau auch ein Weg, sich einen Beruf zu suchen und einen Beruf auszuüben. Und all das soll in diesen Kursen vermittelt werden. Vielen Dank für deine Analyse, Peter Fritz, und den Besuch heute bei uns im Österreich Aktuell Studio. Seit Monaten steigt die Zahl der Migranten, die von Belarus aus versuchen, über die Grenze nach Polen oder Litauen zu kommen, um in der EU um Asyl anzusuchen. Kein Zufall, Diktator Lukaschenko lässt organisiert Migranten aus dem Nahen Osten nach Minsk fliegen. Er will so Druck auf die EU machen, die nach den gefälschten Präsidentenwahlen Sanktionen gegen Belarus verhängt hat. Polen hat seine Grenze mit tausenden Soldaten abgeriegelt und drängt die Migranten zurück. Und so sitzen derzeit hunderte Menschen im Grenzgebiet fest. Auch die Eltern eines jungen Syrers, der seit 2010 in Österreich lebt, wie Verena Gleitzmann berichtet. 12 Jahre hat der 33-jährige Syrer Said auf diesen Moment gewartet. Ein Wiedersehen mit seinen Eltern. Seit fast 3 Wochen stecken sie in den Wäldern zwischen Belarus und Polen fest. Nun haben lokale Helfer zumindest seine Mutter gefunden in diesem Krankenhaus. Ein paar Minuten durfte er sie nun sehen. Sein Gesicht möchte er lieber nicht zeigen. Gott sei Dank, sie ist gesund. Aber mein Papa ist irgendwo im Wald wahrscheinlich. Also wir wissen auch noch nicht. Er ist
wahrscheinlich alleine irgendwo. So wie Saids Eltern irren derzeit unzählige Menschen durch die Wälder zwischen Polen und Belarus, kommen weder vor noch zurück, sind gefangen im Niemandsland. Denn in Polen bewachen zehntausende Soldaten die Grenze und drängen sie zurück. Gleichzeitig verhindert auch Belarus ihre Rückkehr und schickt immer mehr Menschen nach. Was wirklich in den Wäldern zwischen Polen und Belarus passiert, das weiß niemand so genau, denn die polnische Regierung lässt kaum jemanden in das Grenzgebiet vor, weder Journalisten noch humanitäre Organisationen. Doch die berichten, dass Hunderte versuchen, hier in den Wäldern nach Europa zu gelangen und viele von ihnen werden wieder zurückgeschickt. Auch Saids Eltern wurden schon dreimal in die Wildnis zurückgebracht. Ein polnisches Gesetz macht es möglich. Für die grüne Abgeordnete und gebürtige Polin Eva Ernst-Cicic, die derzeit persönlich vor Ort ist, ein europäischer Skandal. Dass die Leute trotzdem kommen werden, das ist ja natürlich klar. Das heißt, es ist jetzt im Moment nur eine Abschreckung, eine Abschirmung und ein Wegsehen. Und zwar im großen Rahmen und in ganz Europa. Eine Situation, die zunehmend eskaliert. Im Nordosten des Landes versuchen heute hunderte Migranten, den Grenzzaun zu stürmen. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen. Die polnische Regierung bringt weitere Soldaten in Stellung. Umso schneller will Said seine Eltern in Sicherheit wissen. Doch nach stundenlangem Warten vor dem Krankenhaus wird klar, seine Mutter wurde wieder weggebracht. Nur wohin? Das kann auch die grüne Abgeordnete mit ihrem Diplomatenpass nicht herausfinden. Bis in die Nacht klappern sie die Polizeistationen ab. Vergeblich. Wir haben es heute den ganzen Tag nicht geschafft, eine Bewilligung zu bekommen, obwohl der Sohn da ist, obwohl ich allen sage, ich versuche sozusagen ihr nur einen Anwalt zur Seite zu stellen. Ich bin extra aus Wien gekommen, um dieser Frau auch zu helfen. Mein Diplomatenpass ist hier Klopapier. Die Mutter sei nun in einem Erstaufnahmezentrum, heißt es hier. Doch das hat Said schon öfter gehört. Die verstecken alles, die sagen uns gar nichts. Also deswegen, ich habe die Sorge, dass sie ist wieder zur Grenze. Und so hat Said seine Eltern auch diesmal aus den Augen verloren. Doch er wird weitersuchen, sagt er, in der Hoffnung, sie zu finden, bevor es Winter wird. Zur Situation an der polnisch-belarussischen Grenze war gestern Migrationsforscher Gerald Knaus zu Gast in der ZIP 2 bei Armin Wolf. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert ja schärfere Sanktionen gegen Belarus und Machthaber Lukaschenko, damit Lukaschenko mit seiner Erpressung aufhört. Zu Beginn wurde Knaus gefragt, ob es mit schärferen Sanktionen funktionieren kann. Also es ist zumindest das richtige Signal, denn eine der Hoffnungen von Präsident Lukaschenko ist es ja, durch Druck auf die EU, diese dazu zu bewegen, die mit Recht aufgrund seiner Menschenrechtsverletzungen gegen die eigenen Bürger in Belarus verhängten Sanktionen vielleicht wieder zurückzunehmen. Die EU muss klar machen, das wird nicht passieren. Aber ich fürchte, dass es auch andere Motivationen gibt, mit diesen Menschen, die ins Land gelockt werden, Druck auf die EU auszuüben, die EU zu schwächen, sie als heuchlerisch darzustellen, weil sie selbst Menschenrechte bricht. Also es wird nicht genügen mit Sanktionen, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die EU-Kommission bietet ja auch der polnischen Regierung seit Wochen Unterstützung an der Grenze an. Allerdings müsste die polnische Regierung das anfordern in Brüssel und sie tut das nicht. Warum nicht? Ja, das ist tatsächlich beunruhigend und zeigt auch eines der großen Probleme der europäischen Politik. Man hat Institutionen geschaffen, wie etwa Frontex, die Europäische Grenzschutzagentur mit Sitz in Warschau, also in Polen. Deren Budget ist gewachsen auf über 500 Millionen Euro im Jahr. Und jetzt haben wir eine Krise in Polen an der Außengrenze der EU. Und Polen will kein Frontex in der Nähe haben. Auch Hilfsorganisationen der UNHCR, humanitäre Organisationen werden ferngehalten und das lässt befürchten, was wir auch aus Berichten von einigen wissen, die durchgekommen sind, dass hier systematisch von den Grenzschützern und Soldaten EU-Recht gebrochen wird und dass man niemanden dabei haben will, der das vielleicht bemerkt und darüber berichtet. Aber wie kann die EU jetzt reagieren? Lukaschenko hat nach Medienberichten die Zahl der Flüge aus dem Nahen Osten in den letzten Monaten verdoppeln lassen. Tausende Menschen stehen an der EU-Grenze und müssen jetzt im Wald übernachten, wollen Asyl. Es werden täglich mehr. Polen will jetzt eine Mauer bauen, aber wird das Problem lösen? Oder wie kann die EU realistisch reagieren? Also zunächst einmal wäre es fatal, in eine falsche Panik zu verfallen. In Deutschland, das Hauptzielland, sind in diesem Jahr bis jetzt
weniger Menschen über Belarus angekommen als im Herbst 2015 an einem einzigen Tag. Also kein Vergleich zur Krise 2015. Und auch die polnischen Autoritäten reden von ein paar tausend Menschen, die im Wald sitzen. Das ist eine humanitäre Katastrophe, aber es wäre eine Zahl, mit der man noch umgehen könnte. Ich glaube, drei Dinge sind wichtig. Erstens, klare Botschaft an Lukaschenko, die Sanktionen, man lässt sich nicht einschüchtern. Zweitens, dass die Europäische Union nicht in die Falle tappt, einen Wettbewerb der Brutalität gewinnen zu wollen. Also mehr Abschreckung, mehr Gewalt gegen Menschen, die ja Lukaschenko seinerseits nicht mehr zurückweichen lässt. Denn dann gibt es Tote und dann tappt die Europäische Union nicht nur in eine Falle, die er ihr stellt, sondern verrät ihre Werte. Aber das Dritte ist, man muss gleichzeitig ein Signal senden, nicht nur an das Regime, sondern auch an Menschen, nicht sich nach Minsk locken zu lassen. Und da wäre es möglich, Partner zu finden, Demokratien in Osteuropa wie die Ukraine, Moldau, Georgien, und mit denen einen Anti-Erpressungspakt zu schließen. Also die Europäische Union hilft diesen Ländern mit viel mehr Hilfe gegen Druck aus Moskau. Und diese Länder könnten der Europäischen Union anbieten, ab einem Stichtag Menschen, die in Polen ankommen, aufzunehmen, dass dann dort Asylverfahren stattfinden, um klarzumachen, die Europäische Union lässt Menschen nicht im Winter frieren. Aber wer sich nach Belarus begibt, landet auch nicht automatisch in Deutschland. Es ist wichtig zu zeigen, dass humane Kontrolle möglich ist, ohne die Menschenwürde dieser Menschen zu verletzen. Und dazu sind Partner notwendig. Ganz kurz noch, warum sollte ein Land wie die Ukraine darauf eingehen, dass ein Land mit gewaltigen wirtschaftlichen Problemen schon so mit einem Krieg in seiner Ostregion mit Russland, einem Land, das Lukaschenko unterstützt, warum sollte die Ukraine der EU ein Problem mit Lukaschenko abnehmen? Weil es ein gemeinsames Problem ist. Wenn die Europäische Union sich hier schwacher weist, wenn womöglich die Stimmen laut werden, die sagen, verhandeln wir doch mit Lukaschenko. Wenn Wladimir Putin sieht, wie leicht die Europäische Union sich aus dem Konzept bringen lässt, wenn nur ein paar tausend Menschen an der Grenze auftauchen, dann schwächt das auch die Ukraine. Dazu kommt, dass die Europäische Union der Ukraine natürlich auch etwas anbieten muss. Die Türkei hat im März 2016 angeboten, Leute zurückzunehmen, obwohl sie 3 Millionen Flüchtlinge im Land hatte, weil es für sie sinnvoll war, weil man ihr etwas angeboten hat. Das wäre die einzige Antwort auf Ihre Frage. Es muss für die Ukraine oder andere Länder sinnvoll und in deren Interesse sein. Dazu kommt, dass die Ukraine den Amerikanern auch angeboten hat und auch Leute aus Afghanistan aufgenommen hat vor einigen Monaten. Es ist also nicht undenkbar. Und das Ziel ist ja nicht, dass die Ukraine sehr viele Flüchtlinge aufnimmt, sondern dass die Europäische Union gemeinsam mit Verbündeten zeigt, man hat eine Antwort auf Lukaschenko, die nicht in Unmenschlichkeit besteht. Soweit das gestrige Zeit im Bild 2 Interview. In Peking gibt es in den nächsten Tagen eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft der Kommunistischen Partei und damit auch für das gesamte Land. Das mächtige Zentralkomitee tagt. Und dabei werden die Mitglieder auf eine dritte Amtszeit von Xi Jinping vorbereitet. Damit wird Xi Jinping auf dieselbe Stufe wie Mao Zedong gestellt, der bis zu seinem Tod das Schicksal Chinas bestimmt hat. Josef Dollinger berichtet. Es ist kalt geworden in Peking. Keine Spur von heißen Personaldiskussionen in der Kommunistischen Partei. Zumindest an der Spitze der Partei soll der derzeitige Zustand eingefroren werden. Die Genossen werden auf eine dritte Amtszeit Xi Jinpings eingestimmt. Normalerweise müsste am Parteitag in einem Jahr die Wachablöse vollzogen werden. Aber Xi Jinping gilt mittlerweile als unersetzbar. Und eine historische Resolution der Parteielite soll das jetzt schriftlich bestätigen. Xi Jinping will sich vergewissern, dass die gesamte Partei hinter ihm steht. Die Genossen sollen ihn aus Überzeugung zur dritten Amtszeit wählen und nicht aus Gehorsam. Und diese Überzeugung soll ihnen bis zum Parteitag nächsten Jahres eingetrichtert werden. Kritik wird nicht mehr geduldet. Wer in der Partei beim Personenkult um Xi Jinping nicht mitmacht, wird kaltgestellt. Damit legen Partei und Staat neuerlich ihr Schicksal in die Hände eines Mannes. Die Geschichte scheint sich also zu wiederholen. Facebook schwächt die Demokratie und ist gefährlich für unsere Kinder. So lautet der Befund einer Person, die den Internetriesen von innen kennt. Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen. In den USA ist sie mit ihren Enthüllungen auf viel Gehör gestoßen. Haugen ist derzeit auf Europatour und war jetzt Gast im Europaparlament. Aus Brüssel berichtet Raffaela Scheidreiter.
Das Interesse an ihr ist groß und darauf legt es die 37-Jährige auch an. Frances Haugen packt über ihren früheren Arbeitgeber aus. Mit schweren Vorwürfen im Gepäck tourt sie zurzeit durch Europa. Ich spreche vor Ihnen, weil ich überzeugt bin, dass Facebook unseren Kindern schadet, die Gesellschaft spaltet und die Demokratie schwächt. Die Geschäftsführung weiß, wie sie Facebook oder Instagram sicherer machen könnte. Sie tut es aber nicht aus Profitgier. Facebook unternehme bewusst nichts gegen Hassmeldungen und dulde auch Falschinformationen, etwa über Covid-19, klagt Haugen. Denn je extremer ein Inhalt, desto öfter werde er geklickt und das bringe Werbeeinnahmen. Der Auftritt der Ex-Facebook-Mitarbeiterin nicht zufällig. Die EU arbeitet gerade an Regeln, um Online-Plattformen wie Facebook stärker an die Kandare zu nehmen. Deshalb sind Einblicke in Betriebsgeheimnisse in Brüssel höchst willkommen. Geplant sind EU-Gesetze, um Plattformen zu zwingen, ihr Innenleben offenzulegen. You can create a game changer for the world. Es seien Gesetze, die zum globalen Vorbild werden könnten, urteilt Haugen. Ob sie selbst zum Vorbild wird, ihre Auftritte polarisieren. Kritiker hinterfragen, ob es ihr tatsächlich um die Sache geht oder um den Ruhm. Und wenig überraschend geht ihr früherer Chef Mark Zuckerberg auf Distanz und weist Vorwürfe gegen Facebook als falsch zurück. »7.712 Corona-Neuinfektionen hat es in Österreich in den vergangenen 24 Stunden gegeben. Das sind die aktuellen Zahlen. Gut 3 Millionen Menschen sind in Österreich aktuell ungeimpft. In der besonders gefährdeten Altersgruppe 65+ sind es 218.000 Menschen ohne Impfschutz. Gleichzeitig sind aber die Älteren jene, die sich vermehrt schon den dritten Stich geholt haben. 40% etwa jener Menschen über 85 Jahre.« Und durch die straffe 2G-Regel steigt jetzt das Impftempo wieder. Zuletzt waren es 10.000 Impfungen pro Tag. Als Gedankenspiel kann man ausrechnen, dass es bis Anfang März dauern würde, bis wir eine Impfquote von 80% haben. Vorerst schaut aber alles auf die neue 2G-Regel und ihre Kontrolle. Das Dorfwirtshaus in Siegendorf im Burgenland ist nur eines von vielen Beispielen. Hier gilt ab heute, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss leider draußen bleiben. Die Verschärfungen nehme man hier lieber in Kauf als einen Lockdown. Jetzt haben wir wieder gute Verkaufszahlen gehabt, es ist wieder raufgegangen. Die letzten 14 Tage ist wieder ein bisschen runtergegangen aufgrund der Covid-Zahlen, die was raufgegangen sind. Aber auch diese Regelung mit den 2G ist besser für uns, wie wenn es nur mit zusperren. Dass zugesperrt wird, will auch hier niemand. In Innsbruck hat man für die strengen 2G-Regeln durchaus Verständnis. Ich habe nicht wirklich Lust, dass nochmal ein Lockdown kommt, dass es nochmal so eskaliert, wie es schon mal war. Und deshalb finde ich das sehr nachvollziehbar. Grundsätzlich muss man alles tun, damit endlich mal diese Pandemie vorbeigeht. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich finde es ganz gut, dass jetzt einmal klare Regeln draußen sind für die Wintersaison. Klare Regeln, die nun auch streng kontrolliert werden. Das Innenministerium kündigt heute Schwerpunktaktionen an. In jenen Bereichen, zu denen nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt haben, wird die Polizei die Impf- und Genesungszertifikate kontrollieren. Wir werden den Kontrolldruck in den nächsten Tagen deutlich erhöhen. Grob umrissen heißt das, wir haben neben den insgesamt 4.000 Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst 800 Polizistinnen und Polizisten, die speziell gemeinsam mit der Bereitschaftseinheit hier in die Kontrolltätigkeit der 2G-Regelumsetzung einsteigen werden. Personen, die gegen die Regelungen verstoßen, müssen mit einer Geldstrafe bis 500 € rechnen. Strafrechtliche Konsequenzen drohen jenen, die Impfnachweise oder den grünen Pass fälschen. Seit März wurden laut Innenministerium etwa 500 gefälschte Zertifikate sichergestellt. Den angekündigten schärferen Kontrollen der 2G-Regel war gestern der oberste Polizist Österreichs, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, zu Gast in der ZIP 2 bei Armin Wolf. Zu Beginn wird Ruf gefragt, wie hoch die Polizei den Kontrolldruck steigern wird.
Wir werden es deutlich steigern. So wie die Zahlen der Infektion steigen, müssen wir jetzt auch den Kontrolldruck erhöhen. Aus diesem Grund haben wir gestern schon die Landespolizeidirektionen angewiesen, gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden Maßnahmen vorzubereiten und Schwerpunktkontrollen zu planen. Und solche Schwerpunktkontrollen werden ab heute stattfinden, ganz sicher auch in Wien. Ich war ehrlich gesagt ein wenig überrascht von dieser Ankündigung heute, weil genau dieselbe Pressekonferenz haben der Innenminister und Sie schon am 22. September gegeben. Und damals haben Sie angekündigt, ich zitiere, es wird ab sofort nachhaltig kontrolliert. Der Erlass für eine Aktion scharf sei bereits bei den Landespolizeidirektionen. Offenbar ist dann aber wenig passiert, wenn Sie jetzt den Kontrolldruck erhöhen müssen. Bei dieser Pressekonferenz haben wir die Kontrollen der Zertifikate angesprochen. Es hat sich gezeigt bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen, dass OK-Strukturen diese nützen, Fälschungen anbieten und dergleichen. Und hier haben wir in dieser Phase den Schwerpunkt gesetzt. Okay, aber wie viele Kontrollen wollen Sie jetzt kommen am Tag? Deutlich höher. Das ist unser Ziel. Aus diesem Grund haben wir einen deutlichen Anteil des Personals, zumindest 20%, im Einsatz für die Bekämpfung dieser Pandemie. Kontrolliert die Polizei nur in der Gastronomie oder auch beim Friseur, im Nagelstudio, im Kino, im Fitnesscenter? Es wird breit kontrolliert, aber es wird Schwerpunktkontrollen geben, dort wo wir einen starken Verdacht haben, dass Übertretungen stattfinden, dort wird zuerst kontrolliert werden. Also tendenziell eher in der Gastronomie, danach auch Gastronomie. Dort wird, aber auch in den anderen Bereichen. Mhm. Wie ist das eigentlich am Arbeitsplatz, wo ja seit letzter Woche 3G gilt, kontrollieren Sie in den Betrieben auch? Das ist nicht unser Ziel. Wir sind im öffentlichen Bereich tätig und dort werden wir die Kontrollen vornehmen. Aber wer kontrolliert dann eigentlich in den Betrieben? Das ist nicht unsere Aufgabe. In diesem Bereich sind nicht wir zuständig. Wir unterstützen die Gesundheitsbehörden. Wir sind für den öffentlichen Bereich zuständig. Aber gut, für ein Kino sind Sie ja an sich auch nicht unmittelbar zuständig oder für ein Lokal. Dort haben wir eine Veranstaltung zum Beispiel oder sind ähnliche Gesetzesnormen anzuwenden und hier ist schon ein öffentlicher Charakter gegeben. Genau in diesem Bereich machen wir die Kontrollen. Aber es gibt über 3 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Österreich, für die seit letzter Woche 3G gilt. Die Betriebe sollen das stichprobenweise kontrollieren. Die haben möglicherweise weder das Personal noch die Kompetenz dafür. Kontrolliert das dann irgendwer? Die Betriebe müssen genauso Kontrollen vornehmen, so wie wir als Polizei unseren öffentlichen Bereich abdecken müssen. Das ist mit Herausforderungen verbunden. Wir bieten dazu auch eine Hilfe an. Diese Green Check App erleichtert die Kontrollen und es ist gut, wenn man diese zur Anwendung bringt. Das macht die Polizei jetzt bei ihren Kontrollen. Das heißt, also sie scannen diese QR-Codes und überprüfen auch die Personalausweise, ob das zusammenstimmt. Jetzt jeder, der in den letzten Monaten irgendwo in der Gastronomie war, wo das eigentlich ja auch kontrolliert werden müsste, weiß, dass die Kontrollen im Normalfall darin bestehen, dass jemand kurz aufs Handy schaut, gescannt wird da praktisch nirgendwo. Warum wird da nicht überall gescannt? Auch ich habe Kontrollen, wenn ich ein Gasthaus besuche, vornehmen lassen müssen. Und das ist schon genau, so ist meine Erfahrung nachgeschaut worden. Es ist natürlich in andere Lokale als ich offenbar. Aber meine Erfahrung ist, dass schon auch kontrolliert wird. Und aber gescannt? Auch natürlich. Ausweis kontrolliert? Auch. Im Lokal? Ja, natürlich. Tatsächlich? Auch bei mir. Der Polizeiausweis ist sogar umgedreht worden. Okay, Sie gehen in der Uniform ins Lokal offenbar. Mit dem Namen übereinstimmt. Okay, aber möglicherweise gehen Sie in der Uniform ins Lokal. Also ich kenne kaum jemanden. Es wird auch andere Kontrollen geben, aber es geht darum, ein hohes Maß an Qualität sicherzustellen. Aus diesem Grund wollen wir das anbieten. Und es sollen auch die Privaten und auch die Angestellten dort diese Kontrollen so auf diese Art und Weise wie die Polizeibediensteten vornehmen. Aber verpflichtet werden Sie dazu nicht? Nein, sind nicht verpflichtet, es wird angeboten und es für alle Beteiligten ist eines damit gegeben, es funktioniert sehr gut, es läuft sehr schnell ab und es ist auch sicher. Gibt es bei der Kontrolle durch die Polizei eigentlich gleich ein Strafmandat, wenn man kein Impfzertifikat hat oder wird man mal nur verwarnt? Jetzt ist es so, dass wir natürlich auch aufklärend tätig sein werden. Das ist immer noch ein wichtiger Grundsatz für die Polizei. Aber die derzeitige Phase der Pandemie erfordert auch, dass wir, wenn Verstöße festgestellt werden, Anzeigen erstatten und dass wir hier konsequent sind. Also beides wird es geben. Es wird das erklärende Gespräch geben, aber es wird auch Anzeigen geben. Ist der Eindruck ganz falsch, dass die Polizei am Beginn der Pandemie ein paar Wochen lang extrem streng war und zum Teil Jugendliche, die zu zweit im Park spazieren waren, abgemahnt hat und Menschen bestraft hat, die alleine auf einer Bank Bücher gelesen haben? Und jetzt ist es eigentlich eher lasch? Es war eine Herausforderung, eine Organisation wie die Polizei ist, für solche Kontrollen einzusetzen. Das ist nicht alltäglich und wir sind im Angehalten, verhältnismäßig einzuschreiten. Das dürfte in der Anfangsphase nicht immer gelungen sein. Wir haben nachgeschärft und dann haben die Kontrollen wirklich gut funktioniert und sie sind auch breit angenommen worden. Jetzt kommt dann bald die Weihnachtszeit, viele Weihnachtspartys. Wenn sich jetzt mit 2G größere Veranstaltungen und Feste in den privaten
Bereich verlegen. Und Sie aber sagen, Sie kontrollieren nur im öffentlichen Bereich. Was hilft dann das alles? Wir sind für einen Teil zuständig, aber nicht für alles. Dort helfen wir gerne. Die grundsätzliche Zuständigkeit liegt bei den Gesundheitsbehörden. Aber die Gesundheitsbehörden können jetzt auch schwer kontrollieren, ob es irgendwo eine Weihnachtsparty in einer Wohnung oder in einem Haus gibt mit 30 Leuten. Wir als Polizei haben trotzdem eine ganz genaue Mitwirkung und es ist rechtlich ganz genau normiert, wo wir zuständig sind. Und an das halten wir uns. Sie haben es schon angesprochen, im Internet wurden in den letzten Monaten massenhaft gefälschte Impfzertifikate angeboten, auch gefälschte Tests. Wird das jetzt mit der 2G-Regel nicht noch dramatisch steigen? Also die 500, die Sie bis jetzt gefunden haben, ist ja nichts. Könnte durchaus sein, dass diese Zahl ansteigt. Mit dem rechnen wir auch. Aus diesem Grund haben wir beim Bundeskriminalamt eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet, die gerade im OK-Bereich ermittelt. Und Sie wissen, OK-Fälle werden oft erst am Ende aufgedeckt. Aber es hat sich schon gezeigt, dass wir zum Beispiel vor kurzem beim Einbrecher, bei einer Hausdurchsuchung, 10 solche gefälschte Zertifikate sichergestellt haben. Es wird genau hingesehen, auch wenn andere Delikte bearbeitet werden. OK heißt organisierte Kriminalität. Ja. Wenn jemand mit einem gefälschten Zertifikat erwischt wird, da gibt es dann aber mehr als nur Aufklärung. Da gibt es sofort eine Strafe. Selbstverständlich, es ist ein Strafrechtsdelikt, kein Kavaliersdelikt. Gibt es da sofort eine Anzeige? Ja, es wird sofort strafrechtlich ermittelt, das erfordert das Offizialprinzip. Jetzt sieht der Stufenplan der Regierung ja ab 600 belegten Intensivbetten einen Lockdown für Nichtgeimpfte vor. Diese 600 Intensivbetten könnten, wenn es so weitergeht, in 2-3 Wochen schon erreicht sein. Aber niemand kann sich vorstellen, wie sie einen Lockdown für Ungeimpfte kontrollieren wollen. Weil zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen dürfen ja die Ungeimpften dann auch gehen. Wie soll das konkret gehen? Das würde sicher eine große Herausforderung sein. Wir haben einen eigenen Lagestab im Innenministerium eingerichtet, wo wir ständig die Entwicklungen beobachten und wo wir uns auf neue Szenarien vorbereiten. Wir hoffen, dass dieses Szenario noch weiter weg ist, aber wir bereiten uns schon vor. Naja, wenn man die simple Mathematik anschaut, ist es nicht mehr weit weg. Also, das könnte so sein. Jetzt wird sich die Regierung ja was überlegt haben, wie sie diesen Stufenplan erfunden hat. Wie kontrollieren Sie das? Wir als Polizei werden uns wieder mit den Gesundheitsbehörden abstimmen. Wir werden unsere breiten Erfahrungen, wir kontrollieren seit 2 Jahren, mit einfließen lassen. Wir werden dann die Regelungen bekannt geben, wenn sie wirklich gesetzlich in Kraft treten. Also ich verstehe Sie richtig, Sie wissen es noch nicht, wie Sie es kontrollieren. Doch, wir sind in Planung für alle möglichen Szenarien. Wir müssen nur jetzt die jetzt Beschlossenen abdecken, blicken natürlich auch nach vorne. Weil die Polizeigewerkschaft hat Ihnen schon ausgerichtet, dass Polizisten für Covid-Planquadrate nicht zur Verfügung stehen werden. Solche Kontrollen seien unmöglich. Unmöglich sicherlich nicht. Wir haben eine gesetzliche Verpflichtung. Wir als Polizei sind für den Schutz und für die Sicherheit der Menschen da. Wir wollen auch unseren Beitrag leisten. Es ist herausfordernd für uns, auch für unser Personal. Aber auch die Betriebe und die Angestellten, die das kontrollieren müssen, auch für die ist es eine Herausforderung. Wir müssen alle zusammenstehen. Wir dürfen uns nicht wegducken und müssen diese Herausforderung annehmen, so wie sie ist. Sagt Franz Ruf in der Zeit im Bild 2. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen jetzt ins Gasthaus körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder zu Kulturevents. Die österreichische Regierung reagiert damit auf die explodierenden Corona-Infektionszahlen, die zum allergrößten Teil Ungeimpfte betreffen. Die Intensivstationen füllen sich, längst müssen Operationen wieder verschoben werden. Auch im europäischen Vergleich steht Österreich schlecht da, was die Infektionszahlen und die Impfquote betrifft. Das soll sich mit 2G jetzt ändern. Schlusslicht beim Impfen ist aber nach wie vor Oberösterreich. Besser steht das Burgenland da, wo eine Impflotterie die Menschen angelockt hat. Eva Kordesch, Sonja Hochegger und Sabina Riedl berichten. Tag der offenen Tür im Landhaus in Eisenstadt. Der Andrang letzten Donnerstag ist keinesfalls alltäglich. Tatsächlich gibt es heute was geschenkt. Die Impfung ohne Voranmeldung und natürlich die Preise der Impflotterie. Die scheinen auch den einen oder anderen Skeptiker umgestimmt zu haben. Was hätten Sie am liebsten von den ausgeschriebenen Preisen? Das Auto wäre natürlich mit am angenehmsten. Das hätte ich gern. Was hätten Sie gern? Ja, sicher. Das Auto, oder? Das Auto, so viel wie es geht. Alles, was wertvoll ist. Die Impflotterie war nicht ausschlaggebend, die schönen Sachpreise. Nein. Nein, überhaupt. Ich mache zwar mit jetzt, warum nicht? Aber. Welches würde Ihnen gefallen? Ja, der schwarze. Ich möchte gar keinen Preis. Ich möchte nur gesund bleiben. Am 11. November werden die glücklichen Gewinner ermittelt. Den Spätentschlossenen winken 3 Autos, Konzertkarten, Tablets, Smartphones und Gutscheine. Fühlen sich die bereits Geimpften da benachteiligt? Nein, da habe ich
Ich freue mich für die anderen. Ganz verstehe ich die Motivation ja sowieso nicht. Also, nur weil ich jetzt ein Auto gewinnen kann, muss ich mir ein Stich geben und vorher bin ich da drin. Also. Es gibt noch ganz andere Motive, sich jetzt impfen zu lassen. Das Buffet für die Impfwilligen war dabei nicht ausschlaggebend. Ja, mir bleibt nichts anderes mehr über. Wenn ich arbeiten gehen will, muss ich impfen gehen. Ich bin nur da, weil es brauche wegen der Arbeit, sonst darf ich nicht gehen. Jeder muss arbeiten gehen und wenn ein PCR-Test dann 40 Euro das Stück kostet, das ist ein Zwang. Das ist nicht okay. Entschuldigung. Ist gut. Bei der Impfquote ist Oberösterreich Schlusslicht. Die Zahl der Covid-Neuerkrankungen ist dagegen die höchste in ganz Österreich. An der Spitze steht der Bezirk Braunau. Die Folge: volle Covid-Stationen im Krankenhaus Braunau. 36 Erkrankte werden hier derzeit behandelt. 6 von ihnen sind geimpft, 30 ungeimpft. Die Akutgeriatrie des Krankenhauses wurde zur Covid-Station umfunktioniert. Doch die Betten reichen nicht. Mittlerweile wurde eine zweite Station für Covid-Erkrankte eingerichtet. Gerade wird ein Patient eingeliefert. Bis zu 6 Fälle kommen täglich neu dazu. Wir begleiten Oberarzt Sead Pancic auf seiner Visite. Eine Patientin ist trotz Impfung positiv mit milden Symptomen. Grüß Gott. Wie geht's Ihnen heute? Wie war die Nacht? Viele der Patienten mit Impfdurchbrüchen wären deswegen hier, weil sie zu Hause keine Betreuung haben. Und die zusätzliche Problematik dieser Patienten sind dann isoliert in Quarantäne. Das heißt, die Angehörigen können sich um die nicht kümmern. Die Pflege kann sich um die nicht kümmern. Und die muss man dann bei uns versorgen. Julia Söllinger ist Bereichsleiterin der Pflege hier. Seit 2 Jahren erlebt sie hautnah, was das Virus mit zunehmend jüngeren und gesunden Menschen macht. Jeder Tag ist anstrengend, auch emotional. Es sind zu viele Schicksale, die sie nicht vergessen kann. Wir haben oft junge Patienten, die wir unter Tränen auf die Intensivstation fahren müssen. Sie fragen uns, ob sie sterben müssen. Wir haben aber leider keine Antwort. Wir hoffen natürlich nicht. Aber leider haben wir schon viele Patienten nicht mehr zurückbekommen von der Intensivstation. Das ist dann schon sehr schmerzlich, wenn man solche Patienten hier ein paar Tage betreut hat und sie sehr jung sind und wir sie nicht mehr zurückgestellt bekommen von der Intensivstation. Weil sie sterben? Weil sie sterben. In der Intensivstation des Krankenhauses ist jedes der 6 Betten mit Covid-Kranken belegt. Alle Erkrankten sind ungeimpft. Die Kapazitäten des Krankenhauses Braunau sind am Anschlag, weil so viele Ungeimpfte erkrankt sind. Wir haben bereits in dieser Woche das Operationsvolumen zurückfahren müssen, vor allem getrieben durch die Personalsituation. Wir müssen Personal, die normalerweise für Operationen eingesetzt werden, umschiften für die Versorgung von Corona-Patienten. Insofern nimmt natürlich die Möglichkeit, geplante Operationen durchzuführen, bereits wieder ab. Mittlerweile werden Covid-Patienten in andere Krankenhäuser in Oberösterreich verlegt. Noch gibt es im Land freie Kapazitäten. Das kann sich ändern, wenn das eintritt, was Modellrechner prognostizieren und jene kommen, die sich in den Allerheiligen Tagen angesteckt haben. Ende Oktober machen Ärzte und Ärztinnen gemeinsam mit dem Pflegepersonal in ganz Oberösterreich auf die dramatische Situation in den Krankenhäusern aufmerksam. Auf Social Media werden sie dafür angegriffen. Die Menschen draußen glauben ihnen nicht mehr. In der ersten Welle wurden wir beklatscht, bejubelt. Wir wurden auf dem Weg ins Krankenhaus, auf den Straßen mit kleinen Geschenken, Briefen, außen mit Lebensmitteln unterstützt. Wir haben sackweise Süßigkeiten, um dass wir diese Welle durchstehen. Und jetzt werden wir beschimpft. Und das heißt, wir lügen, wir sprechen nicht die Wahrheit. Und das ist schade, weil es ist die Wahrheit. Und das ärgert und verletzt. Ja. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen haben bereits in andere Abteilungen gewechselt. Die Arbeit auf der Covid-Station ist physisch anstrengend. Das Verständnis für die Ungeimpften wird immer geringer. Sie schauen sich das erst einmal an, was passiert noch, aber auf was möchte man warten? Das ein Angehöriger verstirbt, auf was möchte man warten? Es ist eigentlich
Tatsache, was Covid-19 anstellt und was es mit uns und der ganzen Welt gemacht hat. Aber weiß die Politik das auch? Wissenschaftler warnen davor, nur auf die Auslastung auf den Intensivstationen zu schauen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, einfach, wir haben keine Krise. Das Ganze sind nur PCR-Testungen und wir haben keine Krise, weil es sind halt Intensivstationsbetten sind reduziert worden. Was passiert, wenn man die Sache gar nicht im Griff hat und auch zum Beispiel viel weniger geimpft hat, sieht man gerade in Rumänien oder Bulgarien, wo nicht nur die Infektionszahlen sehr, sehr hoch sind, aber auch die Todesraten massiv angestiegen sind. Schwarz in Tirol im vergangenen März. Hier sollte ein ganzer Bezirk gegen die damals grassierende Südafrika-Variante immunisiert werden. Das restliche Österreich blickte neidisch nach Westen, denn der Impfstoff war noch ein rares Gut. Die Aktion stand im Zusammenhang mit einer Studie der AGES und der Med-Uni Innsbruck, deren Daten aktuell ausgewertet werden. Die Vorbehalte gegen die Impfung waren damals noch gering. Von der regen Beteiligung im März und dem Einsatz des hochwirksamen BioNTech-Pfizer-Impfstoffes scheint der Bezirk auch heute noch zu zehren. Die Inzidenz in Schwarz liegt aktuell bei 388 und ist damit die niedrigste in ganz Tirol. Dabei liegt die Impfquote in Schwarz immer noch deutlich unter der des Burgenlandes, nämlich bei rund 66%. Und das auch beim Krankenhauspersonal. Das sollte sich ändern, sagt der Primar Hannes Genzer. Impfpflicht zum Beispiel im Bereich Gesundheit oder speziellen Berufsgruppen wäre, wie sie in anderen Ländern stattfindet, sicher aus meiner Sicht zu befürworten, wird in anderen Ländern gemacht und ist auch durchaus eine Erklärungsmöglichkeit, wieso es in anderen Ländern besser läuft. Bei einem Rekordwert an Neuinfektionen in den vergangenen Tagen muss mit immer schärferen Maßnahmen, womöglich auch für Geimpfte, gerechnet werden, so Genzer. Meine Befürchtung ist natürlich, dass wir wieder in einen vollen Lockdown rasen mit all diesen unglaublichen Kollateralschäden, nicht nur medizinisch, auch wirtschaftlich. Der Komplexitätsforscher Peter Klimek sieht ein Problem in der späten Reaktion auf steigende Neuinfektionen. Es wäre falsch gewesen, stagnierende Zahlen im September als Stabilität zu interpretieren. Steuern wir jetzt auf einen neuen Lockdown zu? Ein neuerlicher Lockdown für Geimpfte wäre ein Schuldeingeständnis der Politik, dass man die anderen Maßnahmen, die an sich auch ausreichen sollten, nicht konsequent genug umgesetzt hat. Das Burgenland zeigt bei den Corona-Impfungen jetzt Flagge. 72% Impfquote ist Österreich-Rekord. Eine Steilvorlage für die anderen Bundesländer. Auch die Location scheint zu manchen Impfzögerer umgestimmt zu haben. Jetzt ist der richtige Moment einfach. Landes war eh noch nie, deswegen haben wir doch ein guter Zeitpunkt, mal zu machen. Aber viele Burgenländer und Burgenländerinnen sind schon für den dritten Stich da. Die Impfung wurde hier von Anfang an sehr gut angenommen. Das ist bei Ihnen schon die dritte? Ja. Auch ein Säulenheiliger der Landesregierung hat sich unters Volk gemischt. Altlandeshauptmann Hans Nissel holt sich seinen Booster ab. Selber abgespürt. Gespürt. Dr. Herbert Weltler ist Arzt in Eisenstadt und berät die Landesregierung bei der Impfstrategie. Im Krieg oder einer Pandemie seien eben alle Mittel recht. Der Nagereiter, haben Sie bei der Impflotterie mitgemacht? Nein, habe ich schon mitgemacht, das hat die Schwiegertochter gemacht. Sehr gut. Und jetzt warten wir, wenn wir vielleicht ein Glück haben, vielleicht wollen wir was. Drei Autos sind, also eins für Sie, eins für mich. Ne? Gut, super. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ob das eine Impflotterie ist, ein Schnitzel, ein Bockwurst, ein Konzert, mir ist es egal, Hauptsache die Leute gehen impfen. Die Bezirkssporthalle Braunau am Inn vergangenen Freitag. Zweimal in der Woche impft hier das Rote Kreuz. Diese Woche ist das Interesse gestiegen in den Impfungen. Die letzten zwei, drei Wochen waren etwas ruhiger, aber mit dieser Woche sind wir wieder voll ausgelastet, was unsere Impfkapazitäten betrifft. Rund 450 Menschen werden heute geimpft, auch ohne winkende Preise. Die politische Vorgabe, nur mehr geimpft, genesen oder getestet zum Arbeitsplatz zu kommen, zeigt Wirkung. Testen heute jeden Tag in der Früh für die Arbeit, das kann nichts. Auf Dauer ziemlich stressig und so gehst du halt impfen und hast deine Ruhe. Mit dem Fahrrad ist Dr. August Harner vorbeigekommen. Hallo. Beim Vorbeiradeln hat der pensionierte Primar die lange Schlange der Impfwilligen gesehen. Kurz entschlossen unterstützt er das Team und greift zur Spritze.
ersten Impfungen haben sie eh gut vertragen. Ja, nein, also, ich wird es wahrscheinlich jetzt nach der dritten Impfung auch keine Probleme geben. Gell? Geimpft wird im Minutentakt. Ich würde glauben, ungefähr die Hälfte aller Impflinge, die jetzt kommen, kommen zum ersten Mal. Diese junge Oberösterreicherin ist im sechsten Monat schwanger. Heute lässt sie sich das erste Mal impfen. Ihre Ärzte haben ihr dazu geraten. Haben Sie ein bisschen Sorge trotzdem? Bleibt ein mulmiges Gefühl? Hab ich Sie. Nein, Sie brauchen keine Angst haben. Dieser mRNA-Impfstoff, den Sie bekommen, der geht nicht bis zum Baby durch. Sehr wohl aber dann die Antikörper. Das heißt, das Baby hat dann möglicherweise nach der Geburt schon einen Schutz durch die Antikörper, die Sie gebildet haben. Die gehen aufs Baby, aber nicht der Impfstoff, der nicht. Viele wollen nicht über ihre Impfung sprechen. Nur wenige erklären, warum sie so lange gewartet haben. Ich war genesen bis 1. September, jetzt 3 Monate Antikörper, aber nachdem es jetzt nicht mehr geht, jetzt die Impfung. Ich bin eher der Meinung, dass ein junger Mensch das noch nicht braucht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und jetzt geht es halt nicht mehr anders. Nun will auch Oberösterreich mit einer Impflotterie die Bereitschaft steigern. Das Beispiel Burgenland macht Schule. Wären alle so impfwillig wie die Burgenländer, wäre die Pandemie schon ausgestanden. Anderswo, wie hier in Berlin, wurden die Impfgegner sogar gewalttätig. Woran liegt es, dass der Impferfolg in Europa so ungleich verteilt ist? Man kennt das aus Ostdeutschland, dass eben aufgrund der ehemaligen oder der Erfahrung aus der Deutschen Demokratischen Republik, aus der DDR, eine große Skepsis von allem ist, was vom Staat kommt. Österreich und Deutschland hat noch ein eigenes Phänomen, dass wir Parteien haben am rechten Rand, das ist in Deutschland die AfD und in Österreich die FPÖ, die natürlich in diesem Bereich ihre Wähler und Wählerinnen fischt. Überall dort, wo von der Regierungsseite oder von der politischen Seite eine einhellige Meinung war, gibt es hohe Impfquoten. Dort, wo das nicht so ist, sieht man ebenfalls, dass es Schwierigkeiten gibt. Und das sind die Gründe. Mitgefangen, mitgehangen. So lautet auch in der Pandemiebekämpfung die Devise. Trotz ihrer stolzen Impfquote müssen die Burgenländer jetzt die strengeren Maßnahmen in ganz Österreich mittragen. Auf die 2G-Regel setzt ab Mittwoch auch die Universität Klagenfurt. Zutritt also nur noch für Geimpfte und Genesene. Das sollte eigentlich nur die rund 12.000 Studierenden an dieser Uni beschäftigen. Aber die Ankündigung dieser Maßnahme sorgt jetzt für große Diskussionen. Die FPÖ etwa kritisiert die geltende 2G-Regelung in der Uni und kritisiert den Rektor der Universität Klagenfurt, Oliver Wittuch. Wittuch war dann in der ZIP Nacht zu Gast und zu Beginn wird er gefragt, wieso er sich auf so eine politische Debatte einlässt. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Auch der Ring Freiheitlicher Jugend dürfte für morgen Mittag ein Lichtermeer angekündigt haben vor dem Haupteingang der Universität. Sozusagen ein geprobtes Enlightenment. Das ist natürlich die Frage, ob die Mittagszeit für ein Lichtermeer besonders gut und effektvoll gewählt ist. Gut, ich möchte mit Ihnen gleich auf Inhalt und auch auf die Konsequenzen der Regelung eingehen. Aber auch die ÖH Wien, also die ÖH Klagenfurt, stößt sich an der Art und Weise, wie sie kommuniziert haben. Man sei nämlich weder in die Entscheidung mit eingebunden gewesen, noch hätte man vorab etwas davon gewusst. Warum denn nicht? Wie Sie wissen, ist am Freitag doch sehr kurzfristig und durchaus überraschend, aber auf Basis der Infektionsdynamik sehr verständlich, eine Einigung zwischen der Bundesregierung und den Landeshauptleuten über eine doch deutliche bundesweite Verschärfung der Maßnahmen zustande gekommen. Wir haben das im Grunde konsequent auf die Universität umgelegt. Hätten wir das nicht getan, dann hätten wir laxere Maßnahmen in Kraft gehabt, als sie zum Beispiel im Kulturbereich seit heute gelten. Und deswegen schien es uns durchaus geboten, das auch schnell zu tun. Das hat mit den Impfquoten in Österreich und in Deutschland. Ja, aber Herr Direktor, wieso war es nicht möglich, dass Sie zumindest vorher kurz mit den Studentenvertretungen sprechen? Ist Ihnen die Idee erst am Samstag um 18 Uhr gekommen? Nein, aber wir haben die Entscheidung, nachdem sich diese Ereignisse am Freitagabend zusammengebraut und verdichtet haben, dann in einer Krisensitzung, übrigens in einer Telesitzung, am Samstagvormittag getroffen. Dann sind die Nachrichten ins Zweisprachige übertragen worden und dann im Laufe des Tages hinausgegangen. Ich habe sie dann unmittelbar nachher auch an den Vorsitz der ÖH weitergeleitet.
Für die größte Aufregung inhaltlich sorgt der Satz, dass jene, die die Umstellung auf 2G ablehnen, nachdenken sollen, ob eine Universität das Richtige für sie ist. Wieso legen Sie ungeimpften Menschen nahe, dass ein akademischer Werdegang vielleicht nicht das Richtige für sie ist? Also in Kärnten wird ganz gern Ingeborg Bachmann zitiert. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Impfungen gehören zu den größten Erfolgen der Wissenschaftsgeschichte. Es ist wahrscheinlich die Maßnahme, die mehr Menschenleben gerettet hat als jede andere. Die Impfung kategorisch abzulehnen, ist tatsächlich mit einem wissenschaftlichen Weltbild und damit auch mit einem Universitätsstudium schwer vereinbar. Man muss sich dann auch fragen, woher kommt diese Ablehnung, was sind die Argumente dafür und ist es wirklich inmitten einer Pandemie und mit dem Anspruch, mit tausenden anderen Menschen an einer Universität in Präsenz zu studieren, ist es wirklich eine gute Idee, darauf zu pochen, dass die Impfung reine Privatsache sei. Das wird für eine FSME-Impfung gelten, wenn es nicht um eine ansteckende Krankheit geht, aber das ist im Zusammenhang mit einem hochinfektiösen Virus ganz offensichtlich ein problematischer Standpunkt. Es sind Sie auch im Austausch mit anderen Universitäten. Wird das, was Sie hier in Klagenfurt machen, bald der Standard an den heimischen Universitäten? Also da kann und will ich keine Prognose abgeben, aber ich bin selbstverständlich im Austausch mit anderen Universitäten. Ich weiß, dass andere intensiv über solche Schritte nachdenken. An manchen ist es, wie übrigens auch bei uns schon in der Vergangenheit, etwa bei den Angeboten des Sportinstituts, in einzelnen Bereichen ohnehin bereits implementiert, 2G etwa für Laborübungen. Wie sich das weiterentwickelt, wird ganz wesentlich davon abhängen, wie sich die Lage auf den Intensivstationen weiterentwickelt. Sie sehen ORF 3 aktuell am 9. November. Es ist kurz vor 12 Uhr und diese Themen erwarten Sie noch in unserer Sendung. Lohnverhandlungen. Nach Abschluss bei den Metallern wird in anderen Bereichen weiterverhandelt. Ökonom Benjamin Bitschi zu den Erwartungen. Flüchtlingslage in Polen. Migrationsexpertin Judith Kohlenberger über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Lokalaugenschein. Wie kommt die 2G-Regel an? Wir werfen einen Blick durch die Bundesländer. 7.712 Corona-Neuinfektionen hat es in Österreich in den vergangenen 24 Stunden gegeben. Das sind die aktuellen Zahlen. Fast 8.200 waren es gestern. Das waren dreimal so viele wie vor zwei Wochen. Und zum ersten Mal seit April müssen wieder mehr als 2.000 Corona-Fälle im Spital behandelt werden. Seit gestern darf man ja im ganzen Land nur mehr geimpft oder genesen in ein Lokal, zum Friseur oder in ein Fitnesscenter. Und das soll auch deutlich schärfer kontrolliert werden als bisher, sagt die Polizei. In diesem Wiener Fitnessstudio werden am Vormittag die letzten Vorbereitungen für 2G beim Workout gemacht. Ganz analog, damit es auch jeder versteht. Also mich persönlich überrascht es nicht mehr. Es war schon absehbar, dass da in die Richtung was kommt, vor allem, weil wir in Wien schon etwas weiter voraus waren als in den Bundesländern. Das heißt, dass wir hier jetzt auf gleiches Niveau, auf gleiche Maßnahmen kommen, das ist schon in Ordnung. 90% sind in diesem Fitnessstudio schon bisher geimpft gewesen und auch die heute neu gewonnene Kundin ist ganz einverstanden mit 2G. Es geht nicht anders. Es wäre natürlich besser, wenn es nicht gebraucht werden würde, aber es geht nicht anders. Also für mich ist es in Ordnung. Nicht überall geht die Einhaltung der 2G-Regeln so klaglos über die Bühne. Drum will der Innenminister die Kontrollen verschärfen mit 800 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten. 500 Euro Strafe für den Gast, bis zu 30.000 Euro für den Gastwirt bei Nichtkontrolle. Es geht jetzt leider nicht anders. Wir müssen durch den Kontrolldruck das Bewusstsein schärfen, dass diese Maßnahme von den Gesundheitsbehörden eine sehr ernstzunehmende ist, mit dem wirklich auch solidarischen Ziel innerhalb der Gesellschaft, die Intensivbettenkapazitäten der Spitäler nicht zu überfordern. Dort, wo die prozentuell meisten Intensivbetten mit Corona-Kranken belegt sind, in Oberösterreich, ist das Bild bei einer Straßenumfrage in Linz differenzierter. Ich bin höchst erfreut, dass das jetzt endlich einmal so weit ist, dass das jetzt passiert, das 2G. Ich kann es Ihnen jetzt schon sagen, dass die nächsten paar Monate nur mehr Arbeitslose gibt, wie es eh schon vorgegeben hat.
weil halt momentan viele Leute wollen sich nicht impfen lassen, weil sie sich mit dem Thema nicht wirklich befasst haben. Ich bin zusammen geimpft. Ich glaube, die letzten Regeln sind knapp vor Mitternacht rausgekommen und haben am nächsten Tag gleich schon Gültigkeit gehabt. Das waren nicht einmal 3 Stunden. Das finde ich halt schon erstens mal lächerlich und zweitens bin ich der Meinung, dass wir im 21. Jahrhundert da bessere Kampagne aufstellen konnte, damit man das besser vermitteln kann. Und ich bin eigentlich sehr, sehr sauer. Ich habe einen persönlichen Grund, einen gesundheitlichen Grund. Ich habe 2 Thrombosen gehabt und ein Blutgerinnsel und ich werde mir die Impfung sicher nicht geben lassen. Es ist noch einiges zu tun, bis diese Pandemie wirklich vorbei ist. Die 2G-Regel gilt gerade erst seit gestern, aber recht hartnäckig breitet sich schon die Debatte über noch strengere Verschärfungen aus. Nämlich über die Frage, ob womöglich doch noch Lockdowns nötig sein werden. Vizekanzler Werner Kogler wollte diese Ultima Ratio zuletzt nicht ausschließen, zumindest in Regionen mit sehr hohen Fallzahlen. Für die Wirtschaft wäre das ein harter Schlag. Die Fachleute im Wirtschaftsforschungsinstitut sprechen sich für Anreize aus, etwa für eine Impflotterie. Die Sorge vor einem Lockdown geht wieder um. In manchen Regionen sei er womöglich nötig, um den Wintertourismus zu retten, sagen Experten. Ausschließen kann man wahrscheinlich gar nichts mehr. Deutschland hat eine 7-Tages-Inzidenz von 170, Salzburg von über 700. Da ist wahrscheinlich ist es wenig attraktiv, auf Skiurlaub nach Salzburg zu fahren. Ein neuerlicher Lockdown, auch nur für Ungeimpfte, würde die Wirtschaft schnell Milliarden Euro kosten, sagt das Wirtschaftsforschungsinstitut. Sein neuer Leiter plädiert für Impfanreize wie eine Lotterie. Wenn man mit Preisen von ein paar 20, 30 Millionen Euro eine Erhöhung der Impfquote von 5, 6, 7, 8 Prozentpunkten hinkriegt, dann rechnet sich das wirtschaftlich. Dann muss ein Lockdown, wenn er kommt, nicht so stark sein, betrifft weniger Menschen, produziert einen viel geringeren Schaden. Bei neuerlichen Ausgangsbeschränkungen würden auch wieder mehr staatliche Hilfen notwendig werden. Hilfen fordern schon jetzt Betriebe, etwa in der Gastronomie. Ihnen würden derzeit Einnahmen entgehen, weil sie nur Personen mit 2G bewirten dürfen. Der Finanzminister sieht momentan aber keinen Handlungsbedarf. Wir werden die Auswirkungen von jeder einzelnen Regel sehr intensiv beobachten und dann, wenn sich etwas verändert, auch die entsprechenden Schlüsse ziehen. Derzeit haben wir ein sehr gutes Wachstum und eine sehr gute Auslastung. Doch auch das Wachstum steht auf dem Spiel, wenn die Wirtschaft wieder zusperren muss. Wer nicht geimpft oder genesen ist, der darf nicht mehr ins Restaurant, zum Friseur oder zu einer Veranstaltung. Aber was ist, wenn man nicht geimpft ist, aber Karten, ein Abo oder Gutscheine vor der Einführung der neuen Regelung gekauft hat? Kann man dann das Geld zurückfordern? Matthias Linke hat nachgefragt. Seit dem Wochenende ist an den Impfstraßen also deutlich mehr los als in den Tagen und Wochen davor. Ganz sicher mit Schuld daran die 2G-Regel. Überall, wo bisher 3G gegolten hat, gilt jetzt 2G. Für die, die sich bisher nur getestet haben, wird es zunehmend schwerer, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann Eventtickets, Abos und Saisonkarten jetzt faktisch nicht mehr nutzen und bekommt das dafür bezahlte Geld vermutlich auch nicht retour. Wir glauben eher, dass es hier keine Rückforderungsmöglichkeit gibt. Und zwar deswegen, weil es in den letzten Wochen und Monaten bereits vorhersehbar war, dass sich hier etwas ändern kann bei den Regeln. Die Rechtsprechung ist ja recht streng. Die sagt, man kann ja nur aufgrund eines sogenannten Wegfalls der Geschäftsgrundlage den Vertrag auflösen, wenn es völlig unvorhersehbar war. In den letzten Wochen und Monaten wird seit schon lange darüber diskutiert, dass diese 3G-Regel vielleicht in eine 2G-Regel umgewandelt wird. Und daher glaube ich eher, dass die Gerichte hier geneigt sind zu sagen, es gibt keine Rückforderungsmöglichkeit. Auch letztes Jahr hat es gerade bei Fitnessstudio-Verträgen und Saisonkarten Rückzahlungsforderungen gegeben. Weil der Lockdown damals für alle gegolten hat, hat das Recht die Position der Konsumentinnen und Konsumenten oft gestärkt. Mittlerweile hat sich die Lage aber verändert. Bei Beginn der Pandemie haben wir uns auch ähnliche Fragen gestellt, aber da war es etwas anders. Da war ja wirklich alles unvorhersehbar. Im Februar 2020 hat keiner damit gerechnet, dass eine solche Pandemie eintritt. Da haben wir uns mit den bestehenden gesetzlichen Regelungen durchgehandelt. Und jetzt gibt es eben diese neue Konstellation, dass die 3G-Regel in die 2G-Regel umgewandelt wird. Ist wieder etwas anders, wie gesagt, weil hier glaube ich, dass man das schon vorhersehen konnte in den letzten Wochen und Monaten. Bisher hat das Recht noch nie auf eine Situation wie jetzt Bezug genommen. Dementsprechend schwer ist eine Prognose, wie die Gerichte im Klagsfall letztendlich entscheiden würden. Dennoch lässt sich sagen, die Verträge der letzten Wochen, da werden die Konsumenten hier keinen Rückforderungsanspruch haben. Verträge, die zum Beispiel im Jänner 2021 abgeschlossen worden sind, die haben vielleicht bessere Möglichkeiten. Aber auch hier kann sein, dass das Gericht sagt, das liegt in der Sphäre des Kunden, er könnte sich auch impfen lassen.
Im Fall von Fitnessstudio-Abo-Verträgen hat die Arbeiterkammer Steiermark in einer Aussendung heute geraten, Zahlungen einzustellen, wenn die Nutzung nicht mehr möglich ist. Der Verein für Konsumenteninformation ist da ein wenig vorsichtiger. Ich würde nicht dazu raten, einfach nicht zu zahlen. In dem Fall kann man geklagt werden vom Unternehmer. Und wenn man dann bei Gericht verliert, dann entstehen sehr hohe Prozesskosten. Man kann hier unter Vorbehalt zahlen. Das bedeutet, man sagt, ich zahle zwar, aber ich behalte mir vor, das zurückzufordern, falls ich doch im Recht war. Egal ob Saisonkarte in der Therme, Tickets für das Theater oder nicht mehr einlösbare Gutscheine fürs Kino. Wer sich auch in den kommenden Wochen nicht impfen lassen will oder nicht als genesen gilt, muss wohl den Rechtsweg bestreiten, um Geld zurückzubekommen. Mit, aus derzeitiger Sicht, fraglichen Erfolg. In Wien sind am Samstag und am Sonntag jeweils mehr als 11.000 Menschen impfen gegangen. Der Großteil davon waren Drittstiche, aber auch die Erstimpfungen haben zugenommen. Die sprunghaft gestiegene Impfbereitschaft hat deshalb zu längeren Wartezeiten bei den Impfzentren geführt. 14 Uhr vor der Impfstelle der TU. Viele warten bis zu einer Stunde. Wie an insgesamt 35 Standorten ist auch hier Impfen ohne Anmeldung möglich mit BioNTech/Pfizer. 10-15% sind Erststiche. Wenn ich am öffentlichen Leben teilhaben will, bleibt mir nichts anderes über. Die meisten holen sich mit dem dritten Stich die Auffrischung. Weil ja auch hier die Frist von 9-12 Monate auf 6-9 Monate verkürzt wurde. Ich habe sehr früh AstraZeneca bekommen. Die ersten zwei habe ich schon und jetzt möchte ich so rasch wie möglich die dritte. Begonnen hat die sprunghaft gestiegene Impfbereitschaft bereits am Wochenende. Da hat es 22.381 Impfungen gegeben. Am Wochenende davor waren es mit 11.678 nur die Hälfte. Die Zahl der Erstimpfungen war an den beiden Wochenenden ähnlich. 5.421 waren es am vergangenen Wochenende, 4.869 am Wochenende davor. Einen klaren Aufwärtstrend gibt es bei den Drittstichen. Vergangenes Wochenende waren es 14.274 Drittstiche, am letzten Oktoberwochenende nur 3.629. Alle Organisationen haben bereits Personal aufgestockt. So hat das Austria Center die größte Impfstraße des Landes, um 60 Personen in allen Bereichen mehr. Und wo es möglich ist, versuchen wir zusätzliche Impfstraßen aufzubauen, damit wir all jene, die impfwillig sind, auch tatsächlich bedienen können. Rund 26.000 Impfungen sollen künftig täglich möglich sein. Jetzt nach Salzburg. Nachdem das Contact Tracing in den Schulen eingestellt worden ist, klagen jetzt viele Eltern über einen Informationsmangel. Sie würden nicht mehr darüber informiert werden, wenn Mitschüler der Kinder oder Lehrer an Corona erkranken. Salzburgs Bildungslandesrätin Daniela Gucci rechtfertigt das mit den strengen Datenschutzbestimmungen. Es wird dreimal in der Woche getestet und der Ninja-Pass gefüllt. Ist ein Kind positiv, dann wird es in Quarantäne geschickt. Die anderen Kinder in der Klasse oder auch die Lehrer allerdings seit Anfang November nicht mehr. Über einen positiven Fall dürfen die Schulen allerdings auch nicht informieren, denn das widerspreche dem Datenschutz. Deshalb verstehe ich es, dass das Contact Tracing, das jetzt sehr gefordert ist aufgrund dieser verschärften Situation im Land Salzburg, das Gewicht woanders hinlegt. Ich verstehe auch die Eltern, die besorgt sind, weil sie jetzt nicht mehr praktisch in der unmittelbaren Nähe die infizierten Schülerinnen und Schüler gemeldet bekommen. Aber insgesamt möchte ich darauf hinweisen, dass hier ein Datenschutz einfach vorliegt und wir die Namen der Schülerinnen, die infiziert sind, ja sowieso nicht hinausgeben dürfen. Mittlerweile würde man sich aber auch untereinander und gegenseitig informieren. Die neuen Maßnahmen werden aber ganz gemischt aufgenommen. Da geht es jetzt um die Kinder, wenn irgendwas ist, dann möchte ich informiert werden. Aber da ist der Datenschutz zweitrangig, würde ich mal sagen. Die Kinder werden dreimal die Woche getestet. Also wenn jemand krank ist, dann bleibt er daheim. Und wenn er negativ ist, dann darf er bitte auch in die Schule gehen. Die werden das schon richtig machen. Es kann nicht Aufgabe von der Schule sein, dass die das machen. Ja, die haben ja schon genug Arbeit. Den Informationsmangel, der jetzt allerdings entstanden sei, kritisieren viele Eltern. Geschlossene Schulen oder ganze Klassen wieder in Quarantäne schicken, wolle man allerdings auf keinen Fall. Die Kinder machen alles mit und auch die Eltern, solange die Schulen offen bleiben. Ja. Weil wir einfach gesehen haben, dass den Kindern nicht gut gegangen ist in den Lockdowns. Und das ist, glaube ich, unsere oberste Möglichkeit, dass wir die offen halten. Ja.
Generell gelte allerdings ohnehin die Unterrichtspflicht. Wenn die Kinder also nicht von der Behörde abgesondert oder tatsächlich krank sind, müssen sie in die Schule gehen. Heute ist Tag 2 der 2G-Regel und die hat sich sofort auf die Impfstraßen ausgewirkt. Der Andrang war extrem groß, denn ab sofort dürfen ja nur mehr Geimpfte oder Genesene ins Gasthaus, zum Friseur oder zu Veranstaltungen. Wir schauen jetzt in die Bundesländer, wie es dort angelaufen ist und wie kontrolliert wird, und beginnen in der Steiermark. In diesem Grazer Innenstadtlokal schreibt die Wirtin die wichtigsten Regeln für ihre Mitarbeiter zusammen. Wir haben sie nochmal geschult, damit sie richtig kontrollieren, die 2G. Von den Gästen her, die sind es eigentlich gewohnt gewesen, dass wir es kontrollieren. Weniger Gäste sind zum Mittag nicht da, es werden aber bereits wieder Weihnachtsfeiern storniert. Tag 1 der 2G-Regel wirkt sich besonders beim Testen und Impfen aus. Die enorme Nachfrage nach der Impfung ist derzeit schon deutlich ablesbar. Man merkt auch bei den Anmeldeplattformen des Landes, dass allein über das Wochenende 6.000 sich gemeldet haben und eine Impfung haben wollen. Es ist eine sehr große Zahl, weil der Vergleich Donnerstag auf Freitag waren es einige Hunderte. Und jetzt dann plötzlich der große Ansturm doch von neuen Interessierten, die sich impfen lassen wollen. Einen Riesenansturm all jener, die nun schnell geimpft werden wollen, erwarten sich die Verantwortlichen beim Impftag ohne Anmeldung bei den steirischen Impfstraßen. Wir werden darauf reagieren, indem wir einen zusätzlichen Tag in dieser Woche für das freie Impfen zur Verfügung stellen. Das wird der Donnerstag sein. Und bei den Teststraßen schaut es ähnlich aus. Hier ist natürlich 3G am Arbeitsplatz ganz entscheidend. Da ist die Nachfrage auch explodiert. Um den Andrang bei den freien Impftagen besser bewältigen zu können, wurden kurzfristig auch die Zeiten erweitert. Morgen und Freitag wird ohne Anmeldung von 10 bis 20 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr geimpft. Cappuccino und Melange werden nur noch Geimpften und Genesenen serviert. Einige Plätze in der Kaffeekonditorei bleiben deshalb leer. Im Normalfall haben wir ein volles Kaffeehaus hier. Jetzt ist es zu vielleicht 50% besetzt. Also wenn ich ehrlich sein soll, dann wären mir Gäste lieber, die mit einem aktuellen negativen Test kommen, als Gäste, die seit Juni geimpft sind und nie wieder einen Test gemacht haben. Das finde ich eigentlich fast etwas unmenschlich. Die Gäste, die in die Innenstadt kommen, können sich durchaus mit der 2G-Regel anfreunden. Ich befürworte das schon sehr, diese 2G-Regel, weil solange die Zahlen so explosionsartig steigen, finde ich es sinnvoll. Ja, richtig, ich bin schon auch geimpft. Sehr unverantwortlich von der Bevölkerung, dass sie sich nicht impfen lassen. Ich finde das total lässig. Wenn man geimpft ist, geht man einfach hin, wie früher auch. Das sind aber nicht alle so. Auf das Mittagessen in der Innenstadt haben auch einige verzichtet. Also zum Mitnehmen war wesentlich mehr, aber Mitnehmen ist schon immer ein gutes Geschäft bei uns gewesen. Aber im Lokal selber haben wir sicher 40% weniger Gäste gehabt. Auch einen neuen Haarschnitt gibt es nur noch für Geimpfte und Genesene. Deswegen haben einige abgesagt oder ihren Termin vorgezogen. Letztes Wochenende war ein Spontanantrag von Leuten, die noch Haare geschnitten und gefärbt werden wollten. Ich glaube schon, dass wir Umsatzeinbußen haben. Trotzdem ist mir alles lieber als ein totaler Lockdown. Erster Tag 2G. Einige Kundinnen und Kunden sind ausgeblieben. Die gekommen sind, waren aber alle sehr diszipliniert und hatten die entsprechenden Nachweise dabei, heißt es quer durch alle Branchen. Zuerst die Kontrolle, dann das Schnitzel im Wirtshaus ums Eck werden die neuen Regeln ernst genommen, auch wenn vielleicht ein paar Stammgäste ausbleiben. Weil ich mir sicher bin, dass wir dieses Spiel schon hätten früher beenden können, wenn wir da ein bisschen mehr Konsequenz gezeigt hätten. Die Gäste, die heute kommen, sehen das ähnlich. Sie hätte schon vor 3 Wochen gemacht gehört. Mehrheitliche Zustimmung für die Verschärfungen, auch im Kaffeehaus. 2G zum Frühstück, sichtlich kein Problem. An und für sich eine gute Sache, weil die Leute dadurch einfach motiviert werden zu impfen. Weil der Druck einfach höher wird.
und die Situation in den Krankenhäusern nicht gut ist. Dass auch hier geschätzte 10-20% Kundinnen und Kunden nicht kommen dürfen oder können, ist eine andere Geschichte. Viele Wirte sehen ihre Ganzelsaison auch heuer überhaupt gelaufen. Die Hoteliers betrachten das differenzierter. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass man als Destination, als Tourismusland auch einmal eine Entscheidung trifft und sagt, das ist jetzt so. Sicherheit ist eine sehr wichtige Buchungsentscheidung geworden mittlerweile. Auch für die Fitnessstudios wendet sich das Blatt zum wiederholten Mal, was viele verwirrt. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, die Kürze innerhalb dieser Neuregelungen. Wir haben doch von 3G auf 2,5G in Wien reduziert und dann haben wir die Anzahl der Teststunden reduzieren müssen. Dann auf rein PCR wieder verkürzte Testzeit. In der Branche fürchten viele, dass jetzt hunderte Kunden ihre Verträge stilllegen oder kündigen. Die Rede ist von Umsatzverlusten von 30-40%, so wie bei den Friseurinnen. Ich höre von den Mitgliedern, dass regelmäßig die Kunden absagen und sie teilweise in leeren Salons stehen. Ohne rasche Hilfe drohe vielen die Pleite, ob Unterstützungszahlung oder Mehrwertsteuersenkung. Hausbesuche zum Haareschneiden schließen diesmal viele aus, denn nicht nur bei den Friseuren stehen strenge Kontrollen im Raum. Und wir werden unsere Kontrollen verschärfen. Wir arbeiten da wie immer ganz eng mit der Wiener Polizei zusammen und beginnen heute mit den Kontrollen und werden sehr, sehr viele Kontrollen durchführen. Ich habe auch meine Teams aufgestockt, um möglichst viel abzudecken. Wer gegen die neuen Regelungen verstößt, muss mit einer Strafe von bis zu 500 Euro rechnen. Betriebe und Gastronomen bis 30.000 Euro. Aber vielleicht siegt doch die Vernunft, so wie es die Kinobetreiber hoffen. Bevor es zu einem vollständigen Lockdown kommt, ist es sicher noch die bessere Möglichkeit. Ich persönlich würde mir halt wünschen, dass sich jetzt möglichst viele Menschen möglichst rasch impfen lassen, auch mit der dritten Impfung. Ein spontaner Besuch im Gasthaus, möglich aber seit heute nur mehr für Geimpfte oder Genesene. Das G für getestet fällt weg. Für die meisten Besucher in der Eisenstädter Fußgängerzone ist diese neue Regelung kein Problem. Es geht nicht anders. Und wenn sich die Leute nicht selber entschließen können, muss man es halt zwingen ein bisschen. Aber es löst man vielleicht nicht mit Ausschließen. Und ich würde mehr Wert aufs Impfen, aufs Testen legen, auch bei den Geimpften. Ich denke schon, ja, dass das ein Anstoß für diese Leute ist. Großteils herrscht also Verständnis für die verschärften Maßnahmen. Unterschiedliche Meinungen hört man von Wirten und Gastronomen. Es ist immer noch besser als der Lockdown, keine Frage. Aber wirklich gut ist es nicht und wir werden sicher wieder Hilfen brauchen. Das ist sicher die bessere Alternative für uns. Also ich glaube, die Leute, der was kommen will, der wird geimpft oder genesen sein. Sonst muss er jetzt ausbleiben. Wir werden sicher streng kontrollieren. Die Befürchtung vieler Gastronomen und auch Hoteliers, deutlich weniger Gäste und Umsatzeinbußen von rund 40%. Ja, 30-40% wird sein, sicher, weil halt es nicht anzunehmen ist, dass die Gruppe von mehreren Personen sagt, okay, dann lassen wir halt den einen daheim, der nicht ist, oder die zwei, sondern dann gehen es halt irgendwie alle nicht oder treffen sich dann doch privat, nicht? Das kennen wir schon. Es ist eine bessere Alternative zum Lockdown. Es gibt auch Stimmen, die sagen, wenn wir weiter getestet hätten und alle getestet hätten, wäre das auch eine Möglichkeit. Vor allem an den Details müsse noch gearbeitet werden. Hier herrscht oft Unklarheit. Stündlich kommen Anfragen, wie ist es mit diesem Thema, wie ist es mit diesem Thema. Und das muss natürlich auch geklärt werden. Es soll den Betrieben ja Rechtssicherheit gegeben werden. Geimpft oder genesen, auch der Besuch beim Friseur ist seit heute nur mehr mit diesen 2Gs möglich. Für Burgenlands Friseursprecher Dieter Mauser nicht nachvollziehbar. Er sagt, die Friseurbranche hat sich ohnehin noch nicht erholt. Durch die Verschärfungen erwarten wir bis zu 40% Einbußen und auch eine Verschiebung in die Schwarzarbeit. Viele Kunden haben ihre gebuchten Termine bereits abgesagt. Auch Mauser fordert weiterhin staatliche Hilfen wie Umsatzersatz oder einen Fixkostenzuschuss und auch eine Reduzierung der Mehrwertsteuer. Ausgenommen von der 2G-Regel sind Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und auch Pflichtschüler zwischen 13 und 15 Jahren müssen nicht geimpft oder genesen sein. Im Handel sowie in der Bücherei oder in Museen muss ab sofort wieder eine FFP2-Maske getragen werden. Der erste Tag mit 2G bringt in Oberösterreich vor allem eines: Chaos.
So hieß es vor einigen Teststationen wie hier in Leonding, bitte warten. Ich habe mir gestern online einen Termin ausgemacht um 11.15 Uhr. Bin vorzeitig hierher gekommen, die Schlange war ja bis heraußen. Und ja, jetzt habe ich gewartet bis kurz vorm Ziel und jetzt heißt es auf einmal um 12.30 Uhr Mittag und jetzt heißt es eine halbe Stunde länger warten. Auf Frechheit, weil dort gibt es ein Schild von Montag bis Sonntag von 8 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet und jetzt heißt es ja eine halbe Stunde Pause. Ich mein, das, ja. Seitens der Gemeinde heißt es, man stelle nur den Standort zur Verfügung. Die Abwicklung erfolge durch eine Firma in Abstimmung mit dem Land Oberösterreich. Hätte man das natürlich vorher gewusst, dass natürlich diese Verordnung kommt, die 2G-Regel kommt, dann hätten wir mit der Gemeinde gesprochen, hätten wir sicher uns ein bisschen was Größeres wieder angeschaut, dass wir zur Verfügung stellen. Das ist das Einzige, was wir momentan zur Verfügung stellen können. Mehr zur Verfügung stellen würde man gerne auch in Forchdorf. Wer hier einen PCR-Gurgeltest möchte, steht vor leeren Regalen. Hier in Forchdorf war der Ansturm auf die PCR-Gurgeltests so groß, dass sie mittlerweile aus sind. Die Mitarbeiter berichten auch von unzähligen Anrufen von Menschen, die einen PCR-Test für die Arbeit benötigen. Die nächste Lieferung wird aber voraussichtlich erst für Mittwoch erwartet. Rund 17.000 Tests wurden nachbestellt. Eine Herausforderung für die Mitarbeiter. Alleine der Ansturm der letzten Tage sei kaum zu bewältigen gewesen, heißt es. Ganz anders bei den körpernahen Dienstleistern. Der Lokalaugenschein bei einem Friseur zeigt, bereits am ersten Tag der 2G-Regel bleiben die Kunden großteils aus. Etwas besser ist da die Situation in einem Forchdorfer Gasthaus. Von Stornierungen oder Fernbleiben der Gäste merke man hier vorerst noch nichts. So im à la carte Bereich hat es jetzt, denke ich nicht, dass wir im großen Veränderungen haben. Was wir schon bemerkt haben, sind die Weihnachtsfeiern, aber das ist eher schon letzte Woche oder vor 14 Tagen schon passiert, wo die großen Weihnachtsfeiern dann doch schon eher abgesagt worden sind bzw. reduziert worden sind. Unsicherheit herrscht auch bei den bisherigen Antigen-Teststraßen. Vom Land gibt es derzeit noch keine Richtlinien, ob diese auf PCR-Tests umgestellt werden oder nicht. Rund 100.000 PCR-Tests werden derzeit pro Woche in Oberösterreich durchgeführt, heißt es vom Krisenstab des Landes. Details zum weiteren Ausbau des Testangebots sollen morgen folgen. Nur wenige Länder in Europa haben derzeit so viele Neuinfektionen wie Österreich. Aber die Zahlen steigen praktisch überall, auch in Dänemark, das eine der höchsten Impfquoten in ganz Europa hat. Weil die Impfkampagne dort schnell so erfolgreich war, hat die dänische Regierung vor 2 Monaten sämtliche Corona-Maßnahmen aufgehoben. Für die Dänen war es praktisch ein Herbst wie vor der Pandemie. Aber jetzt macht die Regierung eine Vollbremsung und führt die Corona-Regeln wieder ein, wie Paul Huemer berichtet. Zehntausende Menschen dicht gedrängt und ohne Corona-Nachweis bei einem Konzert. Seit 10. September ist es in Dänemark, als wäre die Pandemie vorbei. Dass sie es nicht ist, zeigen allerdings die Infektionszahlen, die seit Mitte Oktober in die Höhe geschnellt sind. Das hat sich nun auch die Regierung eingestanden und versucht gegenzusteuern. Die Regierung hat beschlossen, Corona wieder als gesellschaftsgefährdende Krankheit einzustufen und den grünen Pass wieder einzuführen. Restaurantbesuche ohne Kontrollen am Eingang wird es vorerst wohl nicht mehr geben. Mehr als 2400 neue Corona-Infektionen wurden in den letzten 24 Stunden vermeldet. Überraschend sind die Maßnahmen für den Experten jedenfalls nicht. Als geöffnet wurde im Sommer, hat die Regierung angekündigt, dass die Zahlen im Herbst wieder steigen werden. Und wenn sie steigen, wären sie auch bereit, neue Maßnahmen einzuführen. Es war vorhersehbar. Die Öffnung wäre kein Fehler gewesen, denn die hohe Impfrate von 75% würde Schlimmeres verhindern. Bei einer Einwohnerzahl von knapp 6 Millionen Menschen werden rund 300 Personen mit Corona in Spitälern behandelt. Gerade einmal 36 davon auf Intensivstationen. Nicht nur in Dänemark versucht man nun, der neuen Corona-Welle Herr zu werden. Rekordhöchststände bei den Neuinfektionen gibt es auch bei unseren Nachbarn. In Deutschland hat die 7-Tage-Inzidenz erstmals die Schwelle von 200 übertroffen. Im Bundesland Sachsen gilt seit heute eine 2G-Regel für die Gastronomie und Veranstaltungen. Rufe nach einer bundesweiten Ausweitung der Maßnahmen werden immer lauter. Auch in der Slowakei müssen in der Hälfte der Regionalbezirke Hotels, Restaurants und Bars schließen. Schuld daran ist laut Regierung unter anderem die niedrige Impfquote. Sie liegt hier nur bei rund 40%.
3,55%. Um so viel werden die Löhne in der Metallindustrie steigen. Darauf haben sich die Verhandler vergangenes Wochenende geeinigt. Die Gewerkschaften hatten 4,5% gefordert. Auf Arbeitgeberseite war man zu Beginn zu 2,3% bereit. Die jetzige Erhöhung liegt über der aktuellen Inflationsrate. Und das könnte eine wichtige Signalwirkung für die Herbstlohnrunde in anderen Branchen haben, wie Philipp Maywald berichtet. Wir sind sehr zufrieden und wir freuen uns für unsere Kolleginnen und Kollegen, das erreicht zu haben, was wir uns vorgenommen haben. Ein Abschluss deutlich über der derzeit stark steigenden Inflationsrate. Dazu konnte man sich bei den Lohnverhandlungen in der Metallindustrie in der Nacht auf Sonntag einigen. Mit Warnstreiks hatte die Gewerkschaft die Verhandler zuletzt unter Druck gesetzt. Wir sehen es halt auch als Anerkennung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben sehr, sehr gute und ganz tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und insofern, ja, es ist am oberen Ende, aber ich glaube fair und hoffentlich noch gerade machbar für unsere Unternehmen. Was in der Metallindustrie gerade noch machbar ist, könnte nun als Richtwert für weitere Branchen in der Herbstlohnrunde dienen. Derzeit wird nämlich auch im Handel über höhere Gehälter gestritten. Bisher ohne konkrete Zugeständnisse. Die Gewerkschaft fordert etwa Zuschläge bei Mehr- und Nachtarbeiten sowie bessere Bedingungen für weibliche Beschäftigte. Nachdem sich die Konjunkturaussichten jetzt deutlich verbessert haben, die Erholung im Handel auch deutlich spürbar ist und leider auch die Fraueneinkommen deutlich zurückliegen, braucht es jetzt eine kräftige Gehaltserhöhung. Auf Arbeitgeberseite verweist man auf die wegen der Corona-Pandemie wirtschaftlich nach wie vor ungewisse Lage. Wir können nicht, weil es manchen vielleicht wahrscheinlich ein bisschen besser geht. Man muss auch hier hohe Kosten sehen, die da sind. Und hier einfach sagen, na gut, die anderen, die jetzt unter Wasser sind, ja, die nehmen wir einfach mit. Kommenden Donnerstag geht es im Handel in die dritte Verhandlungsrunde und dabei um die Löhne von 415.000 Angestellten und 15.000 Lehrlingen. Wichtiges Verhandlungsargument wird auch hier die derzeit hohe Inflationsrate sein. Seit 10 Jahren sind die Preise nicht mehr so stark gestiegen wie im vergangenen Monat. Und im ORF3 Aktuellstudio begrüße ich jetzt via Skype den Arbeitsmarktexperten Dr. Benjamin Bitschi vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Schönen guten Tag. Guten Tag, grüß Sie. Die Metalle haben sich am Wochenende jetzt also doch geeinigt. Die Arbeitnehmer haben ja 4,5% Lohnerhöhung gefordert. Die Arbeitgeber 2,75% angeboten. Getroffen hat man sich dann bei 3,55%, also doch deutlich mehr als das ursprüngliche Angebot der Arbeitgeber. Was ist denn daraus zu schließen? Ja, daraus ist zu schließen, dass die Arbeitnehmer sich in diesen Verhandlungen, glaube ich, doch ein Stück weit durchsetzen konnten und zumindest jetzt die metalltechnische Industrie für ihre Beschäftigten damit rechnen kann, dass sich doch deutliche Real- und Zuwächse ergeben. Es hat immerhin 5 Runden lang gedauert, Warnstreiks inklusive. Und Fachobmann Christian Knilli hat den Gewerkschaften vorgeworfen, die Verhandlungen heuer sehr populistisch und unsachlich geführt zu haben. Waren die Verhandlungen das? Das kann ich schwer beurteilen von außen. Es waren sicher harte Verhandlungen. Ob man das jetzt populistisch als populistisch bezeichnen möchte, ist eine andere Sache. Aber es war zu erwarten, dass die Verhandlungen deutlich härter sind wie im letzten Jahr, wo man sich krisenbedingt sehr schnell geeinigt hat. Es hat sich aber dann eben gezeigt, dass die Beschäftigten dadurch eben einen doch deutlichen Reallohn Verlust eingefahren haben mit diesem Abschluss. Und das war der Hintergrund, vor dem sozusagen relativ harte Verhandlungen geführt worden sind. Das kann man sicher sagen. Traditionell haben ja die Metaller-KV-Verhandlungen Signalwirkung für andere Branchen, zum Beispiel gerade eben den Handel. Da findet die dritte Runde am kommenden Donnerstag statt und es geht dabei um die Gehälter von deutlich mehr Menschen, nämlich um etwa 500.000 Menschen. Was ist denn da jetzt zu erwarten in diesen Verhandlungen? Also prinzipiell stimmt es, zumindest mit älteren Daten lässt sich zeigen, dass dieser Metallerabschluss eine gewisse Leitwirkung hat. Und es ist auch generell das Differential zwischen diesen beiden Abschlüssen, wenn man das jetzt über einen 10-Jahres-Zeitraum betrachtet, gar nicht so hoch. Aber man muss schon sagen, dass das in einzelnen Jahren doch zu deutlichen Unterschieden kommt. Und aufgrund der Corona-Situation und der
doch sehr heterogenen Situation im Handel. Wäre es auch nicht verwunderlich, wenn es in diesem Jahr doch auch einen deutlichen Abstand zum Abschluss der Metaller gäbe oder wenn, wie im letzten Jahr, vielleicht vermehrt Elemente im Abschluss im Handel zu finden sind, die auf die betriebliche Situation der einzelnen Betriebe Rücksicht nehmen. Wie lange werden Ihrer Ansicht nach diese Verhandlungen voraussichtlich dauern? Das ist auch sehr schwer zu prognostizieren. Ich glaube, was leichter zu sagen ist, dass es auch dort eben aufgrund der hohen Inflation, wie es im Beitrag angesprochen worden ist, sicher längere und härtere Verhandlungen wie bei der letzten Runde sind. Rechnen Sie auch mit Warnstreiks, wie wir das jetzt bei den Metallern gesehen haben? Das ist auch sehr schwer zu prognostizieren, wird man sehen, wie die Verhandlungen laufen. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Dr. Bitschi. Dankeschön. Danke für das Interview. Der ÖVP-Europaabgeordnete Ottmar Karas will EU-Parlamentspräsident werden. Das hat er heute bekannt gegeben. Seine eigene Delegation, die der ÖVP, habe ihm bereits ihren Rückhalt zugesagt. Wie die anderen Delegationen zu seiner Kandidatur stehen, ist bisher nicht bekannt. Das und weitere wichtige Meldungen des Tages jetzt im Überblick. Auch für Arbeitssuchende, die beim AMS gemeldet sind, gilt die 3G-Regel. Das hat Arbeitsminister Martin Kocher gestern in einem Erlass festgelegt. Wer sich weigert, wegen 3G einen neuen Job zu suchen, hat künftig keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld. Bei Schulungen gilt ebenfalls die 3G-Pflicht. Wer für Schulungstermine keinen 3G-Nachweis erbringt, erhält für diesen Tag kein Arbeitslosengeld. Bei generellen VerweigerInnen kann das Arbeitslosengeld sogar für 6 Wochen gestrichen werden. Ein Hackerangriff auf ein Testlabor sorgt gestern in Salzburg und Niederösterreich für Probleme bei der Auswertung von PCR-Tests. Die Anmelde- und Abwicklungsseite für die kostenlosen PCR-Tests ist vorübergehend mehrere Stunden nicht erreichbar. Zahlreiche Personen müssen einige Tage auf ihr Ergebnis warten. Es soll sich bereits um den 3. Angriff seit Freitag handeln. Die Auer will ihre Kapazitäten weiter hochfahren und im Sommer wieder auf 80% des Vorkrisenniveaus kommen. Derzeit sind es rund 60%. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Fluglinie auf niedrigere Preise. Dumpingpreise, wie es sie häufig bei Billig-Airlines gibt, werden aber nicht eingeführt. Die Auer ist von der Corona-Krise sehr stark getroffen worden. Mehr als 1.000 Jobs wurden gestrichen, trotz der kräftigen finanziellen Unterstützung durch den Staat. Der österreichische Buchpreis 2021 geht an die Wienerin Raffaella Edelbauer. Die 31-Jährige erhält den mit 20.000 Euro dotierten Preis für ihren Science-Fiction-Roman Dave, in dem es um die künstliche Intelligenz geht. Die Verleihung findet heuer zum 6. Mal statt und wird jährlich vom Kulturministerium und dem österreichischen Buchhandel vergeben. In Graz kommt die FPÖ immer stärker unter Druck. Erst vor wenigen Tagen sind der Parteichef und der Clubobmann zurückgetreten. Ihnen wird vorgeworfen, Steuergeld missbräuchlich verwendet zu haben. Und gestern ist der nächste Finanzskandal bekannt geworden. Der frühere Clubdirektor und Finanzreferent der Grazer FPÖ soll 500.000 Euro veruntreut haben und für sich selbst ausgegeben haben. Bei den Grazer Freiheitlichen vergeht seit Anfang November kaum ein Tag ohne neue Enthüllungen und Vorwürfe. Der vorläufige Höhepunkt heute, der frühere Clubdirektor und Finanzreferent der Grazer FPÖ soll über Jahre hinweg insgesamt 500.000 Euro veruntreut haben. Der Mann hat Selbstanzeige erstattet und ist aus der Partei ausgetreten. Nach den Vorwürfen gegen den mittlerweile zurückgetretenen Grazer FPÖ-Chef Mario Eustachio und FPÖ-Clubobmann Armin Sippel, die Steuergeld missbräuchlich verwendet haben sollen, ist das innerhalb weniger Tage der zweite mutmaßliche Skandal in der FPÖ Graz. Wir haben nach dem Spesenskandal auf Bundesebene unseres ehemaligen Parteiobmannes gesagt, wir hier in der Steiermark arbeiten transparent, wir hier in der Steiermark sind anders und dieses Versprechen möchte ich einlösen. Die steirische Landes-FPÖ hat alle Unterlagen an eine externe Wirtschaftsprüfungskanzlei übergeben. Die Vorwürfe müssten lückenlos aufgeklärt werden, heißt es. Die für diese Minuten geplante Sitzung zur Kür einer neuen Grazer FPÖ-Spitze ist nach den heutigen Vorwürfen vorerst abgesagt worden. Die
Die katholische Kirche in Frankreich muss sich im großen Stil von ihren Immobilien trennen. Damit sollen die milliardenschweren Entschädigungszahlungen an Opfer von sexuellem Missbrauch geleistet werden. Die Überlegung, Gläubige um Spenden zu bitten, hatte massive Kritik hervorgerufen. Auf Knien bitten Frankreichs Bischöfe die Opfer um Vergebung. Pardonne-nous. Es ist eine starke Geste. Doch reine Symbolik reicht nach dem Bekanntwerden des größten Missbrauchsskandals mit 330.000 Opfern nicht. Als ersten Schritt gesteht die Bischofskonferenz die Schuld der Kirche ein. Wir müssen für diese Taten die institutionelle Verantwortung der Kirche einräumen und wir müssen mit Reparationszahlungen die Opfer entschädigen. Doch Frankreichs katholische Kirche hat kein Geld, die Kirchensteuer gibt es nicht. Daher muss sich die Bischofskonferenz vom Familiensilber trennen und einen Kredit aufnehmen. Der Entschädigungsfonds wird mit dem Erlös aus dem Verkauf von Immobilien der Bischofskonferenz und der Diözesen gefüllt. Außerdem soll gemeinsam mit Laien analysiert werden, warum sexuelle Gewalt ausgerechnet in der katholischen Kirche so stark verbreitet ist. Facebook schwächt die Demokratie und ist gefährlich für unsere Kinder. So lautet der Befund einer Person, die den Internetriesen von innen kennt. Die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen. In den USA ist sie mit ihren Enthüllungen auf viel Gehör gestoßen. Haugen ist derzeit auf Europatour und war jetzt Gast im Europaparlament. Aus Brüssel berichtet Raffaela Scheidreiter. Das Interesse an ihr ist groß und darauf legt es die 37-Jährige auch an. Frances Haugen packt über ihren früheren Arbeitgeber aus. Mit schweren Vorwürfen im Gepäck tourt sie zurzeit durch Europa. Ich spreche vor Ihnen, weil ich überzeugt bin, dass Facebook unseren Kindern schadet, die Gesellschaft spaltet und die Demokratie schwächt. Die Geschäftsführung weiß, wie sie Facebook oder Instagram sicherer machen könnte. Sie tut es aber nicht aus Profitgier. Facebook-Unternehmer bewusst nichts gegen Hassmeldungen und dulde auch Falschinformationen, etwa über Covid-19, klagt Haugen. Denn je extremer ein Inhalt, desto öfter werde er geklickt und das bringe Werbeeinnahmen. Der Auftritt der Ex-Facebook-Mitarbeiterin nicht zufällig. Die EU arbeitet gerade an Regeln, um Online-Plattformen wie Facebook stärker an die Kandare zu nehmen. Deshalb sind Einblicke in Betriebsgeheimnisse in Brüssel höchst willkommen. Geplant sind EU-Gesetze, um Plattformen zu zwingen, ihr Innenleben offenzulegen. You can create a game changer for the world. Es seien Gesetze, die zum globalen Vorbild werden könnten, urteilt Haugen. Ob sie selbst zum Vorbild wird, ihre Auftritte polarisieren. Kritiker hinterfragen, ob es ihr tatsächlich um die Sache geht oder um den Ruhm. Und wenig überraschend geht ihr früherer Chef Mark Zuckerberg auf Distanz und weist Vorwürfe gegen Facebook als falsch zurück. In Peking gibt es in den nächsten Tagen eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft der Kommunistischen Partei und damit auch für das gesamte Land. Das mächtige Zentralkomitee tagt nämlich und dabei werden die Mitglieder auf eine neue dritte Amtszeit von Xi Jinping vorbereitet. Damit wird Xi Jinping auf dieselbe Stufe wie Mao Zedong gestellt, der bis zu seinem Tod das Schicksal Chinas bestimmt hat. Josef Dollinger berichtet. Es ist kalt geworden in Peking, keine Spur von heißen Personaldiskussionen in der Kommunistischen Partei. Zumindest an der Spitze der Partei soll der derzeitige Zustand eingefroren werden. Die Genossen werden auf eine dritte Amtszeit Xi Jinpings eingestimmt. Normalerweise müsste am Parteitag in einem Jahr die Wachablöse vollzogen werden, aber Xi Jinping gilt mittlerweile als unersetzbar. Und eine historische Resolution der Parteielite soll das jetzt schriftlich bestätigen. Xi Jinping will sich vergewissern, dass die gesamte Partei hinter ihm steht. Die Genossen sollen ihn aus Überzeugung zur dritten Amtszeit wählen und nicht aus Gehorsam. Und diese Überzeugung soll ihnen bis zum Parteitag nächsten Jahres eingetrichtert werden. Kritik wird nicht mehr geduldet. Wer in der Partei beim Personenkult um Xi Jinping nicht mitmacht, wird kaltgestellt. Damit legen Partei und Staat neuerlich ihr Schicksal in die Hände eines Mannes. Die Geschichte scheint sich also zu wiederholen.
Nach der Massenpanik mit 8 Toten bei einem US-Musikfestival in Houston werden erste Klagen gegen die Rapper Travis Scott und Drake eingereicht. Anstiftung zum Chaos lautet der Vorwurf. Die Ermittler gehen der Frage nach, warum das Konzert weitergegangen ist, obwohl Konzertbesucher auf die Massenpanik längst aufmerksam gemacht hatten. Vor dem Konzertgelände in Houston gedenken sie der Toten. Das jüngste Opfer war erst 14 Jahre alt. Bei einem Festivalauftritt von Rapper Scott am Samstag bricht eine Massenpanik aus. 8 Menschen kommen ums Leben, Hunderte werden verletzt. Das Konzert geht einfach weiter, obwohl Besucher versuchen, Sicherheitskräfte zu alarmieren. Zu den Ursachen der Panik laufen derzeit die Ermittlungen in alle Richtungen. Der Polizeichef von Houston soll schon vor dem Konzert auf Sicherheitsbedenken hingewiesen haben. Seine Warnungen wurden offenbar ignoriert. Travis Scott, der das Festival seit 2018 organisiert, äußert sich über die sozialen Medien erschüttert über die Vorfälle. Doch schon bei früheren Konzerten soll er seine Fans aufgestachelt haben, etwa die Bühne zu stürmen. Die Polizei warf ihm damals schon vor, die Gesundheit seiner Konzertbesucher zu gefährden. Seit Monaten steigt die Zahl der Migranten, die von Belarus aus versuchen, über die Grenze nach Polen oder Litauen zu kommen, um in der EU um Asyl anzusuchen. Kein Zufall, Diktator Lukaschenko lässt organisiert Migranten aus dem Nahen Osten nach Minsk fliegen. Er will so Druck auf die EU machen, die nach den gefälschten Präsidentenwahlen Sanktionen gegen Belarus verhängt hat. Polen hat seine Grenze mit tausenden Soldaten abgeriegelt und drängt die Migranten zurück. Und so sitzen derzeit hunderte Menschen im Grenzgebiet fest. Auch die Eltern eines jungen Syrers, der seit 2010 in Österreich lebt, wie Verena Gleitzmann berichtet. 12 Jahre hat der 33-jährige Syrer Said auf diesen Moment gewartet. Ein Wiedersehen mit seinen Eltern. Seit fast 3 Wochen stecken sie in den Wäldern zwischen Belarus und Polen fest. Nun haben lokale Helfer zumindest seine Mutter gefunden in diesem Krankenhaus. Ein paar Minuten durfte er sie nun sehen. Sein Gesicht möchte er lieber nicht zeigen. Gott sei Dank, sie ist gesund. Aber mein Papa ist irgendwo im Wald wahrscheinlich. Also wir wissen auch noch nicht. Er ist wahrscheinlich alleine irgendwo. So wie Saids Eltern irren derzeit unzählige Menschen durch die Wälder zwischen Polen und Belarus, kommen weder vor noch zurück, sind gefangen im Niemandsland. Denn in Polen bewachen Zehntausende Soldaten die Grenze und drängen sie zurück. Gleichzeitig verhindert auch Belarus ihre Rückkehr und schickt immer mehr Menschen nach. Was wirklich in den Wäldern zwischen Polen und Belarus passiert, das weiß niemand so genau, denn die polnische Regierung lässt kaum jemanden in das Grenzgebiet vor, weder Journalisten noch humanitäre Organisationen. Doch die berichten, dass Hunderte versuchen, hier in den Wäldern nach Europa zu gelangen und viele von ihnen werden wieder zurückgeschickt. Auch Saids Eltern wurden schon 3-mal in die Wildnis zurückgebracht. Ein polnisches Gesetz macht es möglich. Für die grüne Abgeordnete und gebürtige Polin Eva Ernst-Cicic, die derzeit persönlich vor Ort ist, ein europäischer Skandal. Dass die Leute trotzdem kommen werden, das ist ja natürlich klar. Das heißt, es ist jetzt im Moment nur eine Abschreckung, eine Abschirmung und ein Wegsehen. Und zwar im großen Rahmen und in ganz Europa. Eine Situation, die zunehmend eskaliert. Im Nordosten des Landes versuchen heute hunderte Migranten, den Grenzzaun zu stürmen. Es kommt zu heftigen Auseinandersetzungen. Die polnische Regierung bringt weitere Soldaten in Stellung. Umso schneller will Said seine Eltern in Sicherheit wissen. Doch nach stundenlangem Warten vor dem Krankenhaus wird klar, seine Mutter wurde wieder weggebracht. Nur wohin? Das kann auch die grüne Abgeordnete mit ihrem Diplomatenpass nicht herausfinden. Bis in die Nacht klappern sie die Polizeistationen ab, vergeblich. Wir haben es heute den ganzen Tag nicht geschafft, eine Bewilligung zu bekommen, obwohl der Sohn da ist, obwohl ich allen sage, ich versuche sozusagen, ihr nur einen Anwalt zur Seite zu stellen. Ich bin extra aus Wien gekommen, um dieser Frau auch zu helfen. Mein Diplomatenpass ist hier Klopapier. Die Mutter sei nun in einem Erstaufnahmezentrum, heißt es hier. Doch das hat Said schon öfter gehört. Die verstecken alles, die sagen uns gar nichts. Also deswegen, ich habe die Sorge, dass sie ist wieder zur Grenze. Und so hat Said seine Eltern auch diesmal aus den Augen verloren. Doch er wird weitersuchen, sagt er, in der Hoffnung, sie zu finden, bevor es Winter wird. Und wir schalten jetzt via Skype live zu Migrationsexpertin Dr. Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien. Schönen guten Tag. Hallo.
Frau Dr. Kohlenberger, selten werden Menschenleben so offensichtlich politisch missbraucht, wie wir das jetzt gerade gesehen haben. Wie kann man denn so etwas verhindern? Nun, im Grunde liegt die Lösung in den Jahren bereits seit 2015. Das heißt, man hätte in den letzten 6 bis 7 Jahren schon einiges an nachhaltiger und vor allem gemeinsamer Asyl- und Migrationspolitik in der EU fahren müssen. Man hätte vor allem eine gemeinsame Lösung der Flüchtlingsfrage innerhalb der EU-27 finden müssen. Das ist ausgeblieben und somit ist die Migrationspolitik zur Sollbruchstelle der EU geworden. Das ist die Achillesferse. Und das wissen eben auch Drittstaaten wie Belarus und die wissen das auch auszunutzen, wenn es darum geht, wie zum Beispiel in diesem Fall, gegen Sanktionen zu protestieren. Die EU ist ja in einer schwierigen Lage. Einerseits kann man keine Schwäche gegenüber Belarus zeigen, andererseits harren eben mehrere tausend Menschen im Grenzgebiet aus. Die wollen klar in eine Richtung. Wie soll die EU denn jetzt reagieren? Nun, es ist tatsächlich eine klassische Pattstellung und ich denke, das eine ist selbstverständlich gegenüber Belarus deutlich zu signalisieren, dass man nicht für diese Form der Instrumentalisierung steht. Auf der anderen Seite, glaube ich, bedarf es aber schon auch zunehmend des Drucks auf Polen, weil was wir jetzt in diesem Beitrag ja auch gehört haben, Polen lässt keine humanitären Organisationen und nicht einmal EU-Grenzschutzagentur wie die Frontex an dieses Grenzgebiet oder in dieses Grenzgebiet hinein. Und das hat fatale Folgen für die Menschen, die dort gestrandet sind. Und es wäre aber wesentlich, dass man jetzt einmal den Druck rausnimmt aus dieser unmittelbaren humanitären Katastrophe. Das heißt, ich glaube, die EU müsste nicht nur gegenüber Belarus den starken Mann markieren, sondern auch gegenüber Polen ganz deutlich signalisieren, was die europäischen Werte sind und was auch die Grund- und Freiheitsrechte sind, die es gilt, hier hochzuhalten. Warum verhält sich Polen denn so? Ja, in Polen gibt es im Grunde seit Jahren einen ganz starken Anti-Migrationsdiskurs, der von der Nationalregierung gefahren wird. Und man möchte hier auf gar keinen Fall signalisieren, dass die Grenzen geöffnet werden oder dass man Geflüchtete aufnimmt. Das ist auch wichtig, innenpolitisch sich da deutlich zu positionieren. Das ist ein grundsätzliches Problem und dahinter steht natürlich auch die Frage, wie man umgeht mit Fragen des Rechtsstaates und der Demokratie. Und was wir aus der Migrationsforschung in den letzten Jahren immer wieder beobachtet haben, der Umgang mit Geflüchteten ist wirklich ein Lackmustest für die europäische Demokratie und da verhalten sich Länder wie Polen, aber auch andere Visegrad-Staaten nicht unbedingt positiv und ich glaube, zunehmend sehen wir ein Auseinanderdriften der eher humanitär gelagerten Länder wie Deutschland oder Frankreich, eine Koalition der Willigen, wenn es um die Aufnahme geht, dagegen aber auf der anderen Seite Länder wie Polen, die stärker auf Abschottung und Abschreckung setzen. Und wäre nicht gerade in der jetzigen Situation ein Schulterschluss von europäischen Ländern in Sachen Aufnahme von Flüchtlingen nötig? Das wäre notwendig, das sehe ich aber derzeit überhaupt nicht auf dem Horizont. Ich glaube eher, dass wir uns da wegbewegen. Es wurde ja vor über einem Jahr das neue EU-Migrationspaket vorgestellt. Das enthält viele Lösungsansätze. Das ist auch bewusst so verfasst und formuliert, dass auch die Visegrad-Staaten mit könnten. Also im Grunde ein Minimalkonsens, wenn es um die humanitäre Behandlung von Schutzsuchenden geht. Aber selbst hier haben sich eben Staaten wie Polen von Anfang an sehr ablehnend gezeigt. Die EU fordert jetzt weitere Sanktionen gegen Belarus. Werden sich damit Fluchtbewegungen unterbinden lassen? Nein, weil man damit ja nicht die Fluchtursachen bekämpft oder in irgendeiner Form reduziert. Das heißt, die Gründe, warum Menschen ihr Land verlassen müssen, aus Krieg und Konflikt fliehen und sich auf diese gefährliche und auch sehr teure und unsichere Reise in die EU begeben, die Gründe dahinter, die gehen ja nicht weg. Man kann maximal Migrationswege verändern, Routen schließen, dann tun sich andere Routen auf, das wissen wir aus der Vergangenheit, aber nachhaltig gelöst ist damit nichts. Sie haben es schon kurz angesprochen, die Flüchtlingskrise 2015. Wie kann es denn sein, dass seit 2015 die EU nicht wirklich gelernt hat oder beschlossen hat, wie man mit Flüchtlingen umgeht? Ja, ich sage immer, seit 2015 hat die EU im Grunde auf die 3A gesetzt, nämlich Abschottung, Abschreckung und Auslagerung des Problems. Man hat das Problem sehr gerne sowohl zeitlich als auch geografisch an Drittstaaten ausgelagert, vor sich weggeschoben und damit aber im Grunde nur dafür gesorgt, dass das Problem im Hintergrund immer größer und drängender wird. Wesentlich wäre, und damit würde man sich auch selber aus dieser Position der Erpressbarkeit rausnehmen, zu sagen, für
uns sind Schutzsuchende keine Bedrohung und für uns ist auch die Ankunft von Schutzsuchenden kein Akt der Aggression, weil wir haben Maßnahmen und Möglichkeiten, um für eine geordnete Aufnahme, gegebenenfalls auch eine Rückführung zu sorgen, wenn kein Asylgrund vorliegt. Aber das ist für uns überhaupt nicht eine Möglichkeit, um uns erpressbar zu machen. Und damit zieht man den Stachel aus dieser Bedrohung. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Einschätzung und das Interview. Vielen Dank, Frau Dr. Kohlenberger. Sehr gerne, vielen Dank. Bei der UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow wird 2 Wochen lang über den Kampf gegen den Klimawandel beraten. Der Klimagipfel soll die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens voranbringen. Thema wird auch die Finanzierung des Klimaschutzes in Entwicklungsländern durch Industriestaaten sein. An der Konferenz nimmt auch der Südtiroler Klimaforscher Georg Kaser teil. Klimaaktivisten aus der ganzen Welt sind nach Glasgow gekommen. Sie fordern eine rasche und effiziente Umsetzung der Pariser Klimaziele, die sich die Länder selbst gesteckt haben. Marc Zebisch, Klimaforscher an der Europäischen Akademie in Bozen, blickt gespannt auf die Klimakonferenz in Schottland. Die wesentlichen Elemente sind ja in Paris verhandelt worden und das sind die ehrgeizigen Ziele, also das 1,5-Grad-Ziel, die 100 Milliarden Dollar pro Jahr für Klimainvestitionen. Eigentlich ist Glasgow nur da, damit die Länder ihre Ambitionen präsentieren, also wie viel sie einsparen wollen. Und das haben sie schon gemacht, also da wird nichts Neues kommen. Und das ist wirklich sehr schwach, weil einfach das bisher nicht ausreichen würde, um Klimaneutralität zu erzielen. Einer der vielen Wissenschaftler, die in Glasgow auf der Bühne stehen, ist Georg Kaser. Der Südtiroler Klimaforscher hofft, dass seine Vorträge Gehör finden. Die kommen uns schon besuchen, unsere Vorträge und Diskussionen. Und je mehr da irgendwo eine Überzeugungsarbeit geleistet wird, dass die dann nach Hause gehen und sagen, ja, wir sollten all diese Versprechen, die wir da öffentlich vor der UN gegeben haben, wir sollten sie möglichst schnell einhalten. Wir haben jetzt die Ideen bekommen, wie das gehen kann. Da ist es ein Riesenerfolg. Das wichtigste Ziel sei es, die weltweiten Emissionen so schnell als möglich zu senken. Das könnte durch eine CO2-Steuer geschehen. Importprodukte könnten nach der jeweiligen Länge der Transportwege besteuert werden. Das wird höchstwahrscheinlich kommen in den nächsten Jahren, zumindest auf EU-Level. Dass also tatsächlich CO2-Steuern bzw. CO2-Zölle, wenn man so will, auf Importprodukte erhoben werden. Und das finde ich gut. Also das könnte diesen Konsum dann auch schon reduzieren, weil einfach Dinge teurer werden, die viel Emissionen verursachen. Viele Kritiker befürchten, dass in Glasgow mehr geredet als gehandelt werde. Es ist natürlich keine heiße Luft, aber auf der anderen Seite wäre es eine falsche Erwartungshaltung, dass dort jetzt die Lösungen angeboten werden, wo nach Anfang nächster Woche die Reduktionen von Emissionen stattfinden. Das ist nicht die Aufgabe dieser UN-Konferenz. Dringender Handlungsbedarf in puncto Klimaschutz bestehe auch in Südtirol, erklärt Marc Zebisch. Der große Aufholbedarf ist halt beim Verkehr und schon auch bei der Gebäudesanierung, energetischen Gebäudesanierung. Und da müssen wir unbedingt auf 100% erneuerbare Energien. Also eben sowas wie Ausbau des Gasnetzes ist da total kontraproduktiv, weil Gas ist eine fossile Energiequelle und wir brauchen eigentlich alles stromgetrieben und das aus erneuerbaren Energien. Bis zum 12. November berät die UN-Klimakonferenz. Es wird also noch spannend. Eine Astronautin und 3 Astronauten sind von der internationalen Raumstation ISS wieder zurück auf der Erde. Warum der Rückflug eher unangenehm war und weitere wichtige Nachrichten sehen Sie jetzt in unserem internationalen Meldungsblock. Der Ausschuss zur Untersuchung des Sturms auf das US-Kapitol lädt den Wahlkampfmanager des früheren Präsidenten Donald Trump, William Stepien, vor. Auch der damalige Berater Jason Miller und der einstige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn müssen aussagen. Es soll geklärt werden, welche Verbindungen zwischen den damaligen Personen im Weißen Haus und den Protesten bestanden. Taiwan befürchtet eine mögliche Blockade seiner See- und Luftverbindungen durch das chinesische Militär. Das Verteidigungsministerium erklärte, dass China in der Lage sei, wichtige Häfen, Flughäfen und Flugrouten zu blockieren, um Luft- und Seekommunikationslinien abzuschneiden. Die Spannungen zwischen China und Taiwan nehmen wieder zu. Die chinesische Regierung sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an, die notfalls auch mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigt werden soll.
Vier AstronautInnen sind nach 6 Monaten an Bord der internationalen Raumstation ISS wieder zurück auf der Erde. Die Raumkapsel landete im Meer vor dem US-Bundesstaat Florida. Die AstronautInnen der sogenannten Crew 2 aus Frankreich, den USA und Japan mussten auf der 8-stündigen Reise eine Art Windel tragen, da die Toilette nicht funktionierte. Es war der 3. erfolgreiche Weltraumausflug, der gemeinsam von der NASA und SpaceX, dem von Tesla-Chef Elon Musk gegründeten Weltraumunternehmen, durchgeführt wurde. Die Wienerin Raffaella Edelbauer ist gestern Abend mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet worden. Die 31 Jahre alte Schriftstellerin erhält den mit 20.000 Euro dotierten Preis für ihren philosophischen Science-Fiction-Roman Dave. Die Auszeichnung wurde heuer zum 6. Mal vom Hauptverband des österreichischen Buchhandels vergeben. 10 Jahre hat Raffaella Edelbauer an ihrem Roman Dave gearbeitet. 3-mal hat sie das Manuskript neu geschrieben. Eine Hartnäckigkeit, die heute Abend mit dem österreichischen Buchpreis gewürdigt wurde. Es war sehr, sehr schwierig, eben diese Form, die wesentlich ist für den Inhalt, wirklich so hinzubekommen. Und dafür habe ich einfach die Erfahrung gebraucht. Dave ist ein gelungener Balanceakt zwischen Sci-Fi-Thriller und philosophischem Gedankenexperiment. Alles dreht sich darin um die Erschaffung einer künstlichen Superintelligenz, die die Probleme eines Planeten lösen soll, dessen Außenwelt unbewohnbar geworden ist. Der mit 10.000 Euro dotierte Debütpreis ist in diesem Jahr an Anna Albinus gegangen, für ihre rätselhafte Novelle Revolver Christi. In Wien wird heute Nachmittag ein neues Mahnmal eröffnet, das an die 64.440 ermordeten österreichischen Jüdinnen und Juden erinnern soll. Die Eröffnungsfeier sehen Sie heute Nachmittag ab 16 Uhr live hier in ORF 3. Und schon heute Vormittag hat sich Kanzleramtsministerin Caroline Edtstadler gemeinsam mit dem Holocaust-Überlebenden und Initiator des Mahnmals Kurt Jakob Tutter die neue Gedenkstätte angeschaut. In Wien wird am Dienstag ein Mahnmal feierlich seiner Bestimmung übergeben, das an eines der größten Verbrechen der Geschichte erinnert, die Shoah-Namensmauer. Auf 160 Steinelementen sind dort die Namen von 64.440 in der NS-Zeit ermordeten österreichischen Jüdinnen und Juden eingemeißelt. Die Gedenkstätte befindet sich im Osterrichi-Park im Bezirk Alsergrund, einer Grünfläche vor der österreichischen Nationalbank neben dem alten AKH. Die eingravierten Namen entstammen der Opferdatenbank des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes. Initiiert wurde das Projekt vom Holocaust-Überlebenden Kurt Jakob Tutter. Er hat sich jahrelang dafür eingesetzt, dass das Vorhaben realisiert wird. Zusammen mit Kanzleramtsministerin Caroline Edtstadler besuchte er die Gedenkstätte am Vormittag vor der offiziellen Einweihung. Mit der Shoah-Namensmauer-Gedenkstätte setze die Republik Österreich ein sichtbares Zeichen ihrer Verantwortung. Man gebe den Opfern ihren Namen und damit zumindest einen Teil ihrer Würde zurück, so die Ministerin. Das war ORF 3 aktuell für heute. Um 16 Uhr melden sich dann Vera Schmidt und Fritz Dietelbacher mit einem ORF 3 aktuell Spezial zur Einweihung der Shoah-Namensmauer in Wien. Und um 19.18 Uhr sehen Sie in Österreich heute dann die wichtigsten Nachrichten des Tages. ORF 3 aktuell gibt es dann morgen Vormittag wieder ab 9.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen und informativen Tag mit ORF 3. Auf Wiedersehen.